Heute wird Talantric mich scammen. 1000 Gems von mir wurden gerade weggenommen. Warte mal, ich schau mal im Inventar und ich habe ja gar nichts. Ich werde ihn dann wieder zurück scammen, doch dann entscheidet er sich, mich einfach zu bannen. Und als Rache werde ich andere Leute wie I am Evan. Und da haben wir den. Vielen lieben Dank für den Upgrade, Titan Clockman. Oder sogar Dafunk Boom um Ultimate scammen. Und Leute, ich habe eine Person in der Lobby gesehen, die glaube ich nicht so glücklich ist, mich zu sehen. Nämlich ist hier Talantric. Und er hat mir geschrieben, dass er eben nicht so glücklich ist. Hallo, Victor. Ich weiß ganz genau, was du über mich und das Update gesagt hast. Ich habe deine Videos und Streams gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er meint. Ich habe halt nur gesagt beim letzten Update, dass das eher Mitte war. Weil zu dem Zeitpunkt zumindest, war der Fanman, beziehungsweise eigentlich jeder Fanman, Trash. Das haben die zum Glück gefixt, aber am Anfang waren die halt eben Trash. Die haben halt nicht richtig funktioniert. Ich würde sagen, ich habe nichts Schlimmes gesagt. Check mal dein Inventar aus. Okay, schauen wir uns das erstmal an. Ja, ich habe halt meine 6 July Crates, die ich sogar alle gedroppt bekommen habe. Dann habe ich noch ein paar Future Crates, paar Time Crates. Generell sehr viele Crates, vor allem sehr viele Injured Crates. Ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich so viele gekauft habe. Sehr viele Exclusive Units, also auf jeden Fall schon gutes Inventar, kann man sagen. Nicht das krasseste, aber schon ziemlich gut. Was auf jeden Fall das Inventar besser macht, ist, dass eben alles gesigned ist. Aber was sollte ich denn da jetzt sehen? Schau jetzt nochmal. 1000 Gems von mir wurden gerade weggenommen. Warte mal, ich schau mal im Inventar und ich habe ja gar nichts. Nur diesen normalen Speakerman. Talantric hat einfach alle meine Units und meine Gems gelöscht. Was soll denn das? Ich habe dafür hart gearbeitet. All die Monate, wo ich Toilet Town Event jetzt schon spiele. Sogar fast seit einem Jahr. Und der hat mir einfach alles abgenommen. Was soll das? Das kriegst du, wenn du hatest. Ich möchte, dass du jetzt dir in 15 Minuten 1000 Gems erfarmst. Sonst behalte ich alle deine Units. Was ist das hier für ein Emoji? Und du verlierst Partner? Okay, das ist wirklich nicht gut. Wenn ich jetzt wirklich Partner verlieren würde, weil ich ihn anscheinend gehatet habe. Das wäre schon mies ehrenlos, sage ich so, wie es ist. Okay, Leute, der Counter wurde erstmal aktiviert. Aber eine Sache, die Talantric vergessen hat, ist, er hat vergessen, mir meine Coins und meine Clocks wegzunehmen. Ich habe zwar nicht viele Coins, dafür aber ganz okay Clocks, was schon mal sehr, sehr gut ist. Deswegen benutzen wir erstmal einen Luck Boost. Und welche Crate öffnen wir? Der Shadow TV ist auf jeden Fall wertvoller. Versuchen wir, ihn zu bekommen. Wir haben leider nicht viele Chancen. Wir sollten aber auf jeden Fall Perma-Helikopter mitnehmen. Nee, auch wenn ich die signe, wird die, glaube ich, trotzdem nicht viel wert sein. Komm schon, gib mir bitte einfach einen Legendary mindestens. Okay, der zweite TV-Man, das ist nicht gut. Und jetzt kriegen wir zum Schluss einen TV-Man. Das kann doch nicht sein. Was ein Scam. Egal, wir haben noch ein paar Coins. Vielleicht kriegen wir was. Wir haben den Large Speaker-Man bekommen. Nicht gut. Eine Camera-Woman in the Basic, auch nicht gut. Surveillance Cameraman ist auch nicht gut. Habe ich auch auto-deleted. Ja, wir haben nichts bekommen. Wir haben noch einen Spin, aber wir bekommen irgendwie gar nichts. Ja, wieder Surveillance Cameraman ist trash. Selbst wenn ich die signe, ist sie halt vielleicht 10 Gems wert. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Event-Map und schauen erstmal nach, was ich hier für schöne Sachen kaufen kann. Aber ich denke ehrlich gesagt nur eine Sache, nämlich die Time-Crate. Kann das sein? Ja, exakt. Ich kann nur die Time-Crate kaufen. Ich kann theoretisch 250 Gems kaufen, aber es lohnt sich, glaube ich, weniger als die Time-Crate. Deswegen kaufen wir einfach so viele Time-Crates, wie es nur geht und signen die erstmal alle. Denn eine Time-Crate ist, glaube ich, 50 Gems wert. Wir haben jetzt alleine 7 Time-Crates. Sollten circa 350 Gems sein. Und weil die eben gesigned sind, kann ich mir vorstellen, dass wir hoch auf 500 oder 600 Gems kommen. Das heißt, wir haben schon mal einen sehr guten Anfang. Auch wenn wir nur Trash gezogen haben aus der Summon-Maschine. Okay, eine normale Time-Crate für 39 Gems. Das ist nicht gut. Warte mal, wir traden mal eine Person an. Wir traden einfach hier Leute an und fragen mal, ob die offern können. Oh, warte, der packt den Green Laser hin. Können wir machen? Please? Aber ich glaube nicht, weil der ist auch gesigned, der Green Laser. Deswegen glaube ich nicht, dass er den Trade machen wird. Aber da wären wir direkt schon bei 1000 Gems. Aber ich glaube nicht, dass er den machen wird, wie gesagt. Ich glaube nicht, dass wir wirklich so ein Glück haben werden. Da kann ich mal Deutsch oder Englisch. Ja gut, okay, müssen wir die kleinen Leben, ist hart. Pack einen Fanman rein, den normalen. Der ist weniger wert als eine Time Crate. Das während die gesigned ist. Ja, das ist ein Trash Trade. Pack noch einen Sparkler Cameraman dazu. Damit kann ich doch nicht sagen. Also hier zum Vergleich, 28 Gems ist ein Fanman. Ich würde da sogar mit einer normalen Crate mehr bekommen. Oh, pack einen Future Large rein. Unten einen Zelda TV und einen Classic und einen Clock Spider. Ich weiß gar nicht. Okay, da packt jetzt hier erstmal Clock Spider und Classic rein. Das sind vielleicht 150 Gems. Ich gebe ihm 2 Crates, mehr nicht. Oh, der macht den Trade. Okay, das ist gut. Müsste Profit sein, außer ich bin jetzt blöde. Wir schauen mal nach. Okay, Classic 100 Gems und Clock Spider existiert anscheinend nicht. Ich würde auch so mit 80 bis 100 Gems rechnen. Dann würde ich sagen, signen wir beide erstmal und machen weiter. Wir sind gerade circa bei einem Wert von, ich würde so schätzen, 600 Millionen oder
oder so? Vielleicht 700 Millionen. Je nachdem, wie viel halt eben die Science wert ist. Ich versuche mal eine Crocsbiter gesigned für 150 Gems reinzuwerfen. Mal gucken, vielleicht kauft die ja jemand. Warte, der hat einen gesigneden Alarm-Clockman von mir? Ach, das ist der Typ von gerade eben. Okay, das ist witzig. Das ist witzig. Komm, für den gesamten Abwollen ist nicht so viel wert. Ja, komm, müssen wir die gleich. Ich wollte gerade sagen. Can you sign for 1K? Oh, 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 oh. Dann haben wir auch schon mal unsere 1000. Okay, dann will er, dass ich einen Engineer sign für 1000 Gems machen wir. Boah, das wäre eigentlich voll witzig, wenn wir den jetzt einfach scammen würden. Dann hätten wir mehr als 1000 Gems gemacht. Aber nur gut, signen wir den erstmal. Senden ihm wieder eine Trade-Anfrage. Und hier ist ein gesignter Engineer. Perfekt, dann haben wir aber schon mal unsere 1000 Gems. Okay, Leute, der Timer ist jetzt vorbei. Und ich konnte in 15 Minuten dieses Inventar mir ergattern. Und dazu halt eben die 1000 Gems. Ich habe das Gefühl, wenn ich Partner bin, ist es schwerer zu traden als normal. Ich sag's euch so, wie es ist. Gesignte Time Crates würde ich auf einem zweiten Account so viel einfacher wegbekommen, als auf meinem Hauptaccount, weil ich die ganze Zeit angebettelt werde. Oh, kannst du das sein? Kannst du das sein? Kannst du das sein? Die kennen mich nicht mal! Schreiben teilweise, ja, ich bin der größte Fan. Dabei wissen die nicht mal, wer ich bin und sprechen nicht mal Deutsch. Wirklich, was für Idioten. Deswegen muss ich auf jeden Fall sagen, wenn wir demnächst wieder solche Challenges bekommen, müssen wir auf einem zweiten Account machen. Es geht ansonsten anders nicht. Oh, wir konnten sogar hier erstmal die Daily Quest abholen. Und da haben wir so 5 extra Gems bekommen. Aber trotzdem, wir haben trotzdem die 1000 Gems voll bekommen, auch wenn es nicht der Weg war, der eigentlich gemeint war. Okay, er hat mir einen Trade gesendet. Ich zeige ihm erstmal mein Inventar da, die 1005 Gems und erstmal all diese Units. Was sagst du dazu? Ist cringe, aber gut genug. Kannst Partner behalten. Gib mir die Sachen, dann kriegst du eine Überraschung. Okay, gehen wir hier auf Ready. Geben ihm die Sachen, da bin ich gespannt. Was ist denn die Überraschung? Yo, was? Einfach 1000 Crates und 1000 Fan-Crates und dann nochmal 1000 normale July 4th Crates. Okay, was? Ich habe einfach 3001 Units bzw. Crates im Inventar von 1000 Inventar. Das ist schon wild. Aber krass, dass er die mir einfach gibt. Wenn du beide seltenen Units bekommst, damit weint er wahrscheinlich den 0,05er Titan Firework Man und den 1%igen Titan Fan Man, dann kriegst du eine Überraschung. Klick auf mich. Yo, was? Der hat einfach 4 Upgraded Titan Clockmans und einen Upgraded Titan Drillman. Kriegt die dann, oder was? Die sind dann dein. Zieh aber zuerst den Titan Fan Man, um deine Unit zurückzubekommen. Okay, dann fangen wir an mit der Fan Crate. Ja gut, okay, wir haben 1000 von der Fan Crate. Wir werden den zu 100% bekommen. Gar keine Frage. Der wird auch easy sein, das sage ich jetzt schon. Denn eine 1% Chance ist gar nicht selten. Aber irgendwie ziehe ich gar keinen. Was ist denn das für ein Scam? Ich habe locker über 100 Fan Crates jetzt schon geöffnet. Ich habe den immer noch nicht bekommen, den Titan Fan Man. Da, ich kann kurz zoomen, mein Inventar Titan Fan... Doch, was? Jetzt was? Ach lol, genau jetzt, wo ich mich beschwere, bekomme ich den. Was zur Hölle? Okay, das ist insane. Ich wollte mich schon beschweren, dass ich so viele Crates öffne und den trotzdem nicht bekomme. Und Tatsache, hier oben ist er. Das ist wild. Gute Landtrick, ich habe den bekommen. Da würde ich mal sagen, Herr, mit meinen guten Units. Okay, der gibt mir ein paar July-Crates. Oh, was ist denn das? Warte, merkt ihr das? Hä, der packt auch einen DJ-TV-Man da rein. Auch einen Spider-TV, das sind nicht meine Units. Was? Den Golden Future. Chief Clockman. 2 Titan Fireworkmans. Hä, die habe ich doch gar nicht. Ich glaube, der gibt mir einfach aus Versehen alles aus seinem Inventar. Lol, da ist er bei Classic Spider. Das ist sehr wild. Hä, und der geht ready. Ist das alles noch drinne? Ja, das ist alles noch drinne. Warte mal, dann gehe ich auf ready. Nein, ich habe nicht genug Inventarplatz. Oh, Mann. Warum hast du abgelehnt? Hab ich nicht. Mein Inventar ist zu voll wegen den Crates. Oh, lol. Dann versuch als nächstes den Titan Fireworkman zu bekommen. Für eine kleine Überraschung. Ich hoffe, der gibt mir auch wirklich dann die Unit zurück. Ey, vor allem hoffe ich auch, dass er gleich nochmal den gleichen Fehler macht und mir aus Versehen einen Upgrade Titan Clockman gibt. Das wäre so wichtig, wirklich. Mann, ich habe einfach zu viel Inventarplatz. Es ist so ein Trash. Mann, wir müssen wirklich jetzt alle meine Sachen verkaufen, die nicht gut sind. Das ist wirklich so ein Müll. Okay, Leute, dann öffnen wir erstmal ein paar July 4th Crates. Ich hoffe, ich kriege den Titan Fireworkman, denn wie
wie gesagt, er hat gesagt, er gibt mir dann erstmal eine kleine Überraschung. Das Ding ist halt, bei der Crate sind halt wirklich fast nur Sparkler Camerons drin. Aber er hat mir 2000 Crates gegeben. Das heißt, mathematisch gesehen, sollte ich den Titan Firework Man bekommen. Der Schock ist ja natürlich 0,05 und das ist halt 1 in 2000. Und ich hoffe einfach mal wirklich, dieses Mal werde ich nicht hochgenommen vom Glück in Toilet Tower Defense. Denn bisher sieht es noch nicht so rosig aus. Bisher kriegen wir nur Sparkler Cameramans. Boah, stimmt. Ich hätte ihn einfach trollen können. Aber nein, der Trade kam nicht durch. Es war so schlimm. Denn er wollte mir auch 2 Titan Fireworkmans geben. Ich hoffe wirklich, er macht gleich nochmal den gleichen Fehler. Nein, never. Da ist er, Leute. Let's zu dem Go. Wir haben den einfach in unter 2000 Crates bekommen. Das ist crazy. Und da unten ist er, Leute. Let's go. Okay, Telectric. Hier unten sind beide Units, die du wolltest, dass ich die hatche. Aber der Titan Famine, dann erstmal der Titan Firework Man. Was ist denn die Überraschung, die du mir geben wolltest? Die Überraschung ist, Doppelpunkt, ich wurde rausgekickt aus dem Spiel. Wegen Fail to Fetch Data, please rejoin. Okay, ich bin wieder im Server und, warum habe ich noch einen Speakerman? Ich habe keine Gems, keine Coins, keine Clocks. Warte, der hat mich gekickt und alle meine Sachen gelöscht. Was soll das? Nee, das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott, was? War das extra von ihm? Hat er mir den Upgraded Titan Clockman extra oder aus Versehen gegeben? Niemals. Tja, da wurdest du gescammt. Ich sag so, wie es ist, mein Inventar ist kein Upgraded Titan Clockman wert. Schau mal genauer. Echt Talent-Trick. Was? Woher hast du ihn? Tja, das wüsstest du jetzt gerne. Hä? Gib ihn wieder. Du darfst den gar nicht haben. Okay, aber zuerst will ich alle meine Units zurück. Mehr will ich nicht. Ich will alle meine Units zurück. Okay, von mir aus. Du hast eh nur Trash. Ich meine, ich kann es einfach sein, dass nur den behalten, verkaufen und mir davon mehr als genug Units, sogar mehr Units als ich hatte, kaufen. Okay, sorry. Okay, der hat mich angetradet. Wisst ihr was? Ich lehne das jetzt ab. Wir signen jetzt erstmal den Upgrade Titan Clockman. Nehmen jetzt seinen Trade out und hier hast du den. Wobei, nee, 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 wir machen Trust Trade. Lass Trust Trade machen. Du zuerst. Was? Okay, wenn es sein muss. Und da gibt er mir erstmal langsam alle meine Units wieder. Da bin ich jetzt gespannt, wird er diesmal den gleichen Fehler wie vorher machen? Wo er mir nämlich einfach Units gegeben hat, die ich gar nicht hatte. Mal gucken. Und, oh, Golden Future Chief Clockman, sehr wichtig. Spider TV hatte ich auch nicht. Upgraded Titan Drillman, was? Und sogar noch den DJ TV, man. Ja komm, können wir annehmen. Das ist doch ein guter Trust Trade, Leute. So, und wir scammen jetzt einfach Talentric. Gescammt. Was? Bitte nicht. Gib mir den zurück. Okay, Leute, ich glaube, ich habe einen Plan. Ich glaube, ich habe einen guten Plan. Nämlich packen wir den so rein und im letzten Moment tauschen wir ihn mit einer normalen Titan Clockman um. Hoffen wir mal, dass er das nicht merkt. Worauf wartest du? Akzeptier doch den Trade. Warte, wir schreiben mal hin. Sorry, ich läge richtig krass. Wir machen dann hier einmal Uncheck, Uncheck, Uncheck und so weiter. Wieder Check. Okay, der geht wieder ready. Wir machen wieder das Gleiche. Schreiben nochmal in den Chat. Meine Roblox laggt gerade richtig krass. Okay, alles gut. Solange du tradest, nimm dir Zeit. Oh, das werde ich, das werde ich, das werde ich. Okay, der geht ready. Wir gehen jetzt nochmal ready. Warten kurz. Gehen unready. Machen ganz schnell den Titan Clockman. Schreiben jetzt schnell in den Chat. Sorry, hat gelaggt. Kein Problem. Okay, er geht wieder ready. Er macht den Trade, oder was? Never. Oh mein Gott, der hat den Trade gemacht. Was ein Opfer. Was? Das ist gar kein Upgraded Titan Clockman. Und der hat den sogar ausgewählt. Da sehe ich, der ist 4 Upgraded Titan Clockman, sondern ganz rechts so normaler. Tja, get scammed, würde ich da mal sagen. Was? Du wurdest gekickt? Wegen du wurdest permanent gebannt? Ich bin wieder in Toilet Tower Defense drinne. Und wenn ich zum Spawn gehe, steht hier einfach Talentric. Jetzt kommt das Krasse, denn wenn ich auf ihn klicke, Leute, hat er einfach den Upgraded Titan Clockman. Der ein Ultimate ist, sogar die seltenste und beste Unit im Spiel ist, aber da hört es auch nicht auf. Der hat noch den Golden Future Large Clockman und dazu nochmal den Chief Clockman. Quasi die drei seltensten Units, könnte man sagen. Natürlich bis auf den Upgraded Titan Drillman. Aber trotzdem, das sind
mega seltene und vor allem OP-Units. Und die habe ich nicht, deswegen möchte ich ihn gerne mal fragen, ob ich die bekomme. Krieg ich deine OP-Units bitte? Vielleicht. Nur wenn du aus der Time Crate einen Legendary oder besser ziehst. Das sollte machbar sein, denn ich habe dank euch, danke an der Stelle übrigens, sehr viele Time Crates öffnen. Let's go. Dann aber die nächsten 10, das sind schon 30, 40, 50 Time Crates. Warum habe ich so viele übrigens hier? Mythic Voss! Lodge Clockman einfach bekommen. Oh mein Gott. Okay, das ist wild. Warte mal, da öffnen wir noch ein paar weitere. Ey, das ist ja wild. Wir bekommen leider nichts. Pendulum Clockman. Komm, wir haben noch eine Crate, die wir öffnen können. Let's go. Wieder Pendulum Clockman. Was kriegen wir zum Schluss? Kokor Clockman und wieder ein Pendulum Clockman. Ist jetzt nicht das Beste, aber das ist ja wild, dass ich einfach den Brech hier gezogen habe. Das ist wirklich wild. Natürlich hätte ich lieber den Gordly oder sogar den Ultimate mitgenommen. Aber trotzdem ist das stark. Aber Legendaries haben wir auf jeden Fall gezogen. Das ist sehr, sehr gut. Löschen wir außerdem all diese Units, damit hoffentlich mein Spiel ein bisschen flüssiger läuft. Aber diesen Large Clockman werde ich an euch verlosen, Leute. Like dafür einfach das Video, abonniert den Kanal und schreibt mir euren Roblox-Namen in die Kommentare. Denn ich muss auch ehrlich zugeben, den habe ich nur dank euch gezogen. Denn 90% dieser Crates habe ich mir selber nicht gekauft, sondern habe ich von euch bekommen. Deswegen wäre das auf jeden Fall fair, wenn ich euch erstmal den Large Clockman geben würde. Der, glaube ich, auch ein paar tausend Gems wert ist, also schlecht ist er nicht. Fragen wir aber dann erstmal, kriege ich jetzt die Units? Ich habe sogar den Mythic Large Clockman gezogen. Na gut, aber nur unter einer Bedingung. Du musst für jede Unit jeweils eine Challenge schaffen. Okay, was ist denn Challenge Nummer 1? Challenge Nummer 1 ist die Time-Event-Map durchzuspielen. Das scheint gar nicht mal so schwer zu sein, bin ich euch ehrlich, Leute. Denn man kann die Time-Event-Map wirklich nur mit einer Clock-Spider und dem Green Laser Cameraman gewinnen. Deswegen so schwer ist es jetzt nicht. Das Glücksrad gibt dir aber vor, welche Units du spielen darfst. Und vor allem, wie viele. Okay, das könnte kritisch werden, sage ich euch ehrlich. Denn was ist, wenn wir nur zwei Units oder so bekommen und vor allem am Ende auch nicht den Zelda TV-Man oder die Speaker Repair Drone bekommen? Dann die ganze Zeit gestunt werden, kein Geld haben. Komm, fragen wir, ob wir diese beiden Units spielen dürfen. Darf ich den Zelda TV-Man und den Speaker Repair Drone mitnehmen? Natürlich. Darf ja auch nicht zu schwer sein. Ich meine, ich bin sehr dankbar dafür, denn nach der ersten Challenge werden wir wahrscheinlich schon den Golden Future Large Clockman bekommen. Oder halt den Chief Clockman. Ich denke nicht, dass er beim ersten Mal direkt den Upgrade Titan Clockman rausgibt. Spinnen wir dann aber erstmal das Glücksrad und finden heraus, wie viele Units wir überhaupt spielen dürfen. Let's go. Komm, gib mir 5, bitte. Wir bekommen 5. Let's go. Das heißt, wir haben jetzt 3 Chancen, irgendeine gute Starter-Unit und dazu nochmal den Titan zu bekommen. Das wird easy. Let's go. Gib mir irgendwas Krasses. Okay, wir starten mit dem Chef TV-Man. Let's go. Equippen wir den erstmal. Der ist, denke ich mal, keine schlechte Starter-Unit. Und vor allem kann er noch Toilets verlangsamen. Das wird sehr hilfreich sein, gerade für den Boss. Machen wir da auf jeden Fall weiter mit der zweiten Unit. Als zweite Unit bekommen wir den Pendulum Clockman. Ich meine von mir aus. Der geht theoretisch auch fit als komplette Starter-Unit. Das heißt sogar, bevor wir den Chef TV-Man platzieren. Deswegen, so schlecht ist er jetzt nicht. Aber wirklich gut auch nicht. Deswegen brauchen wir jetzt den Titan. Und okay, wir kriegen die Clockwoman. Die ist echt stark. Und dazu hat sie nochmal einen Cooldown-Boost. Das heißt, sie allein in Kombination mit dem Chef TV-Man wird schon sehr OP sein. Vergiss aber nicht, du musst mit durchgehend Autoskip spielen. Ah, okay, das könnte kritisch werden, bin ich ehrlich. Aber ich denke mal, das sollte alles noch machbar sein. Wir gehen hier erstmal auf Safety First. Platzieren, denke ich erstmal, von Anfang an den Zelda TV-Man und lassen die erste Welle an Toilets durchlaufen. Denn die machen vielleicht 100 Schaden insgesamt. So viel Schaden ist es jetzt auch nicht. Und das gibt uns erstmal genug Zeit, um auf Zelda TV-Man zu gehen. Die normalen Toilets haben 100 Leben. Das heißt, wir können tatsächlich erstmal gleich hier den Pendulum Clockman platzieren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Let's go, platzieren wir den erstmal und hoffen wir, dass er die erstmal rasiert. Er hat halt einen 2er Cooldown, dafür aber von Anfang an Splash Damage, der eine bessere Range hat als der Chef TV-Man. Deswegen habe ich jetzt extra nicht gewartet, bis wir genug Geld für den Chef TV-Man haben. Aber so stark ist er jetzt auch nicht. Der ist schon ganz stabil, muss man ehrlich zugeben. Ich glaube, mit dem kommt ihr solo bis Welle 2024, was ganz fit geht. Aber wirklich krass ist er jetzt nicht. Und solange die Toilets auch nicht durchkommen, werden wir uns erstmal auf den Zelda TV-Man fokussieren. Bisher sieht es noch gut aus. Da kommen langsam die Assassin Toilets, aber die sollten, glaube ich, machbar sein. Na, okay, doch nicht. Die kamen durch. Dann platzieren wir jetzt erstmal den Chef TV-Man. Und sobald wir genug Geld bekommen, upgraden wir den auch erstmal auf Level 2, denn wir brauchen seine bessere Range. Der hat jetzt gerade einen Trash-Cooldown, der jetzt besser wurde. Und halt auch keinen wirklich starken Damage. 500 Schaden pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich viel. Wir müssen den erstmal weiter upgraden. Dafür brauchen wir aber erstmal mehr Kohle. Und das sind auch schon die Spider-Toilets. Ich hoffe, ich habe
habe den Chef Tiberian richtig platziert und ja, habe ich. Denn von seiner Range aus hier kann er die hier angreifen. Das ist sehr wichtig. Graben wir dafür nochmal diesen Set der TV-Man, dann nochmal den letzten auf Level 3 und dann sollten wir schon mal uns das nächste Upgrade für den Chef TV-Man gönnen können. Das Gute ist halt, wir können halt wirklich die mit der Clockwoman später upgraden und die Clockwoman ist auch nicht schlecht. Ihr seht, die hat auch eine gute Range. Problem ist aber bei ihr auch der Cooldown, muss man zugeben. Der Chef TV-Man macht ja dafür zusätzlich zu seiner Verlangsamung Splash Damage in seinem roten Bereich, was schon ganz gut. Wir haben den außerdem erstmal geupgradet und ihr seht, der kümmert sich schon gut um die ganzen Toilets. Das gefällt mir. Upgraden wir dafür nochmal zwei weitere Set der TV-Mans auf Level 4. Es fehlt noch einer. Und dann können wir, glaube ich, schon die Clockwoman platzieren. Wobei wir die jetzt schon platzieren können. Außerdem wird der Pendulum Clockman die ganze Zeit gestunt. Aber das ist egal. Sage ich ehrlich. Gönnen wir uns aber jetzt erstmal eine Clockwoman und nochmal ein Center TV-Man Level 4 Upgrade. Und ihr seht, der hat erstmal jetzt 10% mehr Cooldown, beziehungsweise weniger Cooldown. Was schon hilfreich ist. Vor allem, wenn wir den weiter upgraden. Aber der Pendulum Clockman kassiert ja richtig. Okay, das ist wild. Wenn wir aber schon bei der Clockwoman sind, wir upgraden die auch jetzt erstmal, weil wir leider nicht genug Geld für den Chef TV-Man haben. Aber sie zu upgraden ist auch nicht verkehrt, denn sie hat eine 1%ige Chance, jede Toilette, die sie anschießt, zu stunnen. Vielleicht waren es auch mehr als 1%, vielleicht waren es auch 10%, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber sie kann auf jeden Fall auch mit ihrer goldenen Waffe, die sie hier hält, Toilette stunnen, was schon ziemlich gut ist. Graben wir dafür nochmal den Chef TV-Man, jetzt hat er nochmal einen besseren Schaden. Und wir müssen erstmal weiter die Center TV-Mans upgraden, denn wir brauchen Kohle. Aber wirklich, eine Kombo zwischen Clockwoman und Chef TV-Man ist schon sehr gut. Ich würde sogar sagen, wir sollten auf 2 Chef TV-Mans gehen und den Rest halt einfach Clockwomans. Da sie einfach so viel mehr Schaden macht. Welle 50 ist erreicht und ich muss zugeben, es sieht ein wenig kritisch aus. Schaut, wie weit die Toilets sind und wie viele da noch sind. Hier stehen fast 100 Toilets. Also da bin ich gespannt, wie wir das überleben. Denn der DPS, muss ich ehrlich zugeben, von der Clockwoman, ist halt leider nicht hoch genug, damit wir es easy schaffen. Aber noch ist es machbar, hoffe ich. Zumindest sieht es noch machbar aus. Die kommen aber echt weit. Das ist nicht gut. Oh nein. Immerhin nehmen uns die Glitch-Toilets nicht hoch. Das Ding ist halt, wir haben auch keine Ability, leider Gottes, mit der wir irgendwie die Zeit stoppen können oder sowas in der Art. Das ist halt sehr, sehr kritisch. Wir kriegen die aber noch hin. Glitch-Toilets ist auch hochgenommen worden. Sehr, sehr gut. Es fehlen noch die Police-Mutant-Toilets. Oh mein Gott, haben die viele Leben. Wie sollen wir das hinbekommen? Aber das ist, glaube ich, noch machbar. Denn das Gute ist halt, wie gesagt, die Clockwoman hat eine insane hohe Range. Jetzt fehlen noch die Magnet Scientist-Toilet und die DJ-Toilet 2.0 und dann haben wir es geschafft. Das Gute ist auch natürlich, die Magnet Titan-Toilet wird die ganze Zeit gestunt von 2 Clockwomans, glaube ich, und eben von einem Chef TV-Man. Verlangsamt, das ist sehr, sehr hilfreich. Und die kassieren eigentlich auch die ganze Zeit gut Stun oder eben Verlangsamung, was schon ganz gut ist. Und die DJ-Toilet 2.0 wurde hochgenommen, die letzte Magnet Titan-Toilet wurde hochgenommen. Ey, die Magnet Titan-Toilet hat keine Chance mehr. Ich habe schon gedacht, wir werden jetzt verlieren. Das wäre mies gewesen. Und da haben wir auch schon gewonnen. Okay, Telefreak, dann bitte her mit dem Golden Future Large Clockman. Von mir aus. Okay, wir sind in einem Trade mit ihm. Und Tatsache, da ist der Golden Future Large Clockman. Das ist wild. Ja gut, dann gehe ich mal ready. Und dankeschön für den Golden Future Large Clockman. Jetzt will ich wissen, was ist die zweite Challenge für den Chief Clockman? Die zweite Challenge ist, dass du dir ein Team im Marktplatz aus 2500 Gems zusammenstellen musst. Das Glücksrad sagt dir, wie viele Units. 3 bis 5. Okay, dann equippe ich kurz alle meine Units. Und finden wir mal heraus, wie viele Units wir spielen dürfen. Let's go. Ich weiß gar nicht, sind 3 oder 5 besser? Und wir kriegen 5. Okay. Hab 5 bekommen. Gut. Dann bau dir ein Team zusammen. Du hast nur 5 Minuten? Was? Okay, Leute, starten wir jetzt bei dem Timer. Den seht ihr hier unten rechts. Ich weiß auf jeden Fall, welche Unit wir zuerst spielen. Nämlich nehmen wir natürlich erstmal den Center TV mit. 520 Gems ist schon viel. Dann haben wir aber trotzdem noch 1970 Gems übrig. Und warum ist das nicht im Angebot? Warum sind Leute immer im Trade? Ey, das ist so nervig. Jedes Mal, wenn ich irgendwas im Marktplatz brauche auf die Schnelle, ist irgendein Idiot im Trade. Was tradest du da bitte? Warum sind die dann noch ewig im Trade? 580 Gems. Wisst ihr was? Ist mir egal. Kaufe ich mir egal. Ich habe jetzt keinen Bock zum zigten Mal zu warten. Wir haben den auch schon mal equipped. Sehr wichtig. Die Frage ist, welche Unit nehmen wir als nächstes? Wir könnten tatsächlich
tatsächlich den Astro mitnehmen. Sehr gute Unit. Wir können theoretisch aber auch den normalen Future Large Clockman mitnehmen, der ein wenig so ist wie er, würde ich sagen. Wisst ihr was? Wir nehmen den Future Large Clockman mit. Das heißt, wir haben jetzt noch ca. 1400 Gems übrig. Wie füllen wir die dann erstmal? Beziehungsweise, wie benutzen wir die erstmal? Wir bräuchten eigentlich eine Healer-Unit. Wie sieht es denn mit einem Medic aus? 3 Gems, ey, nehme ich mit. Einen billigen Medic nehme ich direkt mit. Das heißt, wir brauchen noch 2 Units und wir haben über 1000 Gems noch übrig. Das ist die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall eine Starter-Unit. Das heißt, ein Green Laser Cameraman als Beispiel wäre gar nicht mal verkehrt. Die Frage ist, ob wir hier auf dem Server einen finden. Und nee, ich glaube nicht. Wie sieht es denn mit der Croc Spider aus? 75 Gems. Geht fit. Das heißt, wir hätten noch, glaube ich, genug Gems zu sammeln, um uns einen Green Laser zu kaufen. Equippen wir daraufhin nochmal die Croc Spider und dann ab in den nächsten Server. Und da haben wir schon mal den Green Laser Cameraman. Dann sind wir jetzt erstmal unsere Gems aus der SNM Trade. Ach, meine Güte, was ist denn das wieder für ein Trash? Wenn du irgendwas da reinmachst, geh doch nicht in eine Trade. Jedes Mal und wieder dafür eine Minute gewastet. Ey, das ist so schlimm. Okay, hier sogar billiger. Let's go, komm schon, gib her. Er gibt mir hin, ja, danke schön. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es sogar nur innerhalb von 4 Minuten hinbekommen. Sogar weniger als 4 Minuten. Okay, Telentric, ich bin wieder da. Stabil. Jetzt möchte ich, dass du eine zufällige Map schaffst. Diese Map musst du im schwersten Modus schaffen und mit durchgehend Autoskip. Das Glücksrad sagt dir, welche Map. Okay, dann würde ich sagen, spinnen wir erstmal, ob wir überhaupt die normalen Maps bekommen oder die OG-Maps bekommen. Mal gucken. Ich hoffe, wir bekommen die normalen Maps, weil die sind einfacher. Wir kriegen OG. Ja, natürlich kriegen wir OG. Wobei wir aber bei OG-Maps eine 3 von 4 Chance haben, dass wir eine einfache Map bekommen. Ich meine, wenn wir Desert bekommen, hätten wir sogar den einfachsten Modus, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und wir bekommen als Modus den Toilet HQ. Das heißt tatsächlich die schwerste OG-Map. Und oh mein Gott, sieht die Map hässlich aus. Fangen wir aber dann erstmal an mit einem Green Laser Cameraman. Aber wirklich, die Map ist ja richtig hässlich. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass sie die Toilet HQ schöner gemacht haben. Weil was ist das hier? Ich glaube, als ich wieder angefangen habe, Toilet Toilet Fan zu spielen, war das sogar die Map, der ich meistens gespielt habe. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Denn die war damals schon hässlich und ist jetzt noch hässlicher als davor, sage ich ehrlich. Aber ey, immerhin liegen hier erstmal ein paar Toiletten auf dem Boden. Ja, aber wirklich, die Map geht gar nicht, finde ich. Und ich sehe auch, die Toilets kommen sehr weit. Das gefällt mir nicht. Wir upgraden nochmal den Green Laser Cameraman. Wenn das aber so weitergeht, müssen wir sehr, sehr schnell unser Geld zusammenbekommen für die Croc Spider. Denn sobald wir natürlich eine Croc Spider gemaxt stehen haben, kriegen wir das ohne Probleme hin. Beziehungsweise überhaupt eine Croc Spider, die eben AOE-Schaden macht. Denn mir fällt auch auf, das war das Problem beim alten Toilet Tower Defense. Mittlerweile machen die das ja so, dass die nicht 10.000 schwache Toilets spawnen, sondern eben so 5 starke. Und man merkt auf jeden Fall, es ist schon schwierig, wenn die ganze Zeit ultra viele Toilets existieren und man nur eine Unit hat. Deswegen, wir müssen schnell erstmal genug Geld zusammensammeln für die Croc Spider. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Bisher sieht es tatsächlich noch gut aus, muss ich ehrlich sagen. Also noch werden wir nicht überflutet. Das ist gut. Lässt sich sehen. Let's go, platzieren wir jetzt auch schon die Croc Spider. Wir können die leider nicht direkt upgraden. Das ist aber nicht schlimm. Denn wir stecken erstmal das Geld vorübergehend in die Sender TV-Mans. Denn wir brauchen halt eben auch mehr Geld. Jetzt noch den zweiten Sender TV-Man auf Level 5. Und ich muss sagen, ich habe es mir schwerer vorgestellt. Es geht noch zumindest fit. Und da kommt auch schon die 40er mehr an Toilets. Was ist denn das hier? Also ich hoffe, wir kriegen schnell unser Geld zusammen für die Croc Spider auf Level 3. Denn dann hat sie auch AOE-Schaden und so. Das sieht so schlimm aus. Wir wollen halt noch 2000 Dollar. Und dann kriegen wir erstmal unseren AOE-Schaden. Und da kommen die ganzen Police-Toys. Och, bitte. Wobei, ich habe die Idee. Wir platzieren Future Large Clockman. Let's go. Und benutzen im Fall der Fälle einfach seinen Lightning-Time-Stop. Was ich auch jetzt erstmal, sobald die ganzen Spider-Toilets spawnen, ausprobieren werden. Was jetzt ist. Let's go. Und die werden alle gelöscht. Let's do them go. Jetzt können wir erstmal die Clock-Spider upgraden. Jetzt hat die AOE-Schaden. Jetzt brauchen wir uns eigentlich gar keinen Kopf mehr zu machen. Wir upgraden jetzt erstmal weiter die Center TV-Man. Sobald die gemaxt sind, wird es auch erstmal Zeit für den Future Large Clockman. Ich habe ja vollkommen vergessen, deswegen habe ich den ja auch gekauft. Wegen eben seiner Ability. Und natürlich, weil er eben Toilets verlangsamen kann. Der zweite Center TV-Man ist jetzt auch auf Level 7. Und jetzt sogar der dritte. Sehr gut. Dann wird es aber auch Zeit, dass wir den Green Laser Cameraman auf Level 4 upgraden. Und jetzt auf Level 5. Das heißt, wir haben schon mal einen gemaxt und ich glaube, wir platzieren auch nur einen. Den stelle ich aber jetzt erstmal auf Strongest. Damit eben vor allem die Magnet-Toilets schön verlangsamt werden. Weil die könnten tatsächlich ein Problem werden. Vor allem, weil wir jetzt eben keinen Lightning-Timestop haben. Maxen wir aber trotzdem erstmal die Croc Spider hier. Und machen wir dann weiter mit dem Future Large Croc, mit dem upgraden wir einmal. Ich muss sagen, seine Range ist gar nicht mal so gut. Ich hoffe, die wird noch besser. Die müsste eigentlich besser werden. Aber auch nur um 5 Punkte. Wir haben den ein bisschen schlecht platziert, bin ich ehrlich. Graden wir ihn aber erstmal auf Level
3, jetzt ist er immer noch mit der gleichen Range. Ich meine, von mir aus. Ich hoffe einfach, die 50er Range ist gut und es geht. Ja, es ist ein bisschen mehr. Wir haben den halt wirklich Trash platziert, bin ich ehrlich. Wir hätten den weiter links platzieren müssen, aber egal. Wir haben gleich schon mal genug Geld, um ihn zu maxen. Hat er schon mal einen 60.000er Schaden, was sehr gut ist. Vor allem, wie gesagt, gegen Bösse. Den kann ich eigentlich auch auf Strongest stellen. Der hat ja eigentlich auch keinen anderen Sinn, als Boss hochzunehmen. Denn ich denke zumindest, dass eben die Clock Spider gut genug sein wird, um die ganzen schwachen Toilets, die auch schnell sind, hochzunehmen. Welle 50 ist auch hier erreicht. Und ich muss sagen, das war wirklich einfach. Man kann sagen, was man will, aber die Kombination zwischen Clock Spider und Green Laser Cameraman als Starter-Unit und dazu nochmal als eben starken Damage-Dealer, die Future Large Crocman zu benutzen, ist halt wirklich OP und ich brauchte nicht mal einen Medic. Das heißt, der Medic war sogar ziemlich unnötig, bin ich ehrlich. Da haben wir auch schon mal den Boss. Wir können erstmal den Lightning Timestop machen, was ein bisschen früh war, aber es macht eh keinen Unterschied. Gewinn tun wir so oder so. Der hat nur 5 Millionen Leben. Das ist einfacher, als ich dachte. Ich glaube sogar, der normale Nightmare-Modus ist schwerer als diese Map hier. Aber da haben wir auch erstmal gewonnen. Okay, ich bin wieder da. Dann lass mal bitte den Chief Clockman oder natürlich den Upgrade Titan Clockman rüberwachsen. Von mir aus. HP unendlich. Okay, da sind wir wieder in einem Trade mit ihm. Und Tatsache, hier ist der Chief Clockman. Dankeschön an der Stelle für den Chief Clockman. Das heißt, uns fehlt aber jetzt noch eine Unit, die wir von ihm stibitzen müssen. Nämlich den Upgraded Titan Clockman. Wie kriege ich den denn jetzt? Für den Upgraded Titan Clockman. Müssen deine Zuschauer das Video liken und den Kanal abonnieren? Okay, Leute, ihr habt den gehört. Like das Video, abonniert den Kanal und dann kriege ich erstmal den Upgraded Titan Clockman. Okay, das wäre wild. Haben die getan. Super. Jetzt musst du nur noch den Endlos-Modus schaffen. Das Glücksrad sagt dir, wie weit du kommen musst. Welle 30 bis 100? Okay. Hier habe ich erstmal das Glücksrad vorbereitet. Ich hoffe, wir kriegen wirklich 30. Denn 100 Wellen ist beinahe unmöglich. Da bin ich ehrlich mit euch. Hoffen wir einfach mal, dass wir nicht 100 bekommen. Und wir bekommen 40. Das ist einfach. Okay, schreiben wir ihm erstmal. Hab 40 Wellen bekommen. Gut. Dann spin jetzt, wie viele Units du mitnehmen darfst. Und zensiert? Santa darfst du mitnehmen. Also nicht die Speaker Repair John. Oh gut, okay. Dann unequip ich die erstmal. Ich dachte, die dürfte ich hier jetzt auch wieder mitnehmen. Aber dann nicht. Immerhin kriegen wir den Santa. Also beschweren kann man sich eh nicht. Spinnen wir daraufhin aber erstmal, wie viele Units wir spielen können. Let's go. Wir bekommen 4 Units. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir können erstmal dreimal das Glücksrad spinnen, um herauszufinden, welche Units wir spielen werden. Unit Nummer 1. Let's go. Gib mir irgendwas Gutes, bitte. Wir bekommen den Sinister Titan TV-Man. Equippen wir den erstmal. Der ist nicht schlecht. AOE Schaden Splash Damage und dazu nochmal einen 60.000er DPS. Der ist nicht schlecht. Unit Nummer 2. Hoffentlich eine gute Start. Und wir bekommen den Frost DJ Speaker, man. Ja gut, Trash. Ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendeine gute Starter-Unit. Und wir bekommen den Knife Upgraded Titan Speaker, man. Ja gut, equippen wir auch den erstmal. Es kann machbar sein. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir den Anfang überleben werden. Das kann sehr, sehr kritisch werden. Wir fangen erstmal mit dem Santa TV-Man an. Ganz normal. Problem ist halt, sind die Toilets am Anfang so stark? Vielleicht reicht ja auch der Frost DJ Speakerman aus. Ich bin mir halt nicht sicher. Problem ist halt, er hat auch einen gefixten Radius. Und wenn wir den eben platzieren, existiert das Problem, dass er durch hier vorne in seiner AOE-Range Schaden macht. Was jetzt nicht gut wäre. Wie viele Leben haben denn diese Toilets hier? 120. Wäre machbar. Komm, wisst ihr was? Wir platzieren ihn hier hin. Let's go hier hin. Und hoffen wir einfach, dass er es regelt. Denn das werden wir hoffentlich nicht sehen. Aber er kann sich halt nicht umdrehen. Heißt, er kann wirklich nur in diesem Bereich jetzt Schaden machen. Da können wir auch machen, was wir wollen. Wir müssen den, falls wir wollen, dass er zum Beispiel auf dieser Seite hier Schaden macht, dann müssen wir den eben halt neu platzieren. Was jetzt nicht wirklich wild ist, vor allem, wenn man bedenkt, dass eben sein Upgrade für einen besseren Cooldown sehr teuer ist. Da lohnt es sich, glaube ich, wirklich von Anfang an erst mit den Sinister Titan TV-Man zu platzieren, weil er, glaube ich, auch von Anfang an AOE-Schaden hat. Solange es aber noch funktioniert, lassen wir ihn stehen. Was gleich auch nicht mehr funktionieren wird, wahrscheinlich wegen den Police-Titans. Okay, das ist schade. Das ist schlecht. Wir upgraden nochmal kurz. Sender TV-Mans und benutzen unsere Money-Ability, damit wir erstmal mehr Geld kassieren, wie wir brauchen. Von Anfang an mehr Geld. Und wir sollten nach diesem Runden-Skip, den wir auch bitter nötig haben, den Sinister Titan TV-Man platzieren. Und ja, der hat von Anfang an AOE-Schaden und kann, glaube ich, schlagen. Das ist stabil. Dann würde ich sagen, platzieren wir den erstmal hier hinten hin. Und mal schauen, regelt der Frost DJ Speakerman das? Und ja. Hätte ich nicht erwartet, der ist doch besser, als ich
ich dachte. Für den Anfang. Das heißt, solange wir jetzt noch genug Geld bekommen, um die Titanen für die Bosse vorzubereiten, dann sollten wir es eigentlich drinne haben. Und eine DJ Turtle kam auch schon durch. Aber so viele Leben hat die nicht. 90 Leben und das war's. Das sollte der Sinister Titan TV Man hinbekommen und die ist weg. Das ging schnell. Jetzt können wir upgraden nochmal die letzten beiden Set der TV Man auf Level 4. Damit wir auch erstmal schön weiter Kohle bekommen. Da ist auch schon die Large Glasses Toilet. Komm schon. Bitte sei easy. 14.000 Leben ist schon viel. Vielleicht sollten wir jetzt sogar den Knife Upgrade Titan Speaker Man platzieren. Und ich merke, der ist sogar besser als der Sinister Titan TV Man. Natürlich macht der Sinister Titan TV Man mehr Schaden. Aber von Anfang an ihn zu platzieren, wäre, glaube ich, eine bessere Entscheidung, weil er eben eine bessere Range hat, einen besseren Schaden hat. Man kann ihn schneller upgraden, damit er auch erstmal eine viel höhere Range hat, die wir bei dem nächsten Rundenskip auch sehen werden. Außerdem bin ich mir sicher, die Large Glass Toilet hat keine Chance. Schaut euch das an. Und die kassiert jetzt 2000 Leben pro Sekunde. Das ist schon viel. Jetzt kriegen wir den nochmal upgraded. Und stimmt, der hat jetzt einen Blaster. Heißt, er hat jetzt eine AOE-Range und einen Blaster. Ja, wir hätten den von Anfang an platzieren können, sage ich ehrlich. Beziehungsweise sollen und nicht können. Anstelle von dem Sinister Titan TV Man, der am Anfang echt trash ist im Vergleich zu dem Knife Upgrade Titan Speaker Man. Das ist außerdem einfach nur, weil wir es können, den Frost DJ Speaker Man upgraden. Jetzt hat er erstmal Boxen bekommen, jetzt nochmal eine Stage und größere Boxen. Und der macht halt auch trotzdem nur einen DPS von 1000. Das ist nicht viel. Wir können ihn nochmal upgraden und jetzt hat er nochmal größere Boxen. DPS von circa 2300, was ehrlich gesagt das Geld nicht wert war. Aber egal, maxen wir den auch erstmal und oh, die Range ist gut. Er macht zwar nur 4000 DPS, aber seine Range ist wirklich gut. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Das heißt, die ganz, ganz schwachen Toilets werden direkt von Anfang an hochgenommen. Das ist sehr gut. Gefällt mir. Was passiert eigentlich, wenn wir den Knife Upgrade Titan Speaker Man nochmal upgraden? Jetzt bekommt er sein Messer. Okay, das ist gut. Lässt sich sehen. Und dann nochmal eine viel größere Range. Also er hat quasi die gleiche Range wie der Force DJ Speaker Man, nur dass er besser ist. Dafür aber, glaube ich, auch teurer, bin ich ehrlich. Da ist auch schon die Mutant Toilet 2.0. Und die hat viel mehr Leben als der erste Boss. Das sollte aber noch machbar sein. Ich habe deswegen sogar den Knife Upgrade Titan Speaker Man noch einmal geupgradet. Jetzt hat er einen DPS von 14.000. Das kriegt er easy hin. Keine Frage. Das kriegt er richtig einfach hin. Und der Boss ist weg. Also der war noch einfach. Das heißt, uns fehlen noch zwei Bosse, bis wir erstmal den Ultimate bekommen haben. Lass uns außerdem nebenbei erstmal einmal den Sinister Titan TV Man upgraden. Wir sehen, der hat jetzt irgendwie zwei Ranges. Ich verstehe es nicht. Der hat seine innere AOE-Range. Dann hat er hier nochmal eine Range, aber da macht er nichts. Wirft er Schneebälle vielleicht? Und ich sehe die einfach nur nicht, weil ich eben im Modus Low GFX anhabe, beziehungsweise eben schlechtere Grafiken habe. Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach die ganze Zeit Schneebälle wirft mit seiner äußeren Range und nicht schlägt, wie ich zuerst gedacht habe. Aber egal, wir haben den nochmal geupgradet. Und ich glaube, die Schneebälle machen erstmal die ganzen Toilets langsamer. Warte mal, wir müssen mal drauf achten. Wird die Mutant Toilet erstmal jetzt langsamer und überholt? Und ja, oder? Es kann auch sein, dass ich mir das vorstelle. Nee, absolut. Okay, das ist krass. Das heißt tatsächlich, die Schneebälle vom Sinister Titan TV Man machen langsamer. Nur halt nicht krass langsamer. Vielleicht so um die 10 bis 20%. Mehr als 10 oder 20% glaube ich nicht. Lass uns außerdem erstmal die Sinister TV Mans maxen, denn wir brauchen Kohle. Wobei das nicht mal so wichtig ist. Ich glaube, wir könnten wirklich jetzt noch diese beiden Titanen hier maxen. Und dann hätten wir auch schon gewonnen. Denn wie gesagt, wir brauchen nur Welle 40 erreichen. Mehr nicht. Jetzt haben wir auch schon mal alle Sinister TV Mans gemaxt. Ich würde sagen, als nächstes machen wir weiter mit dem Knife Upgrade Titan Speaker Man. Denn wir sollten ihn mit dem nächsten Upgrade sogar gemaxt haben. Und der ist echt billig im Vergleich zum Sinister Titan TV Man. Jetzt haben wir den auch schon mal gemaxt. Das ist doch mal sehr nice. Und da haben wir auch schon mal die Flying Dual Buzzsaw Toilet. Ey, die hat keine Chance. Wirklich gar keine Chance. Die ist, glaube ich, in diesem Meer vom Mutant Toilet. Wurde ein bisschen angeschlagen vom Sinister Titan TV Man. Hat aber nicht wirklich viel Schaden kassiert, bin ich ehrlich. Aber jetzt wird es wild. Wie schnell wird die rasiert? Wo die in der Range... Oh mein Gott, die wird gestunt. Ah, nee, nee, nee. Sie hat den Force DJ Speaker Man gestunt. Deswegen blieb sie kurz stehen. Gut verstanden und die kommt schon ziemlich weit, bin ich ehrlich. Aber ist immer noch in der Range vom Knife Upgrade Titan Speaker Man. Also gar kein Problem. Kam weiter, als ich dachte und... Oh mein Gott, wir werden gestunt. Nein. Oh mein Gott, die werden gestunt. Beziehungsweise eigentlich ist der Force DJ Speaker Man mir egal, ob er gestunt wird oder nicht. Aber der Knife Upgrade Titan Speaker Man sollte im Idealfall nicht gestunt werden. Also daraufhin nochmal den Sinister Titan TV auf Level 6 upgraden. Der hat aus irgendeinem Grund 1000 Damage weniger kassiert. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir aber vorstellen, dass eben gerade sein Cooldown einfach besser wurde. Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Und oh mein Gott, der wird weiter gestunt. Das ist katastrophal. Wisst ihr, was wir passieren? Schon mal, bevor wir den Sinister maxen, den zweiten Knife Upgrade Titan Speaker Man hin. Denn es kann nicht sein, dass einer hier die ganze Zeit gestunt wird. Der zweite wird auch gestunt. Wieso wirst du gestunt? Von wo wirst du gestunt? Und jetzt wird auch noch der Sinister gestunt. Oh nein, das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Sag mir nicht, dass wir jetzt verlieren, nur weil wir unnötig gestunt werden. Okay, die Bastard-Toilet kriegen wir noch hin. Aber wir werden ja weiter gestunt. Wie verrückt. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Wisst ihr was? Wir sehen hier nochmal eine dritte.
Schlitten hin, maxen den erstmal, soweit es geht. Komm schon, krieg die Dual Buster Toilet hin, sehr gut. Oh nein, da sind noch UFO Toilets. Okay, wenn wir Pech haben, werden die einfach unsterblich. Hoffen wir einfach mal nicht. Bitte gib mir noch einen Skip. Okay, perfekt. Jetzt hatten wir noch genug Geld, UFO Toilet. Oh nein, okay, doch. Die wird noch hochgenommen. Alles gut, alles gut, alles gut. Nein, wir platzieren hier noch einen weiteren. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wir haben es überlebt. 40 Leben, das ist viel zu gefährlich, wirklich. Aber aus irgendeinem Grund konnte ich auch den Brech hier nicht upgraden gerade eben. Ich weiß nicht warum, aber den konnte ich auch einfach nicht upgraden. Ich weiß echt nicht, was das für ein Betrug gerade eben war. Aber da sind auch wieder die Welder-Toilets. Oh mein Gott, wir verkaufen schon den Standard-TV-Man. Let's go, bitte. Nein, wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich habe einfach verloren, Leute. Nein. Schreiben wir ihm das mal. Ich habe leider verloren. Und das, obwohl du nur 40 Wellen schaffen musstest. Cringe. Aber weil du am Anfang der Challenge nicht nur ein Legendary gezogen hast, sondern sogar den Mythic, kriegst du den Upgraded Titan Clockman. Okay, warte, der hat mir einen Trade gesendet. Nein, oder? Der trollt mich, oder? Ich habe die Challenge verloren. Da ist der. Was? Nee, das ist insane. Als ob. Warte mal, ich gehe auf Ready. Geht der jetzt auch auf Ready? Das ist die Frage. Und ja, geht der. Was? Der wird jetzt bestimmt die Kleinen, oder? Der Trade hat funktioniert. Nee, nee. Tatsache, da ist der. Als ob. Was ein Ehrenmann. Obwohl ich die Challenge verloren habe. Das ist krass. Komm, lass mal bei der ersten Person, die mich antradet, den mal in den Trade reinlegen und gucken, wie die reagiert. Ich frag mal nach einem Offer. Er packt 1000 Gems rein, einen Astro, einen Classic, aber irgendwie reagiert er nicht. Ich dachte, er würde jetzt irgendwas Wildes in den Chat schreiben, aber er packt jetzt irgendwelche Units einfach in den Trade rein. Ich schreibe mal, dass der Trade Trash ist. Aber irgendwie reagiert er nicht. Macht einfach nur sein gesamtes Inventar rein. Was? Der hat nicht mal alles reingemacht. Oh mein Gott, was ein Ehrenloser. Und er packt den Center wieder raus und packt den Mewing rein. Nein. Ey, das ist die beste Unit im Spiel. Willst du mich trollen? Der packt nicht mal sein gesamtes Inventar rein. Was ein Ehrenloser. Was soll das denn jetzt heißen? Der nimmt mich ja richtig hoch. Der versucht, glaube ich, nicht mal dafür zu traden. Was soll das bedeuten? Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ich bin wieder in Toilet Tower Defense drin. Und ich habe ja eine Nachricht von Talantric bekommen. Nämlich hat er mir geschrieben, ich soll seinem Private Server beitreten. Wie ihr wisst, habe ich ja schon zweimal Videos mit Talantric gemacht. Und jetzt hat er mir wieder geschrieben, dass ich erstmal mich mit ihm treffen soll. Und da ist auch erstmal der gute Mann. Fragen wir ihn erstmal. Was geht ab? Moin. Klick auf mich. Und yo, der hat erstmal den Upgraded Titan Clockman. Und dann nochmal den Upgraded Titan Drillman. Okay, das ist krass. Die kannst du beide haben. Du musst nur 3 Challenges schaffen. Bei Challenge Nummer 1 und 3 kriegst du die Units. Und bei Challenge Nummer 2 was Besonderes? Okay. Da bin ich mal gespannt. Was ist denn Challenge Nummer 1? In Challenge Nummer 1 musst du eine Map auf Nightmare schaffen. Das Glücksrad sagt dir, welche Map du schaffen musst, wie viele Units du spielen darfst und welche Units überhaupt. Du darfst aber zu 100% einen Healer und einen Moneymaker mitnehmen. Welchen muss das Glücksrad dir sagen? Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Moneymaker an. Wir sehen erstmal, wir können die Speaker Woods Rose Farm bekommen, den Pumpkin Farmer, was der schlechteste ist, den Scientist Clockman und dann nochmal den Zelda TV Man. Im Idealfall würde ich natürlich erstmal den Zelda TV mehr mitnehmen. Oder den Scientist Cameraman. Der wäre auch gut, weil der ist nicht so teuer. Bringt zwar auch weniger als der Scientist Clockman, wenn ich jetzt nicht falsch schicke. Dafür ist aber, wie gesagt, nicht so teuer. Spinnen wir aber erstmal das Glücksrad. Wir bekommen die Speaker Woman's Rose Farm. Natürlich kriegen wir die Speaker Woman's Rose Farm. Equippen wir die erstmal. Machen wir davon weiter mit den Healer Units. Ich würde natürlich erstmal die Speaker Repair Drone haben wollen. Denn das ist natürlich die beste von den ganzen. Wir kriegen den Lucky Speaker Man. Ist immerhin aber besser als der Medic. Sind wir ehrlich. Equippen wir auch ihn erstmal. Das Ding ist ja, wie gesagt, er ist noch eine gute Starter-Unit. Deswegen, so schlimm ist er jetzt nicht. Vor allem, weil er eben AOE-Schaden macht. Die Frage ist aber auch erstmal, wie viele Units dürfen wir mitnehmen? Ich hoffe mal 5, weil 3 wären nicht so gut. Wir kriegen 5. Let's go. Jetzt brauchen wir nur noch 3 weitere gute Units. Da haben wir erstmal alle Units in einem Glücksrad. Let's go, komm schon. Gib mir irgendeine gute Titanen-Unit. Wir kriegen den Ghost Cameraman. 60.000 DPS. Das aber mit einer Trash-Range. Aber ich sag ehrlich, wenn wir den Chief Clockman bekommen würden, könnten wir den sogar spielen. Weil dann wird erstmal auch seine Range gebufft. Deswegen, let's go, spinnen wir nochmal. Wir bekommen jetzt erstmal niemals, Digga, den Chief Clockman. Let's go, equippen wir den erstmal. Jetzt brauchen wir wirklich nur noch
noch. Vielleicht eine bessere Starter-Unit. Und dann werden wir ohne Probleme ausgerüstet für den Nightmare-Modus. Let's go, das kriegen wir jetzt erstmal als letzte Unit. Wir bekommen den Scientist Clockman. Ey, das ist eine Moneymaker-Unit. Das ist doch nice. Equippen wir auch dann ihn erstmal. Das Gute an ihm ist, wie gesagt, erstmal, dass er eine Moneymaker-Unit ist, aber gleichzeitig auch Wände platzieren kann, die Schaden machen. Deswegen nicht schlecht. Die Frage ist jetzt nur, auf welche Map wir spielen müssen. Ich habe da nochmal die Time Factory hinzugefügt, weil Time Factory ist natürlich nochmal schwerer sogar als eben Nightmare. Weswegen ich sagen würde, dass es schon passt, dass es hier noch dabei ist. Deswegen, Leute, spinnen wir erstmal das Glücksrad. Wir bekommen als Map natürlich Time Factory. Was denn auch sonst? Lass uns dann erstmal anfangen, indem wir von Anfang an erstmal den Lucky Speakerman platzieren. Ist tatsächlich gut, dass wir den bekommen haben, denn wir haben nicht mal wirklich eine richtige Starter-Unit. Wir hätten zwar den Scientist Clockman, aber so gut ist er leider nicht. Der wäre zwar ausreichend, aber wie gesagt, so gut ist er nicht. Sehen wir daraufhin erstmal weiter Speaker Moons Rose Farms. Und das Gute an denen ist erstmal, dass man immerhin von denen 5 platzieren kann. Mir fällt darauf, das lohnt sich gar nicht. Wir müssen eine sogar verkaufen, weil wir eben die Scientist Clockmans haben. Und die eben uns mehr Geld geben. Außerdem sehe ich auch, die Toilets kommen langsam sehr, sehr weit. Wir sollten am besten, sobald wir das Geld haben, was jetzt ist, den Lucky Speakerman upgraden, damit er die erstmal schön weiter hochnehmen kann. Aber das Problem ist halt wirklich, wir müssen jetzt erstmal weiter damit machen, Scientist Clockman zu platzieren. Das sehen wir erstmal hier Nummer 1. Denn wir kriegen pro Scientist Clockman, sobald er gemaxt ist, $1500, was mehr ist als diese $600 von den Speaker Booms Rose Farms. Deswegen, die lassen wir noch ein bisschen stehen. Das sehen wir jetzt erstmal Scientist Clockman Nummer 3. Maxen wir auch nebenbei erstmal den Lucky Speakerman. Der macht einen echt guten Job. Der hat zwar nur 2000 DPS, aber für den Anfang reicht das komplett aus. Haben wir schon mal ein bisschen Zeit noch, erstmal die ganzen Scientist Clockman zu upgraden. Wobei, okay, die Boss-Toilets kommen langsam weit. Wisst ihr was, wir platzieren hier erstmal den Ghost Cameraman, wollte ich gerade sagen. Wir müssen den woanders platzieren. Wie wäre es mit hier hinten? Oder hier, genau, bei den Scientist Clockmans. Ich glaube, hier ist eine gute Position. Oh mein Gott, die kommen ja langsam wirklich weit, die ganzen Toilets. Das ist nicht schön. Das, obwohl unser guter Mann gemaxt ist, der Lucky Speakerman hier. Und der wird sogar gestunt, wisst ihr was? Wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Sobald wir ein bisschen mehr Geld haben, platziere ich noch eine weitere Lucky Speakerman. Nur damit der andere Lucky Speakerman die ganze Zeit geheilt werden kann. Let's go. Jetzt kann er auch erstmal geheilt werden, der Arme. Falls er wieder gestunt wird. Wir upgraden nochmal den Zeit des Clockman, wobei wir haben halt nur ein 2500er DPS mit diesem Ghost Cameraman. Wir sollten wahrscheinlich doch eher... Ja, komm. Einmal den Zeit des Clockman noch upgraden. Und danach, sobald der nächsten Rundenskip kommt, jetzt schon den Chief Clockman platzieren. Und ich hoffe, der sollte ausreichen. Oh, und der Chief Clockman schläft. Wir brauchen den Lucky Speakerman. Sehr wichtig. Der macht Blastschaden. Kann das sein? Weil sein Dynamit explodiert. Das ist quasi das Dynamit vom Pendulum Clockman. Heißt das, dass er Blast Damage macht? Okay, das ist cool. 360 Grad AOE Schaden mit Blast Damage anscheinend. Das ist krass. Upgraden wir den noch einmal, damit er eine bessere Range bekommt. Und oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, da kommt erstmal eine Cat-Toilet durch. Aber nee, nee. Wurde zum Glück im letzten Moment noch hochgenommen. Das war knapp. Upgraden wir erstmal weiter in die Speaker Woman's Rose Farm, weil erstmal der Scientist Clockman hier pennt. Den upgraden wir auch einmal. Und das habe ich ja voll vergessen. Der Chief Clockman kann ja Clock Spider spawnen. Okay, das ist OP. Allein wegen den haben wir gewonnen. Ich sag's euch so, wie es ist. Exen dafür nochmal diese Speaker Woman's Rose Farm. Und als nächstes machen wir weiter mit den Scientist Clockmans. Wir brauchen ein bisschen Geld. Let's go. Den upgraden wir einmal. Wenn der aufwachen würde, könnten wir den auch einmal upgraden. Bitte. Let's go. Upgraden wir ihn einmal. Jetzt upgraden wir nochmal den mittleren und wir kriegen so viel mehr Geld. Wie viel kostet das nächste Upgrade für den Chief Clockman? 6.000 $? Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Aber ein bisschen teuer, würde ich mal sagen. Wir maxen kurz den Lucky Speakerman hier. Und upgraden den Scientist Clockman. Jetzt haben wir eine Tall Time Barrier. Und das nächste Upgrade kostet $15.000. Das können wir uns nicht leisten. Deswegen müssen wir erstmal weiter wieder 5.000 jeweils zusammensparen, bis wir die Scientist Clockmans auf Level 4 upgraden können. Nummer 2 jetzt auch auf Level 5. Das Coole an denen ist halt, deren Range ist insane hoch. Ihr seht ja, die machen hier schon Damage. Ich glaube, hier hinten sogar Damage. Auf die ganzen Toilets. Damit meine ich die Barrieren. Die haben eine insane hohe Range und 200 Schaden, beziehungsweise Leben jeweils, was auch gut ist. Jetzt können wir nochmal den vordersten upgraden und erstmal warten, bis wir genug Geld bekommen, dass wir erstmal alle von denen maxen können, damit wir noch mehr Geld bekommen. Problem ist halt, das Level 5er Upgrade ist so unnormal teuer. Also wirklich. Deswegen gehen wir, glaube ich, doch wieder auf den Chief Clockman, bis er zumindest einmal gemaxt wurde. Und ich finde auch schön, dass die Magnet Toilets sich bei diesen Scientist Clockmans festhalten. Darauf upgraden wir nochmal den Chief Clockman einmal. Jetzt ist er auf Level 3. Und ihr seht, seine Range ist besser geworden. Das ist sehr, sehr gut. Und natürlich sind jetzt auch erstmal seine Clock Spider
leider von 50.000 Leben jeweils hoch auf 100.000 Leben gegangen, was echt gut ist. Das ist daraufhin ihn nochmal auf Level 4 upgraden, was ein Level vor Max Upgrade ist, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Vielleicht auch zwei. Aber wenn es zwei sind, dann ist er auch voll teuer zu maxen. Ich kotze mir auch nur so vor, weil wir eben keinen Zelda TV-Man haben, sondern eben die Speaker Moons Rose Farm und den Zeit des Clockman. Kann dann wirklich auch daran liegen, sag ich ehrlich. Hä, warum hat die jetzt auf einmal nur 200 Leben? Boah, stimmt. Die hat ja, glaube ich, jetzt Ally DPS. Genau, 10.000 Ally DPS. Funktioniert das? Nee, das ist ein Scam. Die ist einfach durch die Helikoptertonne durchgelaufen. Die hat versucht, niemandem Schaden zu machen. Die ist wirklich einfach nur durchgelaufen. Die sich ja auch. Die macht keinen Schaden. Das ist ein Scam. Ja gut, okay. Upgraden wir noch einmal. Jetzt kriegen wir hoffentlich wieder normale Clock Spider. Genau, kriegen wir zum Glück 300.000 Leben. Ist schon gut. Was aber auch besser wird, sobald wir ihn maxen. Was jetzt in der nächsten Runde schon sein sollte. Genau, was jetzt ist. Mal schauen, wie stark wird denn jetzt erstmal die Clock Spider von ihm sein? 500.000 Leben. Ich hätte sogar mit einer Million gerechnet, sage ich ehrlich. Aber ich glaube, eine Million wäre viel zu stark. Deswegen geht's fit. Verkaufen wir erstmal übrigens auch die vorderen. Lucky Speakerman, die haben ja mittlerweile gar keinen Sinn mehr. Und jetzt müssen wir auch erstmal Geld sparen, um die Scientist Clockmans zu maxen. Denn wir brauchen auch mehr Geld für den Ghost Cameraman. Wisst ihr was? Wir maxen noch einmal den Ghost Cameraman, bevor wir erstmal die Scientist Clockmans maxen. Damit ich auch erstmal sehen kann, wie gut seine Range ist mit einem mal 15er, beziehungsweise nicht mal 15er, sondern plus 15%igen Boost ist. Denn seine Basisrange ist trash. 25 bei 60.000 DPS. Es geht besser, sage ich ehrlich, wirklich. Vor allem, weil er keine spezielle Ability hat. Dann wird es aber erstmal Zeit, ihn zu maxen. Nein, das nächste Upgrade kostet 20.000. Er ist ja sogar noch teurer als der Chief Clockman. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Wisst ihr was? Wir gehen doch erstmal auf die Scientist Clockmans, bevor wir den Ghost Cameraman maxen. Aber das ist krass. Ich weiß, der macht viel Schaden, aber nicht genug Schaden, um rechtfertigen, dass er teurer als der Chief Clockman ist, der eindeutig besser ist. Das ist schon wild. Maxen wir jetzt auch erstmal den ersten Scientist Clockman. 600.000er Barriere ist schon stark. Vor allem, weil die auch ganz guten Schaden macht. Und das bei einer guten Range. Also, sie ist jetzt nicht schlecht, jetzt auch nicht wirklich gut, bin ich ehrlich. Aber ey, der ist quasi einfach ein besserer Scientist Cameraman. Jetzt kein besserer Sender TV-Man, aber immerhin ein besserer Scientist Cameraman. Was ich gerne annehme. Graben wir jetzt erstmal nochmal den zweiten auf Max-Level. Und jetzt nochmal den dritten. Let's go. Jetzt haben wir alle unsere Moneymaker-Units gemaxt. Es fehlt nur noch der Ghost Cameraman. Da haben wir alle Units, die wir platzieren können, gemaxt. Aber bisher habe ich schon das Gefühl, dass die Range durch den Boost sogar ganz spielbar geworden ist. Das heißt, wenn man den sogar mit einem Leprechaun-Cameraman paart, kann man den, glaube ich, sogar wirklich spielen, den Ghost Cameraman. Der wird nur vielleicht zu teuer sein. Das könnte ich mir vorstellen. Dass er einfach zu teuer ist, um ihn halt zu platzieren. Denn ich meine, ich glaube, da kostet $40.000, um ihn zu maxen. Ich glaube, das ist quasi so viel, wenn nicht sogar mehr, als bei dem Chief Clockman. Aber egal, maxen wir den Bruder erstmal und die Range ist gut. Okay, das ist wild. Die Range ist tatsächlich gut geworden durch den Buff. Okay, kann man machen. Natürlich, es gibt immer auch bessere Units, aber kann man machen. Das heißt, wenn man den mit einem Leprechaun Cameraman spielt, kann er tatsächlich ganz nützlich sein. Eine Sache, die ich euch aber noch nicht gezeigt habe, ist, dass der Chief Clockman eine Rewind Toilet Ability hat. Ihr seht ja jetzt mich hier vorne, die Massive Buster Toilet. Wenn ich die Ability benutze, seht ihr, bupp, die ist weg. Die ist jetzt wieder beim Spawn. Das ist halt sehr nützlich gegen Bosse und so weiter. Halt gegen Toilets, die sehr viele Leben haben. Zwar nicht wirklich nötig für uns, sage ich ehrlich, aber im Endless-Modus kann man das schon benutzen. Ist ganz nützlich. Ist quasi auch wie die Rang 10 Ability, die man beim Endless-Modus freischalten kann. Deswegen nicht schlecht, bin ich ehrlich. Da sind wir auch erstmal in Welle 50 angekommen. Und ich sag ehrlich, die ganzen Toilets haben gar keine Chance. Wir konnten zwar nicht so viele Chief Clockmans platzieren und maxen, wir haben hier nur 4 stehen, die schon ein wenig teuer sind, aber die reichen trotzdem komplett aus, um die ganzen Toilets hier hochzunehmen, weil halt eben auch der Chief Clockman 360 Grad AOE-Schaden hat. Und eine witzige Sache, gebufft ist seine Range bei 69. Sehr wild. Aber wir sollten doch erstmal ziemlich einfach die Magnet Titan Toilet hochnehmen können. Da sollten wir uns wirklich keinen Kopf machen müssen. Vor allem, weil wir hier noch unsere Armee an Clocks bei da haben, die ganze Zeit gespawnt werden. Das ist schon ganz schön. Theoretisch hätten wir erstmal, damit wir nochmal mehr Damage mit den Clocks bei da machen können, die Chief Clockmans hinten platzieren sollen. Haben wir aber nicht gemacht. Was aber auch egal ist. Ich meine, wir nehmen die so oder so hoch, oder? Oder? Weil die kommt schon ein bisschen weit. Wir haben halt auch nur 30.000 DPS plus nochmal. 500.000 Ally Health jeweils. Okay, doch zum Glück. Und nein, die Clocks bei da laufen einfach weg. Oh nee. Immerhin nehmen ein paar ihn noch hoch. Und was zur Hölle? Der hat gerade irgendwie 3 Millionen Leben mit einem Schlag verloren. Wie ist denn das passiert? Aber egal, wir haben gewonnen. Nehme ich gerne an. Okay, da bin ich wieder. Dann würde ich mal sagen, gib mal her den guten alten Upgrade-Titan Clockman. Okay, er hat mich angetradet. Lass mal nachschauen. Und der ist Upgrade-Titan Drillman. Dann kriegen wir wohl zuerst den Upgrade-Titan Drillman. Egal, den nehme ich auch liebend gerne an.
an. Und da haben wir den vielen lieben Dank an der Stelle. Was ist dann aber jetzt Challenge 2? Denn er hat auch gesagt, Challenge 2 wird eine Besonderheit haben. Für Challenge 2 musst du den Endless-Modus schaffen. Das Glücksrad sagt dir, wie weit du kommen musst, wie viele Units du spielen darfst und welche. Und als Belohnung mache ich dich zum Partner in Deine Tauri-Fans? Was? Okay, das wäre insane, wenn ich Partner werden würde, weil dann könnte ich einfach Units signen. Speaker, Repair und Center darfst du natürlich benutzen. Okay, das ist sehr gut. Dann würde ich erstmal sagen, Leute, spinnen wir erstmal, wie weit wir kommen müssen. Wir haben Welle 30 bis 100. Und ich hoffe, wir kriegen einfach Welle 30. Das wäre so schön. Wir bekommen als Welle niemals wirklich 30. Okay, das ist insane. Das ist wild. Brauchen wir nur halbwegs vernünftige Units? Spinnen wir erstmal, wie viele Units wir brauchen. Bekommen, oh mein Gott, 5. Nee, das ist wild. Das ist wirklich wild. Vor allem, weil wir schon den Speaker Repair Drone haben und den Center. Und jetzt haben wir dreimal die Chance, eine vernünftige Starter-Unit zu bekommen. Und einen Titan. Das ist wild. Wir kriegen als erste Unit den Lucky Speaker Man. Warte mal. Dann lass uns jetzt erstmal den Speaker Repair Drone unequippen. Und einfach mal den Lucky Speaker Man equippen. Weil jetzt können wir noch drei weitere Units spinnen. Und haben trotzdem unsere Healer-Unit. Let's go. Wir bekommen als nächste Unit den Upgraded Titan Speaker Man. Ich meine, equippen wir den erstmal. So wild ist er jetzt nicht. Ich würde am liebsten noch eine weitere Unit bekommen, die gut wäre. Wir bekommen als nächstes den Titan Clockman Cover machen. Equippen wir ihn erstmal. Und jetzt fehlt uns noch eine Unit. Wir bekommen als letzte Unit den Astro Upgrade Titan Cameraman L Cover machen. Equippen wir zum Schluss nochmal ihn. Fangen wir dann aber erstmal an, indem wir erstmal den Zelda TV Man platzieren. Ihr seht, ich habe keine Money Ability, sondern den Emergency. Was, wie mir auffällt, eigentlich eine schlechte Entscheidung wäre. Es hätte sich eigentlich mehr gelohnt, hätten wir die Money Ability mitgenommen. Aber egal. Wir platzieren jetzt erstmal hier den Lucky Speaker Man hin, damit er erstmal ein bisschen Stress machen kann bei den Toilets. Wir gehen einfach nicht das Risiko ein. Wir nehmen die einfach von Anfang an direkt hoch. Jetzt sehen wir auch schon mal den zweiten Zelda TV Man. Und mir fällt auf jeden Fall auch, es hätte sich mehr gelohnt, hätten wir die Money Ability mitgenommen. Ding ist halt, Upgrade Titan Speaker Man ist gar nicht mal so schlecht. Denn ich glaube, der macht ziemlich schnell sogar AOE-Schaden. Ansonsten haben wir, wie gesagt, nochmal den Astro. Der hat von Anfang an AOE-Schaden, was auch ganz gut ist. Und natürlich den Titan Clockman, der eine Stun-Ability hat, beziehungsweise kein Stop-Ability hat. Heißt, eigentlich sollten wir das hinbekommen. Wenn nicht, das wäre sehr traurig. Lass uns davon aber bei dem nächsten Skip, der jetzt passiert ist, den Lucky Speaker Man einmal upgraden und dann weitermachen mit den Zelda TV Mans. Denn wir brauchen Kohle für den Astro. Ich versuche, solange es geht, den Lucky Speaker Man zu spielen, bis wir natürlich den Astro platzieren können. Denn sobald wir den Astro platziert haben, haben wir eigentlich gar kein Problem, glaube ich. Ich glaube wirklich, sobald wir den Astro platziert haben, müssen wir uns gar keinen Kopf machen, weil der hat von Anfang an einen guten Schaden, eine gute Range und sogar Blast, beziehungsweise Splash Damage. Deswegen, der wird vor allem als Starter-Unit sehr hilfreich sein. Beziehungsweise, was heißt Starter-Unit? Eher als weiterführende Unit. Ihr wisst, was ich meine. Das ist auch nochmal den zweiten Zelda TV auf Level 3 upgraden und ich sehe, die kommen schon wenig weit. Können wir gleich schon mal den Lucky Speaker Man maxen vielleicht? Das wäre sehr gut. Für die brauchen wir das zwar noch nicht. Okay, wir könnten den sogar maxen, aber ich glaube, wir sollten wirklich sogar noch bis zu der nächsten Runde warten, denn erst sobald die Spider-Toilets kommen, wird es ein klitzekleines Problem sein. Ich glaube, selbst bei den Spider-Toilets wird es machbar sein. Aber egal, lass uns jetzt erstmal beim nächsten Skip den guten alten Lucky Speaker Man maxen. Wenn wir jetzt theoretisch ein oder zwei Runden warten, sollten wir auch genug Geld haben für den Astro. Aber ich glaube, wir sollten vorher erstmal den Zelda TV Man upgraden. Denn der Lucky Speaker Man sollte es hinbekommen, hoffe ich zumindest, selbst diese Spider-Toilets hier hochzunehmen. Im Fall der Fälle platzieren wir doch einen zweiten Lucky Speaker Man und upgraden den einfach nicht. Das sollte aber kein Problem sein. Da haben wir schon die Large Glasses Toilet. Für die brauchen wir, glaube ich, auf jeden Fall den Astro. Ich glaube, ohne Astro kriegen wir die nicht hin. Und oh mein Gott, die Spider-Toilets haben keine Chance. Das ist sehr gut. Graden wir nochmal den letzten Zelda TV Man auf Level 4. Und dann sollten wir in der nächsten Runde schon den Astro platzieren können. Und knapp, okay, knapp. Wir müssen noch ein paar Toilets hochnehmen. Und dann können wir den platzieren. Was jetzt ist, perfekt. Ihr seht, der hat einen Laser in der Mitte. Und der hat seinen Astro, mit dem er von Anfang an Splash Damage macht. Zwar keine Verlangsamung, aber dafür trotzdem Splash Damage. Und dieser Splash Damage ist Nummer 1 halt nicht schlecht. Und rettet uns so ungemein. Also wirklich. Die Large Glasses Toilet hat eigentlich gar keine Chance. Wirklich, gar keine Chance. Wie lange wird die Large Glasses Toilet es überleben? Und, oh mein Gott, die hat direkt schon 4000 Leben verloren. Jetzt ist sie noch beim Strahl. Die kassiert so hart Leben. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Fast schon unfair, könnte man sagen. Und da ist auch die Minigun Toilet. Können wir die hochnehmen oder ist sie zu stark? Okay, die können wir noch gerade so hochnehmen. Aber es wird langsam Zeit, den Astro zu upgraden. Mir fehlt aber noch Geld. Nein, wieso wird der Lucky Speaker Man da gestunt? Was ist das? Ich kann keinen zweiten Lucky Speaker Man platzieren. Das ist so ein Müll. Da wird der auch noch gestunt. Wir hätten doch den Speaker Repair Drone mitnehmen sollen. Wobei wir dann natürlich auch keine Starter-Units hätten. Bin ich ehrlich. Aber trotzdem, wirklich.
wirklich. Lucky Speaker Man ist nichts nutz. Kann dich mal richtig heilen. Egal, wir haben erstmal den Astro nochmal auf Level 2 geupgradet. Was Gutes. Vor allem, weil er dann erstmal seinen Kern viel früher hat, beziehungsweise er hat halt eine bessere Range für seinen Kern. Und der Kern ist ja auch der, der Schaden macht. Das heißt, die ganzen hohen Leben-Toilets werden auch früher hochgenommen, weil wir eben mehr Zeit haben, um die hochzunehmen. Und da wäre schon die Muted Toilet 2.0. Lass uns dafür nochmal den Astro auf Level 3 upgraden, damit wir auch eine Chance haben gegen die Muted Toilet 2.0. Wir können ja außerdem nebenbei erstmal einfach mal den Titan Speaker Man platzieren und einfach mal den Titan Clockman platzieren, damit wir im Fall der Fälle seine Time-Sub-Ability haben. Denn ich sage ehrlich, auch wenn wir die nicht gerade bräuchten, das war sehr viel einfacher gewesen, hätten wir die vorhin gehabt, wo wir ohne Ende gestunt wurden. Und wir haben ihn noch hochgenommen, die Muted Toilet 2.0. Sehr nice. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein Boss und dann haben wir gewonnen. Und dann werde ich einfach Partner in Toilet Toilet Defense. Das wird wild. Und jetzt haben wir außerdem erstmal alles in der TV-Mans gemerkt. Sehr wichtig. Mir fällt auch auf, wir müssten eigentlich auch hier einen Lucky Speakerman platzieren, weil der Upgrade Titan Clockman und der Upgrade Titan Speakerman werden die ganze Zeit gestunt. Das wollen wir natürlich nicht hier haben. Wir wollen natürlich nicht gestunt werden oder dass die eben gestunt werden. Das sind außerdem erstmal den Upgrade Titan Speakerman zweimal upgraden und der hat erst bei Level 3 AOE schon. Das ist nicht gut. Upgraden wir nochmal auf Level 4. Ja, der hat jetzt erstmal ein bisschen bessere Range. Also ich muss sagen, der Astro ist auf jeden Fall besser. Keine Frage. Jetzt haben wir den nochmal gemaxt und okay, 12.000 DPS ist nicht schlecht. AOE-Schaden ist auch nicht schlecht. Also gegen kleine Toilets wird er uns auf jeden Fall helfen. Ansonsten hätte es sich einfach mehr gelohnt, den Astro zu upgraden. Muss ich ehrlich sagen. Aber wo Astro upgraden? Upgraden wir ihn erstmal auf Level 4 und seine Range ist viel besser geworden. Aber der hat leider immer noch keine Verlangsamung. Die kommt erst mit dem Max-Upgrade, was $18.000 kostet. Dafür sind wir zu pleite. Dafür sind wir einfach zu pleite. Ich meine, wir könnten zwar das Max-Upgrade durch die verkauften Zeller TV-Mats bekommen, aber wir lassen die einfach mal stehen. Wir brauchen zwar nur 30 Wellen, beziehungsweise den Welle 30 Boss hochnehmen, aber ich will trotzdem erstmal die Zeller TV-Mats stehen lassen. Da haben wir auch erstmal die Flying Dual Buster Toilet. Der letzte Boss, den wir hochnehmen müssen. Jetzt können wir auch erstmal den Astro maxen. Versuchen wir außerdem erstmal, so gut es geht, den Titan Clockman zu maxen. Das sollte, glaube ich, aber nicht hinhauen, ehrlich gesagt, wenn er auch teuer ist. Und oh mein Gott, wird die Flying Dual Buster hochgenommen. Wir hätten nicht mal Zeit. Okay, das ist wild. Wisst ihr was, wir benutzen einfach nochmal den Time Stop und wir haben gewonnen. Hier einfach nochmal unsere Emergency Ability. Einfach nur, weil wir es können. Okay, Talentric, her mit dem Partnerrang. Hast bekommen. Niemals, oder? Ich gehe mal in mein Inventar und oh mein Gott, Leute. Seht ihr das hier unten rechts? Ich kann jetzt einfach Units signen. Warte mal, signen wir mal die Time Crate. Und Tatsache, es ist einfach von mir gesigned. Okay, das ist wild. Ich habe außerdem gehört, es gibt anscheinend ein kleines Easter, könnte man das eigentlich nennen. Wenn man eben eine gesignte Crate öffnet, ist die Unit aus der Crate, die man öffnet, gesigned, wenn man die bekommt. Let's go, wir kriegen den Kukor Clockman. Natürlich kriegen wir den Kukor Clockman, wen denn auch sonst. Aber wenn wir jetzt erstmal nach ihm suchen, finden wir erstmal meinen gesignten. Okay, das ist tatsächlich wild. Das ist wirklich wild, das erstmal. Ich jetzt jede Unit signen kann, die ich möchte. Zum Beispiel hier, der Engineer-Cameraman, den ich original selber gezogen habe damals, vor irgendwie über einem halben Jahr schon, kann ich einfach hier mit einem Knopfdruck signen. Und ihr seht, der ist von mir gesigned. Okay, das ist krass. Ich mein's ernst, Leute. Wenn ihr eine gesignte Timecrate, von mir gesigned natürlich, bekommen wollt, liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und 10 von euch werde ich erstmal eine gesignte Timecrate senden. Und wer weiß, vielleicht zieht ja daraus erstmal den Upgrade Titan Clock, mit dem ihr dann sogar direkt erstmal gesigned bekommt. Das wäre schon wild. Aber wir haben immer noch nicht darüber geredet, was Challenge Nummer 3 ist. Für den Upgrade Titan Clockman. Für Challenge Nummer 3 brauchst du den Partnerrang. Du hast 10 Minuten Zeit, um dir in der Trading Plaza ein krasses Team zusammenzustellen, während du mit einer Basic Camera Woman startest. Viel Erfolg! Okay, geben wir Talentric kurz alle meine Units, damit wir erstmal von null quasi anfangen. Das Gute ist halt, wir können eben Units signen und gesignte Units sind halt eben mehr wert als normale Units. Bedeutet, unsere Strategie wird sein, einfach Units zu nehmen und zu ertraden, die dann zu signen und dann für teurer weiter zu verkaufen. Ihr seht, wir haben nur noch eine Basic Camera Woman und ich würde sagen, die equippen wir erstmal. Packen wir die auch erstmal in den Marketplace für 100 Gems, weil ich glaube, die soll 100 Gems wert sein. Und traden einfach auch ein paar Leute an und packen die dann dafür in den Trade. Mal gucken, was wir dafür bekommen werden. Pack den Kukor Clockman rein. Was soll denn das für ein Müll sein? Nee, die kleine ich. Also der ist halt wirklich 100 Gems wert. Ich gebe dir auch keinen Kukor Clockman dafür. Beziehungsweise ich nehme nicht einen Kukor Clockman dafür an. Oh, was ist denn das hier? Ich glaube, der trollt mich, oder? Und der schreibt, wait, oh mein Gott, ich sterbe wirklich. Opfer dafür noch für einfach. Wir haben 7 Minuten nur noch.
Ich dachte, das wird voll die krasse Challenge, aber wir haben bisher immer noch nur die Basic Camera Woman. Was ist denn das für ein Müll? Keep one and sign all. Okay, machen wir. Dann behalten wir es mit die Camera Woman. Let's go. Dann haben wir schon mal eine Basic Camera Woman und einen Future Large. Let's go. Hier hast du erstmal deine Future Large Clockmans. Bis auf einen natürlich. Jetzt haben wir schon mal eine gute Unit. Jetzt brauchen wir nur noch eine Starter Unit, einen Moneymaker und generell ein paar weitere Sachen. Wie viel ist denn überhaupt einer wert? Der wird auf jeden Fall über 100 Gems wert sein, da er in normal alleine schon über 100 Gems wert ist. Da 150 gesigned? Der hat erstmal direkt die reingeworfen. Ach nee, der holt die da raus. Ich verstehe. Ich habe mich schon gewundert. Dann traden wir erstmal ein paar weitere Leute an und gucken nach, was die mir erstmal dafür geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der gesigned wert ist, aber gib mir irgendwas dafür. Nein, der wollte gar nichts. Verdammt. Der packt mir einen normalen Future Large rein. Nice. Weil sich das auch so sehr lohnt für mich. Aber ich will nicht mal Profite machen. Ich will einfach nur genug haben, dass wir ein stabiles Team zusammenbasteln können. Aber die Leute, die wollen nichts machen. Der schreibt gar nichts. Okay, wir müssen die kleinen. Die sind einfach nur meine Zeit am Verschwenden. Die sind nicht am Opfern oder irgendwie sowas in der Art. Die sind einfach nur meine Zeit am Verschwenden. Und der Typ heißt Messi. Let's go. Ronaldo ist besser. Ein Gott, Scam. Sorry. RIP an der Stelle. Ich würde dir gerne helfen, aber ich bin pleite. Vor allem, wie auch so tut. Wait, you real? Der denkt auch, ich bin YouTuber. So quasi im englischen Bereich. Er tut so, als ob er mich kennen würde. Ganz bestimmt kennt er mich. Ja, ganz bestimmt kennt er Victor. Can you sign, please? Halt doch deine Goschen, Mann. Ich krieg hier einen Kollaps. Ich schwöre, die wollen mich einfach nur alle hochnehmen. Twitch mal den Server. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Ich schwöre, wir haben nicht mal mehr 5 Minuten Zeit. Das ist so schlimm, wirklich. Oh, 500 Gems. Let's go. Machen wir. Machen wir. Was ein Ehrenmann. Jetzt haben wir schon mal eine Money Unit. Komm schon. Let's go. Let's go. Und er hat gecancelt. Nein. Ich sterbe. Der schreibt irgendwas mit Parther. Der denkt auch, ich wäre ein Panther. Sigma Fishsticks. Offer bitte. Can't you sign my unit? Nein, kann ich nicht. Du kennst mich doch nicht mal. Er packt einen Zorn rein. Er packt einen Zorn rein. Ich kollabiere hier gleich. Das sind 6 Gems. Ich mal, das sind 3 Gems. Ich kann das nicht mehr. Und er packt einen normalen Future Large rein. Ey, ich kollabiere. Okay, der hat den rausgemacht. Was jetzt? Was ist sein nächster Move? 128 Gems. Ich pack den hier rein. Weil ich gebe dir nicht einen Future Large Rockman in gesigned für 128, wenn er in normal sogar noch mehr wert ist. Wir haben nicht mal eine Minute noch Zeit. Oh mein Gott. Nee, wir werden die Challenge so verlieren. Wir haben gar keine Chance. Wir haben gar keine Chance. Wieso packt jeder nun einen normalen rein? I have... Ihn kann ich immer noch verstehen. Sag ich ehrlich. Den kann ich noch verstehen. Hat die Unit schon und den jucken die Science nicht. Das kann ich schon verstehen. Oh, Sender TV Band Upgrade Titan Cameraman. Let's go, let's go. Bitte, bitte. Timer ist vorbei. Das ist der letzte Trade, den wir machen können. Bitte, bitte, bitte. Nein. Hey, Tenantric, was geht ab? Das ist alles, was du hast. Lief wohl nicht so gut, ne? Nee, absolut nicht. Wir haben eine Future Large Clockman und eine Camera Woman. Das ist traurig, also wirklich. Ja gut, ich möchte, dass du jetzt die Palm Paradise Map auf Nightmare schaffst. Okay, Tenantric, ich gebe mein Bestes. Wählen wir erstmal Nightmare aus. Das Ding ist halt, wir können nicht mal einfach Autoskippen, ein bisschen Schaden kassieren und dann erstmal den Future Large Clockman platzieren. Denn wir haben ein klitzekleines Problem. Wir haben keinen Moneymaker. Wir haben keinen Moneymaker. Das ist einfach keine Strategie. Wir können die nicht fahren. Wir müssen jetzt einfach Camera Womans platzieren und diesen Trash. Wir werden niemals im Leben 1500 Dollar zusammensammeln. Also wenn wir das hinbekommen, Heureka. Wirklich Heureka. Warum hat die Clock Woman auf Level 1 nur einen Cooldown von 3 Sekunden? Das ist wild. Das ist wirklich wild. Und obwohl wir erst in Welle 3 sind, one-shottet die nicht mal. Die gesamten Toilets mehr. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Die macht nur 50 Schaden pro Schuss. Heißt nur, die ganzen Small Toilets werden von ihr hochgenommen. Ich habe gar keine Zuversicht, sage ich euch ehrlich. Wir werden verlieren. Keine Chance. Selbst die Small Toilets haben mittlerweile mehr als 50 Leben. Ach du meine Güte. Wenn wir jetzt das nicht gewinnen, da weiß ich auch nicht, Leute. Das ist doch ein easy win. Gewinnen wir easy, kein Problem. Und da laufen schon die ersten Toilets ins Ziel. Das ist doch wunderbar mitzusehen. Was will man denn mehr? Können wir immerhin eine Camera Woman auf Level 3 upgraden, beziehungsweise maxen, bevor wir verlieren? Und ja, können wir, sehr nice. Aber dann haben wir auch schon verloren. Ey, Tenantric, was geht ab? Du hast doch schon öfter mir einfach doch den letzten Reward rübergeschoben. Das kannst du auch jetzt nochmal machen. Oder Tenantric, komm schon. Nö, bist halt einfach zu schlecht, Noob. Get scammed. Was, der hat aber den Server gelieft? Mit meinen ganzen Sachen? Ich hab doch nichts mehr im Inventar. Tenantric hat mich einfach gescammt. Ich bin ein Noob, Inter.
meine Tower Defense. Ich meine, ich habe weder den Hyper-Upgrade Titan Speaker Man noch den DJ TV Man. Doch das muss sich ändern, Leute. Und ich habe zufälligerweise hier jemanden gefunden. Nämlich einfach Talentric. Und den möchte ich fragen, ob er mir erstmal gute Units geben kann. Denn wenn wir in mein Inventar gehen, Leute, ja, ich habe stabile Units. So ist jetzt nicht. Ich habe ja den Astro hier. Viele weitere Exclusives. Speaker Repair Drone habe ich. Upgraded Titan Cinema Man. Die neue Maze Camera Woman. Titan Clover Man. Also ich habe wirklich gute Units. Aber trotzdem nicht Units, mit denen du auch weit im Endless-Modus kommst. Wie den Hyper-Upgraded Titan Speaker Man oder den DJ TV Man oder sogar den Upgraded Titan Drill Man. Deswegen fragen wir erstmal Talentric. Kannst du mir bitte OP-Units geben? Was? Nein, Noob? Wieso nennt er mich ein Noob? Was soll das? Okay, warte. Wir schreiben mal in den Chat. Was muss ich tun, damit du mir OP-Units gibst? Gib jetzt 1000 Bobucks aus, damit ich reich werde. Okay, warte. Wenn ich jetzt wirklich für 1000 Robux von ihm dann erstmal was bekomme. Boah, wie gebe ich denn erstmal 1000 Robux aus? Ich könnte mir theoretisch XP-Boosts holen. Das wären aber über 1000 Robux. Units könnte ich mir auch kaufen, aber ich habe schon alle Units. Schwierige Frage. Wisst ihr, was kommt? Wir kaufen uns einfach mal 3 weitere XP-Potions. Dann habe ich immerhin noch ein paar Double XP-Potions für den Endless-Mode. Was bedeutet, dass wir jetzt noch 400 Robux ausgeben müssen? Aber für was? Wisst ihr was? Wir kaufen uns aber den neuen Scientist-Mag für 399 Robux. Ich denke mal, da wird mir jetzt nicht böse sein. Dafür, dass ich jetzt erstmal 4 Robux zu wenig ausgegeben habe. Jetzt haben wir den gekauft. Also fast 1000 Robux haben wir jetzt ausgegeben. Und diesen Scientist-Mag, den ich gerade bekommen habe, werde ich an einen von euch verschenken. Schreibt einfach euren Roblox-Namen in die Kommentare. Like das Video. Und das war's. Und eine Person von euch kriegt den dann. Auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zu Talentric zurück. Hab gemacht, bitte Units jetzt. Was? Nö, haha, get scammed. Komm schon, bitte Talentric, bitte scam mich nicht. Ich habe gerade extra 10 Euro ausgegeben, nur damit du mir gute Units gibst. Was hat überhaupt Talentric hier für Units? Was ist das? Monster Speakerman und Noada Speakerman. Ich dachte, du willst mich hier OP Units geben, dann gib doch her. Okay, er hat mich angetradet. Was packt er denn in den Trade? Den Monster Speakerman. Ich will eigentlich was Gutes haben und nicht irgend so einen Müll. Oh, er addet gerade ein paar Bunny Crates. Okay, let's go. Können wir dann gleich erstmal öffnen, vielleicht kriegen wir den. Mac Bunny Titan mit 0,2% raus. Dann hat er noch mal eine St. Patrick's Day Crate. Lass uns die auch gleich dann erstmal öffnen. Okay, eine Injured Titan Crate. Vielleicht ziehen wir daraus auch erstmal den Speakerman, der mir sogar noch fehlt. Dann hat er noch 2 Booster Crates. Yo, die kann man nicht mehr kaufen. Und da ist aber der DJ TV Man drin. Ey, den brauche ich doch auch. Okay, das ist stark. Was? Hyper Upgraded Titan Speakerman. Okay. Warte, der hat was hingeschrieben. Free. Ich würde das nicht free nennen, sage ich dir ehrlich. Ich habe dafür wie viel gezahlt? 996 Robux. Ich würde das jetzt nicht free nennen. Aber von mir aus nehme ich das gerne an. Der muss nur noch akzeptieren. Willst du nicht akzeptieren? Hallo? Da akzeptiert er endlich. Wird er den Trade die Kleine mit letztem Advent sehen? Und er hat die Kleine. Obwohl, nein, er ist nur auf Unready gegangen. Vielleicht hat er sich verklickt. Er ist wieder auf Ready gegangen. Okay, warte. Geht das jetzt durch? Es ist durchgegangen. Let's go. Viel Glück, schreibt er. Ja gut, Dankeschön. Und er ist weg. Das heißt, er ist durch jeden gegangen, um 1000 Robux weiter zu verdienen und um mich zu scammen. Warte mal, wer öffnet dann erstmal 2 Crates hier? Let's go, 2 Booster Crates. Kriegen wir noch den DJ TV Man? Kriegen wir genau zwei. Verdammt, und wir kriegen als zweite den DJ Speaker Man. Also nur Trash. Aber warte, wir haben noch weitere Crates bekommen. Da, Injured Titan Crate. Öffnen wir die erstmal. Wir kommen aus der erstmal. Oh, let's go. Komm schon, den Titan Speaker Man. Wir haben den jetzt zwar schon und wir haben den Upgrade Titan Camera mitbekommen. Das Schlechteste, was man hätte bekommen können. Sehr nice. Wir haben noch hier eine St. Patrick's Day Crate, die wir öffnen können. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal den Titan Clover Man und wir kriegen Lucky Speaker Man. Was denn sonst? Was denn sonst? Was habe ich sonst erwartet? Hat er zum Schluss nochmal 4 Bunny Crates geöffnet. Öffnen wir die alle erstmal. Ihr wisst vielleicht noch aus dem Bunny Event, ich hatte nicht wirklich viel Glück mit der Bunny Crate. Genauso wie hier. Gerade nur 3 Trash Units bekommen. Hätten wir erstmal die letzte Crate und wir bekommen aus der erstmal, komm schon, den Mac Bunny Titan. Ist der Speaker Man, verdammt. Aber egal, wir hatten zwar aus den Crates nichts Gutes gerade bekommen. Dafür haben wir jetzt erstmal den Hyper Upgraded Titan Speaker Man. 80.000 DPS. Wird sehr nützlich sein. Equippen wir daraufhin nochmal den Astro Upgraded Titan Cameraman. Einzige Sache, die jetzt nicht gut ist, ist, dass wir eben keine Booster Unit haben. Was ein Problem werden könnte. Aber das ist auch meine Schuld. Ich glaube, es gibt ja eine Ability, wo du erstmal 6 Units ausrüsten kannst. Ich habe die aber leider noch nicht freigeschaltet. Ich glaube, die ist ab Level 7 da. Deswegen habe ich auch erstmal gefragt, ob er mir erstmal ein paar gute Units sponsert, damit ich das erstmal einfacher hinbekomme zu farmen. Ich würde sagen, wir
versuchen erstmal den Endless Mode zu spielen, aber mit durchgehendem Autoskip. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen. Zuvor bin ich nur mit dem Titan Sigma Man und eben beiden Booster Units, also dem DJ Speaker Man und dem Announcer Speaker Man, bis Welle 72 gekommen, glaube ich. Damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut leveln. Beziehungsweise damit konnte ich ziemlich gut leveln. Und meine Hoffnung ist, dass wir jetzt erstmal mindestens Welle 80 mit durchgehendem Autoskip kommen. Ding ist halt, fürs Leveln lohnt es sich halt einfach nicht, mit manuellem Skip zu spielen. Deswegen auch mit Autoskip, weil wir ansonsten nur unsere Double XP Boost hier unten verschwenden würden. Sind schon auch die Double Coin Boost, aber die sind nicht so wichtig, sage ich ehrlich. Was meine Taktik aber ist, ist halt den Mewtwo V-Man mitnehmen. Sehr, sehr wichtig. Falls ihr nicht wusstet, er kann eben jede Unit, die in seinem Radius ist, stunnen. Was sehr, sehr hilfreich ist, desto weiter wir auch kommen. Dann haben wir hier nochmal den Astro mitgenommen. Was er macht, ist ganz einfach. Der hat einen guten DPS Plus und man kann 60% verlangsamen. Und das nicht wie bei Chef-TV-Man, wo er eben nur eine Unit verlangsamt, nämlich die vorderste oder die hinterste oder die stärkste oder die schwächste, sondern er kann jede, die in dem Radius, wo er eben angreift, verlangsamen, was super OP und wichtig ist. Wir sind Welle 74, also wir sind in der gleichen Welle, wo ich normalerweise jetzt verlieren würde. Ich würde 74 bis 46 verlieren, wenn ich meine normale Methode, um erstmal Endless Ranks zu farmen, benutzen würde. Und nein, okay, Glitch Toilet, okay, die wurde gestunt. Die hintere Glitch Toilet wurde auch gestunt. Okay, das kann sehr, sehr kritisch werden. Das wird sehr, sehr kritisch. Wir verkaufen den. Deine TV-Man. Nein, ich kann keinen verkaufen. Wir haben verloren. Wir haben wegen Glitch Toilets verloren. Und ich kann leider auch keine Unit verkaufen. Für mir und TV-Man so, das lohnt sich auch nicht. Wir haben verloren. Wir haben verloren, Leute. Das heißt, ich muss es leider zugeben. Die gleiche Methode, nur anstelle eben der beiden Titanen einfach zwei Booster-Units zu nehmen, wäre besser, als den Hyper-Upgrade Titan Speaker-Man mitzunehmen. Und Nummer zwei, was natürlich auch geht, wenn wir den Titan Clock-Man mitgenommen hätten, anstelle des Hyper-Upgrade Titan Speaker-Mans, weil dann hätten wir erstmal seine Time-Stop-Ability benutzen können, die so aussehen würde. Dann hättet ihr erstmal hier den Time-Stop-Button, den, wenn ihr ihn drücken würdet, erstmal die Zeit für 10 Sekunden anhält, was sehr, sehr gut wäre gegen die Glitch-Toilets. Also hätten wir den mitgenommen anstelle von dem Hyper-Charge Speaker-Man, dann hätten wir auf jeden Fall es weiter geschafft als mit dem Hyper-Charged. Den können wir aber leider nicht verkaufen, neu platzieren, um dann erstmal den Timer zu resetten. Der Timer ist immer gleich. Leider Gottes. Wir können sogar zwei Titan Clockmans platzieren. Sogar drei, vier, fünf. Okay, warte, was? Auf jeden Fall, wir können mehrere von den Titan Clockmans platzieren. Leider Gottes hätten wir aber dann trotzdem nicht irgendwie fünfmal die Ability, sondern immer nur einmal und der Timer ist immer gleich. Ich bin wieder in tolle Tower Defense drin, ne? Und Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, wer in meinem Server ist. Nämlich einfach IMF, der Entwickler vom Spiel. Ihr wisst ja, es gibt ja Talantric, das ist ja der Besitzer vom Spiel und der das Spiel groß gemacht hat. Und dann gibt es IMF, der das Spiel programmiert. Und er ist einfach in meinem Server. Moin, ich habe deine Videos gesehen. Damit meint er wahrscheinlich meine Videos zum Sommer-Update. Denn, falls ihr euch erinnert, ich habe ja wirklich das Sommer-Update nicht wirklich gut geredet. Ich finde ja persönlich, vor allem Dark War Titan Speakerman ist trash. Er ist natürlich mit und er ist eigentlich auch eher mit. Die Sand Isles Map ist okay. Und alle Units aus der Sommer-Crate, außer dem Server-TV-Man, sind trash. Deswegen wahrscheinlich meinte er das. Genau das meine ich. Schau mal in dein Inventar. Mein Inventar ist einfach leer. Und er hat meine Gems auf null resettet. Was soll das, hallo? Ich will meine Sachen wieder haben. Krieg sie wieder, wenn du diese Challenge schaffst. Ich möchte, dass du den neuen Aquatitan Speakerman siehst und ihn vergötterst. Hier 1 Million Coins. Yo, ich habe einfach 1 Million Coins auf einmal. Okay, das ist crazy. Also ich krieg meine Units wieder, wenn ich erstmal den Aquatitan Speakerman ziehe. Aber ich habe einen kleinen Trick, Leute. Ich benutze erstmal unsere Luck Boosts, denn dann haben wir nicht mehr eine Chance von 0,01%, sondern eine Chance von 0,03%. Und ich habe ja schon mal das Experiment gemacht, wo ich 5 Millionen Coins ausgegeben habe, um die Crate zu öffnen. Und in dem Experiment habe ich aus 5 Millionen Coins 5 Aquatitan Speakermans bekommen. Deswegen, ich denke mal, das sollte machbar sein. Zumindest hoffe ich, dass es machbar sein wird. Oh, wir haben schon eine Titan Sandal bekommen. Ja gut, mit dem werde ich nicht wirklich was anfangen. Deswegen, wenn eine Person von euch gesigned eine Titan Sandman haben will, dann liked das Video, abonniert den Kanal und schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Dann werde ich einer Person erstmal einen gesignten Titan Sandman über die Post Office senden. Und da haben wir schon mal den zweiten Titan Sandman. Da haben wir schon mal den dritten. Da ist der vierte. Da haben wir nochmal den fünften.
Oh mein Gott, endlich haben wir den bekommen. Das hat ja ewig gedauert, die zu ziehen. Aber wir haben insgesamt 5 Titan Sandmans und 1 Aqua Titan Speakerman bekommen. Sehr, sehr gut. Gut, dann möchte ich bitte mein Inventar wieder haben. I am Evan, komm schon. Gerne. Aber wenn du willst, können wir noch eine Challenge machen. Wenn du die schaffst, dann kriegst du die erste Unit, die ich ausgerüstet habe. Oha, einfach der Upgraded Titan Drillman. Und daneben der Upgraded Titan Clockman. Den Upgraded Titan Clockman kriegst du bei Challenge 3. Nun gut, okay, ich bin bereit. Was ist Challenge Nummer 2? Ich nehme gerne den Titan Drill, man. Challenge 2 ist, in 10 Minuten in der Trading Plaza ein Team für die Sand Isles Map zu schaffen. Aber zuerst nehme ich dir wieder deine Coins und Units. Nein, hat mein Inventar wieder geklärt, außer ein Ohio Cameraman. Und meine Coins hat auch nicht komplett geklärt. Dann würde ich tatsächlich sagen, nutzen wir das aus, um erstmal eine Crate zu öffnen. Ich würde sagen, der Server TV-Man wäre schon gut. Wir kriegen erstmal First Trail Server TV-Man. Sehr nice. Und nach den Sunglasses Speaker-Man signen wir beide Units erstmal. Ich glaube, den Ohio Cameraman können wir sogar gesigned ziemlich gut wegbekommen, oder nicht? Siehst du, wir haben ja 10 Minuten Zeit und wir brauchen auf jeden Fall einen Green Laser, einen Santa TV-Man und einen Golden Future. Das sind die 3 Units, die wir auf jeden Fall brauchen. Das sind jetzt nicht wenige Gems, das sind locker 2000 Gems. Ich meine, wir können die erstmal reinwerfen. Was? Server TV-Man kostet so wenig? Nicht. Ja gut, okay. Und Ohio Cameraman ist auch nicht viel wert. Das heißt, wir haben maximal, wenn es gut läuft, 100 Gems an Units und das war's. Okay, das wird hart. Und stimmt, wir bauen sogar noch den Scientist Clockman. Deswegen, das wird sehr hart. Und dann gibt mir einen Sand Wizard Cameraman. Ich meine, machen wir das mal. Ich glaube, das ist ein guter Trade. Am Ende nimmt mich komplett hoch und ich kriege hier irgendwie eine Unit im Wert von 4 Gems oder so. Ich glaube aber, das ist ein machbarer Trade, oder nicht? Schau mal nach. Ich habe so fett Minus gemacht. Der hat mich ja richtig hoch genommen. Aber immerhin ist der Sand Wizard Cameraman tatsächlich eine usable Unit. Muss ich sagen, die ist zwar sehr teuer, aber die können wir mehr benutzen. Na gut, aber ohne Starter-Unit und ohne Moneymaker können wir die nicht benutzen. Und ey, der Typ gibt mir erstmal 3 Rocket Cameramans. Nein, die sind zwar nichts wert, aber von mir aus, Dankeschön. Immerhin supportet er mich. Oh, der gibt mir einfach 6 July 4th Crates. Nee, 7. Entweder ich wurde wieder hochgenommen oder ich bin lost. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist doch ein Profit, oder nicht? Warte mal, zuerst signen wir erstmal alle Units, die ich hier habe. Sehr schnell. Oh, und die sind tatsächlich was wert. Warte mal, da werfen wir die alle. Gesigned für 100 Gems rein. Das ist gut. Und da haben wir erstmal 100 Gems gemacht. Sehr nice. Für der Brief möchte erstmal ein Zelda TV-Man gesigned und gibt mir 80 Gems. Let's go, machen wir. Da ist erstmal dein Zelda TV-Man wieder, aber bisher kommen wir echt nicht weit. Okay, jetzt haben wir nochmal 600 weitere Gems gemacht. Dafür musst du den Titan Beach Ball Man sein. Sehr wichtig. Gut, jetzt haben wir hier nochmal von der gleichen Person den Titan Sigma Man, den wir signen sollen. Und jetzt will er runterfahren, denn noch 400 Gems. Nee, 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 ich will 600 Gems. Okay, perfekt, dann gib mir die 600 Gems. Let's go, da hast du die erstmal. Wir können ja nebenbei nachschauen, ob wir schon was mit den 1600 Gems kaufen können. Also Future Large ist drinne, sehr wichtig. Zelda TV-Man ist auch drinne. Wir könnten uns theoretisch noch einen Scientist Clockman holen auf einem anderen Server. Dafür hätten wir auf jeden Fall noch genug Gems, aber dann fehlt uns trotzdem noch der Green Laser. Das ist schlimm. Der Typ gibt mir jetzt erstmal eine Time Crate gegen einen gesignten Santa. Ist okay eigentlich. Ich glaube, eine Time Crate gesigned kann man sogar gut verkaufen. Wir haben aber echt gar keine Zeit. Die kann man voll gut verkaufen. Let's go, das ist huge. Perfekt, jetzt haben wir auch erstmal 300 weitere Gems. Dafür, dass ich erstmal was signe. Sehr gut. Dann würde ich dir sagen, hier dein Sinister Titan TV, man. Und das Ding ist halt, wir sollten jetzt genug Gems für den Green Laser haben. Problem ist halt, wir haben nicht genug Zeit, noch unsere letzten Crates zu verkaufen. Heißt, wir werden leider nicht noch einen Scientist Clockman bekommen. Aber egal, jetzt haben wir immerhin den Green Laser Cameraman. Halt noch ein paar Crates. Wir haben halt noch 6 Crates. Die sind gut was wert. Also eigentlich hätten wir die Gems für den Scientist Clockman. 800 Gems kostet der nur. Timer ist vorbei. Ich versuche trotzdem aber erstmal meine Sachen einfach loszuwerden. Keine neuen Sachen zu bekommen, sondern wirklich die Sachen noch loszuwerden. Das sollte fair sein. Weil wir haben ja vom Value eigentlich den Scientist Clockman. Komm schon, bitte nimm den Trade an. Das ist over. Er nimmt den Trade an. Was eine Legende. Dann haben wir doch im letzten Moment noch einen Scientist Clockman bekommen. Natürlich, das war nach dem Timer zu Ende, aber es war jetzt nicht viel länger. Das war wirklich maximum eine Minute, nachdem der Timer zu Ende war. Ich hoffe mal, dass dieses Team einfach mal ausreicht, den Modus durchzuspielen. Wir fangen erstmal damit an, dass wir natürlich den Zelda TV-Man platzieren. Ding ist halt, eigentlich sollten diese Units komplett ausreichen, um den Modus zu schaffen. Das Einzige, was ein Problem werden könnte, wäre tatsächlich der Krabbenboss. Bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob wir den so einfach hinbekommen werden. Aber ich glaube, die Titan Sandmans Hideout-Basis, die wir ja jetzt upgraden können, seit
dem neuesten Update. Kann das, glaube ich, auch Tank? Hoffen wir einfach mal. Stehen wir jetzt erstmal hier an den Seiten. Green Laser Cameras. Einmal hier und einen hier. Und gleich sobald wir wieder Geld bekommen, dann ziehen wir einen hier hinten und einen hier vorne. Jetzt wird es Zeit, sehr viel Geld zu verdienen. Dann sehen wir jetzt auch schon mal den ersten Scientist Clockman. Jetzt den zweiten. Und ich glaube, das ist sogar profitabler, wenn wir den nicht auf Level 2 upgraden, sondern erstmal die Center TV-Mans upgraden. Ich glaube, das lohnt sich mehr. Lass auf jeden Fall den ersten schon auf Level 3 upgraden. Haben die Probleme, die Green Laser? Ich glaube nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das heißt, wir können schon mal alle Center TV-Mans auf Level 3 upgraden, bevor wir die Green Laser upgraden müssen. Wir werden so viel Geld brauchen. Das ist insane. Also der Modus ist schon schwer. Wenn er vereinfacht wurde, ist er immer noch schwer. Dann wird es aber auch erstmal Zeit, den ersten Scientist Clockman auf Level 2 zu upgraden. Jetzt auch den zweiten. Danach upgraden wir alle Center TV-Mans auf Level 4. Und sobald nochmal der letzte auf Level 4 ist, werden wir... den Green Laser Cameraman upgraden. Ich wollte eigentlich sagen, den Future Large Clockman platzieren, aber das sieht ja viel gefährlicher aus, als ich dachte. Das kann kritisch enden. Wir brauchen schnell den Runden-Skip, damit wir schon mal den zweiten Future Large Clockman platzieren können. Weil die Boss-Teute sind schwerer, als ich dachte. Ja, das können wir schon mal den zweiten platzieren. Die können wir nicht upgraden, aber im Fall der Fälle haben wir immer noch unseren Ultra Lightning Time Stop. Beziehungsweise, nee, nicht den Ultra Lightning, aber den normalen Lightning Time Stop. Das sieht sehr kritisch aus. Es sollte tatsächlich machbar sein. Wir können schon mal den ersten... Oh nein, die Cat Toilet kam durch und ich habe zu spät den Time Stop. Egal, jetzt haben wir erstmal die Titan Sam mit Tidot ein bisschen geupgradet, damit wir nicht auszusehen wieder verlieren. Digga, das ist crazy. Wir upgraden schon mal den auf Level 2, den Future Large. Wir haben einfach eine Time Stop Ability gewastet. Das ist nicht gut. Dachte halt, weil die auf der rechten Seite hochgenommen wurden, die auch auf dieser Seite hochnehmen werden, aber ich habe vergessen, der Modus spawnt ja nicht gleichmäßig die ganzen Toilets, sondern die werden ja ungleichmäßig gespawnt. Auf der einen Seite gibt es mehr, dann gibt es auf der anderen Seite weniger und so weiter und so weiter. Das ist ein bisschen random, das ist sehr schlecht. Aber egal, upgraden wir schon mal diesen auf Level 3 und nochmal den linken gleich auf Level 3. Und dann sollten wir ein bisschen einfaches Leben haben, hoffe ich. Ist auf jeden Fall sehr gefährlich und wir sollten eigentlich hier schon mal auch an den anderen Ecken, beziehungsweise an den anderen Seiten, Future Large Clockmans platzieren, damit die ganzen Teile schon mal früher verlangsamt werden und wir ein kleineres Problem haben als davor. Weil das ist mir alles zu gefährlich, sage ich ehrlich. Wir haben aber schon mal alles relativ auf Level 7, das ist sehr, sehr gut. Und da ist eine Glitch-Toilet, gefällt mir echt nicht. Komm, gib mir ein bisschen mehr Geld, dann können wir schon mal einen Future Large Clockman auch auf Level 2 upgraden. Beziehungsweise einen, den wir extra platziert haben und das haben wir auch erstmal, was schon sehr gut ist. Das heißt, die Glitch-Toilet hat schon mal weniger Chancen und wird auch erstmal länger verlangsamt, was sehr gut ist. Kriegen aber nicht genug Geld für den Future Large Clockman auf Level 4. Jetzt haben wir es natürlich bekommen, aber davor hat es sich tatsächlich mehr gelohnt, den Zeller TV-Man einfach zu maxen. Ich meine von mir aus. Lass uns nochmal hier den auf Level 4 upgraden und dann erstmal versuchen, alle Center TV-Mans zu maxen. Denn wie gesagt, das kostet schon Geld. Jetzt können wir schon mal den maxen und dann zum Schluss fehlen es noch 1000 Dollar und oh mein Gott, ist der stark. Das gefällt mir nicht. 645.000 Leben. Können wir das machen? Eigentlich schaffen wir das. Nimm Level 4er, das reicht schon aus. Jetzt haben wir schon mal alle Center TV-Mans gemaxt und dann wird es erstmal gleich Zeit für den ersten gemaxten Future Large Clockman. Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus, sage ich ehrlich. Jetzt haben wir schon mal den ersten gemaxt. Da kommt der zweite dran. Wobei, okay, wir kriegen nicht schnell genug Geld. Es lohnt sich mir erstmal, die Scientist Clockmans alle auf Level 4 zu upgraden. Was das höchste ist, wie wir die auch upgraden werden. Und jetzt werden wir erstmal den auf Level 3 upgraden. Denn es macht jetzt keinen großen Unterschied, wie wir davor ein bisschen upgraden. Wir müssen uns wirklich nur darum kümmern, dass die früher oder später geupgradet werden. Jetzt, wo erstmal alle Moneymaker durch sind. Wir sind gleich in Welle 50. Und ich muss jetzt einfach einen Lightning Timestop aktivieren, weil die hier sonst durchkommen. Außerdem möchte ich kurz anmerken, ich habe die Titan Sandmans Hideout gemaxt und wir hätten schon 10-mal verloren, hätte ich die nicht gemaxt. Warten aber jetzt noch, bis wir einen weiteren Rundenskip bekommen, der jetzt endlich da ist, damit wir erstmal alle Center TV-Mans verkaufen können, um erstmal weitere Future Large Clockman zu platzieren. Ich denke mal aber, wir haben nicht genug Geld, um erstmal alle auch zu maxen. Ja gut, okay, einen können wir nicht maxen. Wo spawnt aber der Boss? Und das sieht wieder so gefährlich aus. Aber wo ist der Krabbenboss? Wir sind Welle 50. Wo ist der? Ach, da ist der! Da würde ich sagen, wir platzieren auf, wahrscheinlich hier der linken Seite einen weiteren Future Large Clockman und hoffen einfach mal, dass wir nicht verlieren. Weil das sieht wieder so kritisch aus. Es ist so schlimm. Also mit dem Modus ist wirklich nicht zu spaßen. Sand, als auch wenn die einfacher gemacht wurde, ist immer noch insane schwer. Hätten wir immer noch so eine Clockwoman, wäre das nochmal einfacher. Aber so ist das sehr, sehr schwer. Egal, wir haben schon mal die linke Seite durch. Das heißt, ich würde sagen, wir verkaufen sogar einen weiteren, um erstmal hier ein bisschen Support zu geben. Und gleich haben wir auch erstmal die Police-Toilets hochgenommen. Sobald wir die hochgenommen haben, werden wir erstmal die weiteren Future Large Clockmans aufverkaufen.
laufen und erstmal hier hinten, beziehungsweise hier vorne, einen Boss neu platzieren. Problem ist halt auch, wir haben keinen Timestop mehr. Den musste ich halt benutzen, irgendwie Welle 49. Aber die Police SWAT Toilets sind weg. Heißt, wir verkaufen jetzt erstmal diese gesamten Toilets hier, auch die hier, um erstmal die hier vorne neu zu platzieren. Und hoffen wir einfach mal, dass wir die rasieren werden. Let's go, werden wir die hochnehmen. Wie viel Leben hat die? 19,5 Millionen hat sie noch übrig. Aber wieso machen wir da keinen Schaden? Wir haben die ganze Zeit gerade geschlagen, aber sie hat keinen Schaden kassiert. Oh mein Gott, die wird durchkommen. Das Ding ist halt, wir haben noch 5000 Leben. Macht der Boss 5000 Leben Schaden? Das ist jetzt die Frage. Oder werden wir das jetzt überleben? Werden wir das überleben oder wird die uns hochnehmen? Wobei, die stehen geblieben. Wenn die noch einmal stehen bleibt, können wir die easy hochnehmen. Die hat nur noch 5 Millionen Leben. Das ist so knapp. Das ist so knapp. Aber die wird ans Ende kommen. Und Tatsache, aber wir haben es überlebt. Die hat noch 800 Schaden gemacht. Und da haben wir gewonnen. Okay, I am Evan, dann lass mal rüberwachsen. Warte mal. Yo, der hat mir sogar wirklich mein gesamtes Inventar wiedergegeben. Vielen lieben Dank, aber lass jetzt erstmal rüberwachsen mit dem Titan Drillman. Und da haben wir erstmal den upgraded Titan Drillman plus einem Arco Titan Speakerman. Ich meine, gratis nehme ich den gerne an. Dankeschön. Aber Leute, damit hört es ja nicht auf. Wir wollen natürlich auch erstmal den upgraded Titan Clockman bei ihm haben. Was muss ich für ihn tun? Challenge 3 ist, das Glücksrad dir sagen zu lassen, wie weit du im Endlos-Modus kommen sollst. Welche Units sagt doch das Glücksrad? Center plus Speaker Repair sind erlaubt. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Gut, Leute, jetzt binden wir erstmal das Glücksrad. Ich hoffe einfach mal, wir bekommen 30 Wellen. Wir kriegen 50. Das ist gut. Das ist einfach. Jetzt müssen wir nur noch unsere Units erst binden. Wir können ja 4 mitnehmen. Wir bekommen als erste Unit den Large Laser Cameraman. Das ist gut. Equippen wir den erstmal. Das ist eine gute Startunit. Und machen wir weiter. Und wir kriegen den Scientist Mac. Equippen wir den erstmal. Keine schlechte Unit. Eigentlich 60.000 DPS ist halt nur eine Unit mit einem Schaden. Also nicht mit AOE oder sowas. Was ein bisschen schade ist. Aber als nächstes bekommen wir den Green Laser Cameraman. Dann brauchen wir ja gar nicht den Large Laser Cameraman. Equippen wir ihn erstmal. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt zum Schluss eine richtig starke Unit. Denn ich weiß nicht, ob der Scientist Mac ausreicht, um bis Welle 50 zu kommen. Aber mal gucken. Wir kriegen zum Schluss den Golden Future Large Clockman. Insane. Also ich sage so, wie es ist, Leute. Das ist unmöglich, jetzt zu verlieren. Denn das Ding ist halt, falls ihr nicht wusstet, der Golden Future Large Clockman reicht aus, um Endlos-Modus zu solon. Natürlich mit einer Starter-Unit, aber wir könnten ihn einfach platzieren, bräuchten nicht mal irgendeine andere Unit und der würde locker, vielleicht mit einem Speaker-Repair-Drone, bis Welle 100 ausreichen, mit durchgehend Autoskip. Deswegen, ich habe sehr viel Zuversicht. Wir könnten theoretisch jetzt einfach uns den Golden Future Large Clockman ersparen, aber wisst ihr was? Wir platzieren jetzt erstmal den Large Laser Cameraman und upgraden einfach mal aus Spaß. Zuerst die drei ersten Units, die wir haben, die ein bisschen schwächer sind, weil das zu verlieren bis Welle 50 ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Warum ist aber auch der Large Laser Cameraman eine gute Starter-Unit? Und ich kann mir vorstellen, dass er sogar ausreicht bis Welle 50. Denn man kann mit ihm erstmal den Nightmare-Modus komplett durchsolon. Natürlich ist Endlos ein bisschen schwerer als Nightmare, vor allem ab Welle 40. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das trotzdem ausreicht. Moneymaker-Unit, Speaker-Repair-Drone und er reichen safe aus. Deswegen war das auch sehr lucky, dass wir den als erste Unit bekommen haben. Das Krasse an ihm ist halt eben seine Range. Dafür, dass er so billig ist, kann man ihn sehr, sehr schnell, sehr, sehr oft platzieren. Und das, wenn der eine gute Range hat, einen 14.000er DPS, der jetzt nicht so wild ist, was sich aber erstmal mit seiner Range ausgleicht. Der ist quasi einfach eine schlechtere Version vom Leprechaun Cameraman, könnte man quasi sagen. Auch wenn der Leprechaun Cameraman teurer ist, ist halt dafür besser mit Piercing-Schaden, mit mehr Schaden und so weiter und so weiter. Lass uns dann aber erstmal den Green Laser Cameraman upgraden, damit er weiter diese ganzen Toilets verlangsamen kann. Boah, stimmt eigentlich. Vor allem in Kombination mit Verlangsamung ist ja der Large Laser Cameraman besser. Das ist crazy. Das Einzige, was jetzt noch crazier wäre, hätten wir irgendwie den Large Famine oder Titan Famine bekommen. Aber jetzt haben wir erstmal den Green Laser Cameraman gemaxt. Und seine Range ist auch richtig gut. Mann, der rasiert vor allem die alleine die gesamten Toilets. Das ist wild. Dann haben wir auch erstmal die Mutant Toilet 2.0. Meint ihr, die werden wir hochnehmen, ohne überhaupt den Large Laser zu upgraden? Und absolut. Aber wir werden den trotzdem upgraden. Denn ihr seht jetzt auch das, was ich meine. Langsam und langsam erhöht er seine Range. Und die ist halt insane hoch. Und der ist auch echt billig zu maxen. Ich glaube, insgesamt 10.000 kostet der, um ihn zu maxen. Das ist echt nicht viel. Ist sogar weniger. Der kostet vielleicht $750. Das ist crazy. Machen wir dann aber erstmal weiter, bevor wir mit dem Golden Future Large Clockman weitermachen. Mit dem Scientist Mac. Und natürlich nebenbei nochmal die Speaker Repair Drone. Einfach, weil ich die schnell vom Tisch haben möchte. Was jetzt ist. Aber wenn wir uns erstmal die Scientist Mac anschauen, sehen wir, der hat gerade nur einen Laser, weil sein rechter Laser kaputt gegangen ist. Das ändert sich aber, glaube ich zumindest, wenn wir
den maxen. Wir sehen, der hat erstmal eine gute Range. Aber der macht doch nur Single-Schaden und das ändert sich auch nicht. Das Einzige, was sich halt ändert, ist seine Range. Die wird halt echt groß. Also das ist seine Walk-Range. Und das hier ist erstmal seine Range, in der er Schaden machen kann. Quasi wie bei einem Spider-TV. Also man muss sagen, der ist jetzt nicht wirklich wild, aber der ist das auch nicht schlecht. Und ich glaube, den kann man echt schnell maxen. Kann das sein? Ich glaube, der geht nur bis Level 3. Ja! Und irgendwie ist sein rechter Laser immer noch kaputt. Ich dachte, das würde sich fixen, aber das, was ich meine, ist einfach nur diese zwei Laser, die er jetzt unten hat. Heißt, er hat jetzt drei Laser, die aber trotzdem nur auf die vorderste oder stärkste oder schwächste oder nächste Toilet gehen. Das heißt, er ist zwar schon stark, aber mir gefällt es halt eben nicht, dass er nur auf einer Toilet gleichzeitig Schaden machen kann. Heißt, er hat keinen AOE-Schaden, wie zum Beispiel die Spider-TV. Das gefällt mir halt an ihm nicht. Lass uns dann aber erstmal den Golden Future Large Crockman platzieren. Und um den ganz einfach zu beschreiben, ist der normale Future Large Crockman mit mehr Schaden, ein bisschen teurer, besserem Lightning Time Stop. Nämlich hier unten haben wir den Ultra Lightning Time Stop. Und zum Schluss halt einfach mit mehr Verlangsamung dazu. Das heißt, der ist einfach der Future Large Crockman, den wir vorher bei der Ascent Alt Map hatten. Nur in besser. Das ist crazy. Vor allem haben wir ihn jetzt anstelle von einem DPS von, glaube ich, 55.000 oder 60.000 bei dem Future Large Crockman. Einfach einen, der fast doppelt so hoch ist. Nämlich 115.000. Das ist crazy. Da haben wir auch die Flying Dual Buster Toilet. Und die ist jetzt schon weg. Das ging schnell. Und jetzt haben wir auch schon mal den Golden Future Large Crockman gemaxt. Und ich sage ehrlich, mit diesem Team hätten wir sogar es bis Welle 100 geschafft. Wir hatten wirklich Glück, dass wir den Golden Future Large Crockman bekommen haben. Und dann haben wir den letzten Boss, nämlich die Giant Smooth Toilet. Um dominant zu zeigen, werde ich auch erstmal den Ultra Lightning Timestorm verwenden. Und oh mein Gott, der hat gar keine Chance. Wir machen nochmal aus Prinzip einfach die Emergency Ability und wir haben gewonnen. Okay, IMF, und dann bitte her mit dem Upgraded Titan Clockman. Und er hat mir einen Trade gesendet. Let's go. Und da haben wir den. Vielen lieben Dank für den Upgraded Titan Clockman. Wir sind wieder in Toilet Tower Defense drinne. Und ihr werdet es mir nicht glauben, Leute. Denn wenn ich erstmal zur Mitte der Map gehe, seht ihr, da ist einfach da Fuck Bumm. Ich weiß echt nicht warum, aber hier ist einfach der Ersteller der Skibidi Toilet Serie. Wenn wir auf ihn draufklicken, sehen wir sogar, er hat voll die wilden Units. Da ist mir den Center TV Man, den Titan Bunny Cameraman, einmal die neue Max Camera Woman, einmal den neuen Scientist Mac und zum Schluss einfach den Titan Clover Man. Keine schlechten Units. Ich natürlich möchte den Titan Clover Man haben. Deswegen fragen wir ihn erstmal. Bitte gib mir Titan Clover Man. Was? Er schreibt nö. Was soll das heißen? Ey, weh, ich muss hier genauso wie bei Talentric unendlich viele Robux gefühlt ausgeben. Da Fuckbomb, du bist doch eh schon Millionär. Lass mich doch in Ruhe. Antworten wir mit doch. Oh, er schreibt okay. Aber du musst eine Challenge schaffen. Was für eine Challenge, bitte? Wir fragen ihn mal, welche Challenge? Du musst drei Challenges schaffen. Und wenn du alle schaffst, kriegst du meinen Titan Clover Man free? Bei free OP Units, free OP Pets, ich bin direkt dabei, Leute. Ihr kennt mich. Fragen wir ihn erstmal, was die erste Challenge ist. Du musst eine Runde auf Toilet HQ gewinnen. Das klingt einfach, denke ich mal. Ich meine, wir können wortwörtlich eigentlich nur den Leprechaun Cameraman mitnehmen. Oder den Mewing TV Man und wir hätten schon gewonnen. Deswegen, da muss doch mehr kommen, oder nicht? Aber das Glücksrad sagt dir, welche Units du benutzen sollst. Und welchen Schwierigkeitsgrad du spielst. Ich sag ehrlich, das macht Sinn. Weil sonst wäre es halt wirklich zu einfach. Dann würde ich sagen, spinnen wir direkt erstmal das Glücksrad für den Schwierigkeitsgrad. Ich meine, theoretisch können wir einfach den Easy-Mode bekommen. Dann werden wir easy durch, egal welche Units wir bekommen. Aber wenn wir Nightmare bekommen und dann nur Trash-Units bekommen, wäre schon kritisch. Wir schauen mal nach. Wir bekommen halt Schwierigkeitsgrad erstmal. Ein Nightmare! Oh mein Gott! Wir haben einfach Nightmare bekommen. Okay, das wird wild. Wenn wir jetzt keine guten Units bekommen, haben wir verloren. Wir spinnen mal das Glücksrad. Wir bekommen als erste Unit erstmal den Shotgun-Cameraman. Equippen wir den erstmal. Der ist ehrlich gesagt keine schlechte Starter-Unit, sind wir ehrlich. Machen wir dann aber erstmal weiter mit dem Glücksrad. Wir bekommen mal eine zweite Unit. Bitte irgendwas Gutes. Wir brauchen noch eine Money-Unit. Kriegen den Announcer-Cameraman. Okay, das ist gut. Equippen wir auch erstmal den hier. Brauchen tun wir aber trotzdem erstmal immer noch eine Money-Unit. Wir kriegen als nächste Unit den Upgraded Titan Cinemaman. Equippen wir den erstmal. Also das Einzige, was jetzt wortwörtlich falsch offen kann, ist, dass wir keine Money-Unit bekommen. Wir haben eine stabile Starter-Unit. Uns fehlt halt wirklich jetzt nur noch eine Money-Unit. Let's go, wir bekommen aber als nächstes Unit erstmal den Camera-Attack-Helikopter. Ja, equippen wir auch den erstmal. Uns fehlt halt aber eine Money-Unit. Komm, Leute, wisst ihr was? Wir fragen einfach mal da Fuck Bumm, ob er mir erstmal mir
erlaubt, den Zelda TV mehr mitzunehmen. Kann ich bitte den Zelda TV mehr mitnehmen? Ja? Oha, was für ein Ehrenmann. Dann nehmen wir erstmal direkt den Zelda TV mehr mit. Ich sag gerne, ich hätte jetzt nicht mitgerechnet, dass er uns erlaubt, den Zelda TV mehr mitzunehmen. Wählen wir dann erstmal Nightmare aus und machen außerdem erstmal direkt den Autoskip an, denn wenn schon, denn schon. Und ich sehe jetzt schon, die neue Toilet HQ Map sieht ja viel besser aus. Aber dann würde ich sagen, platzieren wir erstmal die Zelda TV Mans. Kann auch sein, dass sie ein bisschen größer gemacht wurde oder liege ich da falsch? Ich habe auch das Gefühl, die wurde größer gemacht. Aber die alte hat mir gar nicht gefallen, sage ich auch ehrlich. Ich hoffe aber auch, dass wir erstmal die ganzen Toilets hochnehmen werden. Und okay, Shotgun Cameraman hat nicht so einen guten Starter-Unit-Effekt, sage ich mal. Denn er hat nur einen Cooldown von 1, was jetzt nicht so gut für den Anfang ist. Er hat zwar einen Damage von 300 und mit dieser Position sollte er es auch für den Anfang hinbekommen, aber es kann doch kritisch werden. Vor allem, weil wir auch nicht den Camera-Attack-Helikopter platzieren können, weil er komplett trash ist. Upgraden wir dann erstmal direkt den Shotgun-Cameraman für eine bessere Range, für einen besseren Cooldown und für einen besseren Damage. Jetzt sollten wir für den Anfang, hoffe ich zumindest, keine Probleme haben. Wir brauchen auf jeden Fall schnell Geld, denn hier kommen schon die ersten Toilets durch. Das ist nicht gut. Und langsam kommen auch echt viele Units. Aber zum Glück haben wir noch den Announcer. Wir könnten noch den erstmal platzieren. Hätte auch erstmal schon mal einen Boost von 5%. Was gut wäre, würde ich sagen. Upgraden wir den einmal auf jeden Fall noch. Jetzt hat er nochmal einen Cooldown-Boost bekommen. Und einen Damage-Boost. Aber Damage-Boost ist jetzt nicht so wichtig. Es geht eher darum, dass die kleinen Toilets hochgenommen werden. Und nein, wir wurden gestunt. Nein, wir wurden gestunt. Oh nein. Ich habe direkt den zweiten platziert. Oh mein Gott, ist das knapp hier. Ich glaube, die kommen schon durch, oder? Safe kommen die durch. Okay, einer kam sogar nur durch. Okay, das ist sogar gut. Aber ey, wir werden einfach gestunt. Was soll das? Let's go, wir upgraden den nochmal, den Shotgun-Cameraman. Das ist ja richtig ehrenlos. Und hier kommt erstmal eine Toilet durch und wir kassieren 10 Schaden. Richtig ehrenlos. Dass wir einfach gestunt werden. Und das ist auch ein kleines Problem, dass wir erstmal keine Healer-Unit bekommen haben. Platzieren wir dann aber erstmal den Announcer-Cameraman mit einem 10% Cooldown-Boost. Heißt, jetzt sollten die kleinen Units, hoffe ich zumindest, kein Problem sein. Und wir können zumindest vorerst auf die Zelda TV-Mans fokussieren, denn ich möchte natürlich auch den Upgraded Titan Cinema-Man platzieren. Denn er ist auf jeden Fall gut. Und eben, weil er auch AOE-Schaden hat, ist er auch gut gegen die kleinen Units. Und wir wurden wieder gestunt. Aber diesmal wurde der Schwache von beiden gestunt. Also habe ich auch zu sehen, die in der rechten Reihenfolge platziert. Sehr, sehr wild. Aber ey, wir nehmen die bisher sehr, sehr gut hoch. Na gut, bis auf die Buzzsaw-Toilets hier hinten. Uiuiui. Jetzt upgraden wir nochmal, beziehungsweise maxen wir sogar den Shotgun-Cameraman. Und okay, der hat die ziemlich gut rasiert. Der hat auch eine ziemlich gute Range. Aber eine Range von 30 ist jetzt nicht das Wildeste, was es gibt. Aber ist schon stabil, kann man machen. Nehme ich zumindest gerne an. Und hä, wie wurden wir gerade gestunt? Als ob ihr uns von so einer Entfernung, von 2 Lanes Entfernung stunnen können. Und wie lange stunnt ihr uns? Das ist ja richtig ehrenlos. Egal, wir upgraden nochmal den Announcer. Und nein, diesmal wurden wieder beide gestunt. Wir haben keine Healer-Units. Das ist nicht gut. Jetzt was, dann passiere ich erstmal noch einen dritten Shotgun-Cameraman. Versucht ihn so schnell es geht zu maxen. Ich hoffe, die nehmen auch die Mutant-Toilet 2.0 hoch. Weil wenn nicht, haben wir ein riesiges Problem. Und ja, gut, okay, die nehmen die doch hoch. Wir brauchen auf jeden Fall schnell erstmal eine Upgraded Titan Cinema-Man wegen dem AOE-Schaden. Aber wie gesagt, das ist auch ein kleines Problem, dass wir eben keine Healer-Unit haben. Sehen wir dann aber auch erstmal den Upgraded Titan Cinema-Man. Hallo. Da jetzt, let's go. Und wir sehen, er hat erstmal von Anfang an seinen AOE-Schaden, der jetzt nicht wirklich gut ist, aber für schwache Units ausreichen sollte. Und warum sind die wieder gestunt? Die sind die ganze Zeit gestunt aus irgendeinem Grund. Maxen wir auch erstmal den Announcer und jetzt fokussieren wir uns auf den Upgraded Titan Cinema-Man. Denn wenn wir einen von ihm gemaxt haben, brauchen wir, glaube ich, gar nichts mehr machen. Ich glaube, dann haben wir schon gewonnen. Let's go, wir upgraden den auf Level 2. Jetzt hat er erstmal sein Schwert. Und ich sage ehrlich, wir sollten eher auf den Zelda TV-Man gehen, oder nicht? Oh, das sind Parasiten. Jetzt checke ich das erst. Deswegen stunnen die uns die ganze Zeit. Das sind einfach Parasiten, die zu uns fliegen. Voll ehrenlos. Und alle sind gestunt, außer der Upgrade Titan Cinema-Man. Das ist echt nicht gut. Wir müssen den so schnell es geht wieder upgraden. Aber der ist halt auch sehr teuer und der wurde gestunt. Nein. Airplane Toilet kommt durch. Wir haben ein riesiges Problem, Leute. Oh mein Gott, hat die Airplane Toilet 300 Schaden gemacht. Was ist das? Komm, bitte, nimm die Flying Rocket Toilet hoch. Bitte doch. Ich sogar den Shotgun Cameraman jetzt. Da ist auch die UFO Toilet. Ey, das ist so gefährlich. Ohne Spaß. Aber wir werden auch die ganze Zeit gestunt. Und nein. Nein, okay, okay. Die wurden noch hochgenommen. Ey, das ist viel zu stressig. Und das nur, weil wir eben keine Healer-Unit haben. Und die uns eben aus irgendeinem Grund aus einer Distanz von 3 Milliarden gefühlt. Ja, und stunt. Wir haben erstmal den Upgrade Titan Cinema-Man auf Level 4 geupgradet. Bitte sag mir, dass wir nicht weiter gottlos gestunt werden. Upgraden wir außerdem erstmal die Zelda TV-Mans. Und ich hoffe einfach mal, dass Upgrade Titan Cinema-Man auf Level 4 ausreicht. Und nein, der wird gestunt. Das ist nicht gut. Wir kriegen auch nicht genug Geld. Wir müssen wirklich jetzt erstmal noch in dieser Runde alle Zelda TV-Mans auf Level 7 bringen, was wir jetzt getan haben. Damit wir hoffentlich in der nächsten Runde, was wahrscheinlich nicht sein wird, wahrscheinlich erst in der übernächsten Runde, den Upgrade Titan Cinema-Man auf Level 5 upgraden können. Aber die kommen so
weit. Schaut euch das an, Balaklava-Toy hat immer noch 211.000 Leben. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Okay, doch, die kriegen wir noch hin, zum Glück. Das ist jetzt erstmal der Upgrade-Titan Cinemaman upgraden, unter wofür der gestand. Aber er hat erstmal, was ihr auch gerade sehen konntet, seinen Kernlaser bekommen, was sehr wichtig ist. Aber ey, das ist trotzdem so kritisch. Das fühlt sich so hektisch und kritisch alles an. Das ist wirklich hardcore. Aber auch wild, dass wir erstmal als Schwierigkeitsgrad Nightmare bekommen haben, anstelle von, als Beispiel, den Easy-Mode. Hätten wir Easy-Mode bekommen, hätten wir jetzt schon gewonnen. Aber nein, wir kriegen natürlich erstmal Nightmare, müssen richtig spielen. Mann! Aber seitdem der Upgrade-Titan Cinemaman auf Level 5 ist, macht er schon einen viel besseren Drop. Ja gut, okay, die Explosive-Toilets haben trotzdem uns gestunt wie sonst was. Aber jetzt, wo wir auch erstmal alles in der TV, wie man es gemaxt haben, werden wir auch erstmal mehr Geld kassieren. Das heißt, wir sollten uns jetzt eigentlich keinen Kopf mehr machen. Wir sollten gleich erstmal den Upgrade-Titan Cinemaman, Level 6 packen, let's go. Jetzt fehlen noch 2 Level, bis er komplett gemaxt ist. Und sobald er komplett gemaxt ist, ich meine, da sollten wir sowieso uns keinen Kopf mehr machen. 71.000 DPS sind viel. Richtig viel. Und vor allem, wenn er gemaxt ist, hat er auch einen Stun von 5 Sekunden, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich glaube, Level 7 waren 3 Sekunden Stun und dann Level 8 waren 5 Sekunden Stun, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und Tatsache, ich lag richtig. Jetzt haben wir schon mal 3 Sekunden Stun. Das sehen wir, wenn er endlich jemanden stechen würde. Und da hat er es getan. Der wurde ziemlich schnell hochgenommen. Sein Schwert macht echt viel Schaden. Aber da haben wir es auch wieder gesehen. Der wurde wieder gestunt. Das ist aber schön zu sehen, dass auch wenn der Anfang so kritisch aussah, es, glaube ich, nicht mehr so schwer sein wird. Ich meine, wir müssen jetzt eigentlich nichts mehr machen, außer Upgrade Titan Cinemaman platzieren und die dann zu maxen. Denn wir haben jetzt schon erstmal den ersten gemaxt. Und hier ist ja gar keine. Sie sind alle 7 Milliarden Meter entfernt. Passieren wir jetzt erstmal den zweiten. Ey, das wird wirklich ziemlich easy, habe ich das Gefühl. Das ist erstmal die Giant Smooth Toilet. Und ich muss sagen, das ist echt gar kein Problem. Der Anfang war zwar sehr, sehr kritisch. Habt ihr ja selber gesehen. Ich meine, unsere Basis hat nur 90 Leben. Aber seitdem wir den ersten gemaxt am Great Titan Cinemaman haben, ist es ja easy wie sonst was. Ich meine, schaut euch das an. Wir können sogar hier noch den Captain Barrel Tech Helikopter platzieren und nicht maxen, weil er genervt wurde. Beziehungsweise gestunt wurde. Und den daneben erstmal maxen. Und wir haben gewonnen. Okay, da Fuckbum, ich bin wieder da. Was ist die zweite Challenge? Bau dir ein Team aus 600 Gems im Marketplace zusammen. Und dann spin das Glücksrad für den Schwierigkeitsgrad auf der Toilet City. Map meint er wahrscheinlich. Okay, das ist auch wieder eine interessante Challenge. Und es passt sogar perfekt. Ich habe 607 Gems. Theoretisch können wir noch ein paar Minütchen warten. Dann würden wir noch ein paar mehr Gems durch den VIP-Reward bekommen. Da in einer Minute. Aber diese 20 Gems machen ja eh keinen Unterschied. Wir haben ja die 600 Gems. Und dann würde ich erstmal sagen, gehen wir in den Marketplace. Okay, wir haben 5 Minuten Zeit, wie ihr unten rechts sehen könnt, uns ein Team zu ercraften. Wir fangen natürlich mit der wichtigsten Unit an, was? Der Santa TV Man ist. 230 Gems ist hardcore. Aber ich sehe, wir können theoretisch erstmal Mewing TV Man nehmen, Santa TV Man und dann irgendeine Healer-Unit und hätten wir schon gewonnen. Wisst ihr was, das machen wir? Da Mewing TV Man für 200 Gems kaufen wir. Santa TV Man für 230 Gems, was sehr, sehr teuer ist. Was? Den kann ich nicht mal kaufen, weil er in einem Trade ist. Warte, dann switchen wir erstmal den Server. Und vielleicht finden wir sogar einen billigeren Mewing TV Man. Okay, dann nur 200 Gems. Kaufen wir uns den erstmal. Jetzt haben wir noch 200 Gems über. Die Frage ist, was machen wir mit den 200 Gems? Und ich sehe, nein, wir hätten uns hier 60 Gems sparen können. Verdammt. Hätten wir wohl direkt von Anfang an den Server switchen sollen, um zu gucken, was überhaupt der Preis ist. Aber egal. Ich sehe Lucky Speakerman 7 Gems. Wäre eine Healer-Unit. Wisst ihr was, nehmen wir den erstmal mit. Dann haben wir noch 2 Slots frei. Und noch 200 Gems, die wir ausgeben können. Wir können den Announcer mitnehmen. Ist der wirklich mittlerweile 50 Gems? Wir können ja mal probieren. Vielleicht finden wir den ja noch ein bisschen billiger. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Tatsache, 35 Gems. Nehmen wir den erstmal mit. Jetzt haben wir noch 170 Gems über. Können wir theoretisch den DJ Speakerman mit dazu nehmen? Dann hätten wir beide Booster-Units auf dem Mewing TV-Man, was echt nicht schlecht wäre. Dann hätten wir eigentlich ehrlich gesagt sogar das Team, was ich normalerweise zum Endless-Ranks-Farm benutze. Einfach zusammengestellt, bis auf natürlich einer schlechteren Healer-Unit. Sie hat einen Medic-Cameraman für 5 Gems. Nehmen wir den mit, da haben wir schon mal eine bessere Healer-Unit. War natürlich unnötig, dass wir dann den Lucky Speakerman für 7 Gems gekauft haben, aber egal. Und dann kaufen wir uns erstmal DJ Speakerman für 15 Gems. Let's go. Das hier ist unser Team, Leute. Und spielen wir dann erstmal das Glücksrad, um herauszufinden, auf welchem Schwierigkeitsgrad wir spielen. Und wir spielen wieder auf Nightmare. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir zweimal hintereinander den Nightmare-Modus bekommen. Wählen wir dann aber erstmal den Nightmare-Modus auch aus. Und das sollte eigentlich ziemlich einfach sein, sage ich ehrlich. Sogar einfacher als die Runde gerade mit dem Glücksrad. Also ich sag so, wie es ist. Bisher sieht es sehr, sehr danach aus, als würde der Titan Cloverman meins sein. Wir platzieren natürlich erstmal Center TV Man. Sehr wichtig. Und ich glaube, wir lassen sogar die ersten Toilets durch. Denn wenn wir das tun, könnten wir, glaube ich, nächste Runde schon den Mewing TV Man direkt platzieren. Und der ist halt eine richtig starke
starke Unit. Das ist halt wirklich so. Denn im Vergleich zu anderen Units macht der überall in seiner Range Schaden. Heißt, der macht nicht nur die Toilets hier vorne kaputt, sondern wenn der Toilet hier hinten ist in der Range, macht der auch ihr Schaden. Und das ist ja richtig wild. Deswegen waren 600 Gems ein bisschen viel, sage ich ehrlich. Wir konnten uns eigentlich das perfekte Team zusammenbauen. Das Einzige, was hier besser wäre, wäre der DJ TV Man. Anstelle der beiden Booster, dazu nochmal einen Astro und anstelle des Medics halt einen Speaker Repair Drone. Aber ansonsten hättest du halt das Team nicht mal besser machen können. Und da ist jetzt mit die Dual Claw Toilet. Können wir die hochnehmen? Denn es gibt noch eine weitere Ability von dem jungen TV Man. Er kann nämlich Units stunnen. Und okay, die Dual Claw Toilet lief einfach dran vorbei. Nee, aber der kann auf jeden Fall noch Toilet stunnen. Heißt, die bleiben einfach stehen. Und deswegen ist gerade für ihn es sehr wichtig, wenn ihr entweder den DJ TV Man mitnimmt oder einen Announcer mitnimmt. Ihr braucht halt eine Unit, die eben den Cooldown boostet, damit er eben mehr stunnen kann. Deswegen ist es auch eben so gut, wenn ihr Endless Rank XP sammeln wollt. Und wir haben den komplett hochgenommen, ohne dass er uns stunnt. Das ist wild. Ey, nehme ich gerne an. Wenn er mich nicht nervt, nehme ich das gerne an. Und auch wenn die Mutant Toilet so weit kam, wir können uns trotzdem einfach wirklich hinchillen. Mit unserem Mutant TV Man auf Level 2, der wird hochgenommen, den Mutant Toilet. Vor allem, weil er eben 360 Grad AOE Schaden quasi macht. Habt ihr ja gerade gesehen und nein, wir wurden gestunt. Wir müssen Medic platzieren. Komm schon, heile doch. Oh mein Gott, er hat sie fast komplett durchlaufen lassen. Das ist das einzige Problem. Ich glaube, wir sollten sogar auf das nächste Upgrade sparen, wenn es geht. Und das geht nur. $500 fehlen uns noch. Machen wir. Denn wenn die Jetpack Police Toilet nicht gestunt wird... Okay, die wurde gestunt. Ich wollte gerade sagen, wenn die nicht gestunt wird, wird es ein riesengroßes Problem für uns. Und, oh mein Gott, die kommt richtig weit. Wir müssen den zweiten Mürgen platzieren, nur wegen 400 Schaden. Oh mein Gott. Was eine Geldverschwendung. Egal. Jetzt haben wir den erstmal Level 3 geupgradet. Leveln wir daraufhin erstmal alles in der TV-Mats weiter auf. Und das sieht schon ein bisschen kritisch aus, sage ich ehrlich. Jetzt nicht mit dem Mutant Toilet, sondern mit der Sawblade Toilet. Aber jetzt sollte es gar kein Problem mehr sein, weil er eben Level 3 ist. Und dadurch, dass er Level 3 ist, hat er eben einen höheren Cooldown und kann deswegen schneller Toilets stunnen. Was er wahrscheinlich auch bei den Dual Claw Toilets machen wird, oder? Bisher noch nicht. Doch der jetzt. Genau das wollen wir sehen. Und das ist eine Parasit-Toilette. Die wurde aber noch gestunt, bevor die uns angreifen kann. Das wäre anders verlaufen in der Glücksrad-Challenge. Deswegen muss ich sagen, die Marketplace-Challenge war echt nicht schwer. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch. Wir sind erst bei Welle 15. Und ja, da kommen erstmal 3 Toilets durch. Das ist schlecht. Wir müssen, sobald wir die nächste Runde erreicht haben, direkt im TV Man auf Level 4 upgraden. Denn die Airplane-Toilet kommt echt weit. Komm, stun sie doch, nein! Oh mein Gott! Ey, immer auf den letzten Drücker. Wir upgraden den ersten, damit er eine bessere Range hat, mehr Damage hat und alles Mögliche. Weil langsam reicht's auch. Immer auf den letzten Drücker. Richtig anstrengend, der Typ. Lass uns aber dann erstmal für seine Hilfe erstmal den Announcer-Cameraman neben ihn platzieren. Damit er Nummer 1 natürlich mehr Schaden macht, aber wichtigerweise auch mehr stunnen kann. Denn vor allem das Stunnen ist das Wichtige hier. Denn er hat gar keinen so hohen DPS. 15.000 DPS ist nicht viel. Das Wilde ist halt, wie gesagt, bei ihm, dass er eben 360 Grad AOE-Schaden hat. Plus dazu nochmal Toilet stunnen kann. Jetzt haben wir den ersten schon mal gemaxt. Wir lassen den für den Anfang alleine stehen. Ich glaube, der sollte für den Anfang ausreichen. Denn ich möchte erstmal die Zähler TV-Mans maxen. Jetzt haben wir auch die erstmal gemaxt. Sehr wichtig. Platzieren wir daraufhin hier vorne den DJ Speaker Man. Maxen den auch erstmal und dann können wir anfangen, unsere Armee an Mutant TV-Man zu platzieren. Das wird wild. Da sind wir erstmal auf Welle 50 angekommen und schaut euch das hier an, wie viele Mutant TV-Mans das sind. Wir haben hier 12 hingestellt, was auch die maximale Anzahl ist, die ich platzieren kann. Kann natürlich 15 platzieren, aber dann würde halt die Booster-Unit fehlen. Und nochmal der Medic. Und das ist halt nicht gut. Da ist auch der Boss. Nehmen wir easy auch. Kein Problem. Und oh mein Gott, kassiert der Damage. Der ist erst hier vorne. Der ist ja noch nicht mehr in der Range von jedem drinne. Der wird ja richtig zerberstet. Schaut euch das an. Der wird sogar gestunt. Was ein Opfer. Wir haben gewonnen. Okay, Leute, wir haben schon 2 von 3 Challenges gewonnen. Es fehlt noch eine Challenge. Dann gehört mir sein Titan Clover Man. Jetzt muss er irgendwas Schweres raussuchen. Die dritte Challenge ist eine Glücksrad-Challenge im Endless-Mode. Nur, dass das Glücksrad verrät, wie weit du kommen musst. Welle 30 bis 100. Okay. Fangen wir erstmal damit an, dass wir herausfinden, wie weit wir kommen müssen. Ich hoffe wirklich irgendwie Welle 40 oder so. Selbst Welle 50 wäre noch machbar. Wir bekommen Welle 30. Let's go. Endlich mal was Einfaches. Ich sag's euch so, wie es ist, Leute. Sein Titan Cloverman gehört sowas von mir. Wir brauchen jetzt nur gute Units. Also wirklich ein Titan oder irgendeine coole Unit. Wir bekommen die Mace Camera Woman. Ey, nicht schlecht. Equippen wir die erstmal. Unit Nummer 2. Wir bekommen erstmal den Egg Launcher Cameraman. Ja, keine gute Unit. Nehmen wir trotzdem mit. Unit Nummer 3 wird der Yo Titan Present Man sein. Ist jetzt auch keine krasse Unit, sind wir ehrlich. Aber trotzdem, ich nehme gerne den Titan mit. Können wir auf jeden Fall platzieren. Wobei, okay, doch, der ist sehr teuer. Ne, ich glaube, wir werden den
doch nicht benutzen. Ich glaube, der ist wirklich zu teuer. Da ist sogar die Mace Camera Woman wahrscheinlich besser. Aber zum Schluss bekommen wir erstmal als Unit den Titan Clockman. Let's go! Equippen wir den erstmal. Wir können nicht verlieren. Ohne Spaß. Und vor allem, weil er mir eben noch erlaubt, den Center TV mal mitzunehmen, haben wir sowieso gewonnen. Ey, wirklich, keine Chance für den. Fangen erstmal gleich damit an, dass wir auf entspannter Basis Center TV-Mans platzieren. Ja, wir brauchen erstmal schön Geld und mir fällt ja auf, ich bin ja schon Rank 5 beim Endless Mode, wodurch ich auch noch weitere Boosts bekomme, wie mehr Geld. Ich habe ja hier unten nochmal die extra Money Ability, kann mehr als 15 Units platzieren und so weiter und so weiter. Also das ist wild. Komm, damit hat er nicht gerechnet. Jetzt haben wir erstmal alle drei platziert. Wir werden erstmal eine davon noch Level 2 upgraden. Das ist halt wirklich wild. Ich glaube, wir werden den Titan Person Man nicht platzieren. Außer natürlich, wir haben genug Geld, was wir wahrscheinlich nicht haben werden, sage ich ehrlich. Sondern wir gehen auf den Titan Clockman und den Mace Camera Woman, die wir auch direkt erstmal einmal platzieren. Ich hoffe, die reicht einmal aus, denn die hat echt keine gute Range. Wir müssen die wirklich direkt, sobald wir können, upgraden. Denn am Anfang hat sie leider nur ihre Mace und leider keine Pistole. Let's go. Jetzt hat sie eine Pistole. Sehr, sehr gut. Ja, okay, das ist kein Problem mehr. Wir haben gewonnen. Wir haben einfach gewonnen. Ich schaut, wie sie die hochnimmt. Die macht nicht mal viel Damage, aber die ist halt wirklich ein starkes Mythic. Sind wir ehrlich? Dann schießt sie noch mit ihrer Pistole wie eine Verrückte, hat noch einen Mace, mit dem sie erstmal in ihrer Mitte verlangsamen kann. Also das ist halt wirklich wild. Da sind auch die Police Turrets und die werden alle hochgenommen. Keine Chance. Einziges Problem, was wir haben könnten, wäre, wenn wir gestunt werden, was ich aber nicht hoffe. Und okay, warte. Wir müssen auf jeden Fall die Mace Camera Woman wieder upgraden, denn die kommen schon ziemlich weit. Jetzt haben wir schon mal zwei Pistolen und einen Mace. Also sehr wild würde ich das auf jeden Fall nennen. Und wir sind auch schon gleich in Welle 10. Ich würde einfach mal sagen, benutzen wir jetzt schon mal unsere Ability. Jetzt haben wir $1000 extra bekommen. Sehr nice. Können damit erst mit den Center TV-Man direkt einmal upgraden. Und das auch schon die Large Glasses Toilet. Also wir hatten einfach sehr viel Glück, dass wir die Mace Camera Woman bekommen haben, weil die ist eine echt gute Unit. Ich glaube, 30 Wellen hätten wir sogar mit dem Egg Launcher Cameraman bekommen. Denn 30 Wellen sind jetzt nicht so wild. Ich weiß gerade nicht, was der Welle 30 Boss war, aber die ersten zwei Bösse sind Trash. Die kriegst du, glaube ich, sogar mit dem Lucky Speaker Man hin. Lass uns daraufhin erstmal den Titan Clockman einmal platzieren, damit wir zur Sicherheit erstmal seine Time-Stop-Ability haben. Und da haben wir auch schon die Large Glasses Toilet. Wird sie hochgenommen und ja, absolut. Ach du meine Güte. Mace Camera Woman ist viel zu OP für die Challenge. Sage ich euch so, wie es ist, Leute. Toilets haben alle gar keine Chance. Die können ohne Spaß einfach aufgeben gehen. Selbst diese starken Toilets hier. Na gut, okay, doch, die kommen ziemlich weit. Die Minigun Toilets kam echt weit. Die wurde aber auch verlangsamt. Jetzt upgraden wir erstmal nochmal die Mace Camera Woman. Würde ich die nochmal eine höhere Range hat. Vor allem auch eine höhere Range zum Verlangsamen. Was sehr gut ist. Also die ist echt nicht schlecht, sage ich ehrlich. Ich meine, wir können sogar erstmal den Titan Present Man einfach hier vorne platzieren. Einfach platzieren ist egal. Daneben auch erstmal den Egg Launcher Cameraman, der keinen Egg Launcher hat. Wir müssen den erst upgraden, bis er den Egg Launcher hat. Okay. Dann upgraden wir den erstmal auf Level 3, würde ich sagen. Jetzt gehört es der Level 3 und okay, jetzt hat er erstmal seinen Egg Launcher. Und der macht schon einen guten Job, muss ich ehrlich sagen. Also doch, er hätte auf jeden Fall auch ausgereicht. Für den Anfang, wobei auch sehr teuer ist zum Upgraden. Darf man auch nicht vergessen. Da ist auch schon die Mutant Toilet 2.0. Die nehmen wir easy hoch. Die wird kein Problem sein. Denn wir können jetzt erstmal unsere Mace Camera Woman einfach maxen. Und ja, stimmt. Die hat einfach einen Laser beim Max Level. Das habe ich ja voll vergessen. Lass uns daraufhin auf den Titan Clockman gehen. Denn der macht auch erstmal, wenn wir den maxen, Splash Damage, was nicht schlecht ist. Die Mutant Toilet 2.0 wird komplett zerberstet. Die hat ja gar keine Chance gehabt. Da sind wir auch erstmal in Welle 30 gekommen. Wo ist der gute alte Boss? Okay, da ist vielleicht ein Dual Buster Toilet. Und die hat ja gar keine Chance. Was? Die wird ja komplett zerberstet. Schaut das an. Die wird ja komplett zerberstet. Die wird verlangsamt. Die wird gesplashed. Damage, alles ist weg. Wir haben gewonnen. Okay, ich wurde angetradet. Nehmen wir mal den Trade an. Okay, da packt ein Scientist Mac rein, aber ich möchte den Titan Cloverman. Und da wäre es mit dem Titan Cloverman. Ey, immerhin hält er auch sein Wort. Aber ich muss auch sagen, die Challenges waren ein bisschen einfach. Dafür haben wir jetzt aber erstmal den Titan Cloverman. Sehr nice. Ich bin wieder in Toilet Tower Defense drinne. Und ihr werdet nicht glauben, wer in meiner Lobby ist. Nämlich einfach der Ersteller der Skibidi Toilet Serie, Dafok Boom. Und wenn wir auf ihn draufklicken, sehen wir erstmal, er hat einfach den Upgraded Titan Clockman, den Hyper, den Upgraded Titan Drillman, den Golden Future Large Clockman und zum Schluss nochmal den Titan Fireworkman. Also insane starke Units. Und da wollte ich natürlich fragen, ob er mir die erstmal geben kann. Krieg ich bitte dein OP-Unit? Okay, schau in dein Inventar. Hä, wer hat denn mir bitte was in mein Inventar gegeben? Oh gut, okay, stimmt eigentlich. Der ist ja der Ersteller der Skibidi Toilet Serie. Also kann das sehr gut sein, dass er doch Atmenrecht in Toilet Tower Defense hat. Gehen wir mal in mein Inventar rein und oh mein Gott.
Gott! Das sind ja einfach drei Upgraded Titan Clockmans. Warte, ansonsten noch was? Nee, ansonsten nichts. Hä, das ist aber trotzdem crazy. Auch hier ein Engineer, der wird ja auch noch bald gebufft. Das heißt, der wird auch noch an Wert steigen. Aber ey, drei Upgraded Titan Clockmans ist schon ziemlich wild. Hab dich veräppelt? Schau nochmal in dein Inventar. Okay, Leute, schauen wir dann erstmal in mein Inventar. Was soll denn da sein? Ist es leer? Hä, wieso ist es auf einmal leer? Ich habe eine von 1000 Units auf einmal nur. Und ich bin pleite. Ich habe keine Gems mehr. Hä, der hat mir einfach meine Units und meine Gems genommen. Was soll das? Ich dachte, wir wären Freunde. Ich dachte, der ist jetzt so ein bisschen ehrenhaft unterwegs und gibt mir am Great Titan Clockmans. Aber nein, der scannt mich ja komplett. Was ist denn das? Hast du schon deine letzte Reaktion vergessen? In der du gesagt hast, dass ich nicht Skibbity bin. Habe ich das gesagt? Kann ich mich nicht daran erinnern, aber okay. Nehme ich hin, habe ich gesagt von mir aus. Das ist doch nicht so schlimm. Komm schon, gib mir bitte meine Units zurück. Okay, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte, dass du in 15 Minuten dir ein Team zusammenstellst und dann zurückkommst. Wenn du die Challenge schaffst, kriegst du sogar eine kleine Überraschung mit so einem Smiley-Gesicht. Ich weiß nicht, was die Überraschung ist. Okay, Timer ist aktiviert. Und oh mein Gott, danke, Denom ist der Beste. Der hat mir einfach gerade eine Exclusive Fancrate gegeben. Das ist insane, weil die können wir jetzt signen und wahrscheinlich für teurer verkaufen. Außerhalb davon wollte ich kurz in meine Mail schauen und gucken, ob mir jemand was geschenkt hat. Das wäre sehr, sehr hilfreich für die Challenge. Und tatsächlich haben wir hier erstmal eine Bunny Crate, wo er sogar schreibt, dass ich ihn scammen muss. Nochmal danke, Denom ist der Beste. Und danke an Nugget Gordly für erstmal die July 4th Crate. Dankeschön, Leute. Jetzt haben wir schon mal drei Crate, mit dem wir anfangen können. Was schon mal ein sehr guter Start ist, denn das sollten eigentlich so circa 800 Gems sein, vor allem, weil ich auch gesigned habe. Lass mal reingehen und einfach mal eine Signed Exclusive Fan Crate reinwerfen für 650 Gems. Wenn das geht, das wäre crazy. Eine Bunny Crate werfen wir einfach auch für den gleichen Preis rein. Ich weiß nicht, ob die so viel wert ist. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Komm, wisst ihr was, dann packen wir die erstmal für 400 Gems rein. Denn bei 400 Gems ist fair, wenn die gesigned ist. Und die July 4th Crate werfen wir für 80 Gems rein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Außerdem traden wir nebenbei Leutern, denn vielleicht wollen die uns ja irgendwas geben für die Crates. Okay, er packt einen Titan Present Man rein. Wie wär's July 4th gegen Titan Present Man? Das Ding ist halt, der ist halt vielleicht 100 Gems wert, der ist Trash. Und er macht den Trade. Ich hoffe, ich mache jetzt kein Minus, das wäre sehr traurig. Aber okay, dann haben wir schon mal unsere erste Unit und so schlecht ist er jetzt auch nicht. Und wir haben sogar gerade den July 4th Crate gedroppt bekommen. Okay, das ist crazy. Das nenne ich einen guten Zufall. Wie viel ist er denn überhaupt wert? Der Titan Present Man. 300 Gems sogar? Was? Was haben wir bitte gerade für einen Profit gemacht? Warte mal, dann werfen wir den für 250 Gems rein. Denn ich kenne eine Unit, die besser ist als er. Und die ich mir auch lieber holen würde als der Titan Present Man. Denn der ist jetzt nicht so schlecht. Problem ist aber bei dem Titan Present Man, der ist halt sehr teuer zum Upgraden. Weswegen ich lieber eine andere Unit benutzen würde. Leute, hier ist einfach ein Partner im Server. Okay, das ist wild. Mr. Kronblocks, das ist krass. Er packt einen Scientist Mac rein. Warte mal, lohnt sich das? Warte, wir packen mal eine Bunny Crate in July 4th Crate rein und hoffen mal, er nimmt das an. Und er nimmt das an. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich den Lose meines Lebens mache oder ob das tatsächlich Gewinn ist. Let's go, zeigen wir nochmal den Scientist Mac, denn der ist nicht schlecht. 60.000 DPS. Der ist wirklich nicht schlecht. Ja gut, okay, 444 Gems. Also ist gut, dass ich nicht den Trade gegen die Exclusive Fan Crate gemacht habe, sondern eben gegen die Bunny Crate, weil die Bunny Crate ist, glaube ich, nicht viel wert. Okay, 1700 Gems, dankeschön. Das ist gut. Damit wir erstmal hier eine Unit signed, ist das schon sehr gut. Aber egal, da haben wir jetzt schon mal einen Green Laser Cameraman gesigned. Ich weiß nicht, warum er den Trade gemacht hat. So viel zu zahlen für den Sign ist auch schon krass, weil er damit keinen Profit macht. Aber okay, ich nehme es gerne an. Ich glaube, mit diesen Gems können wir uns sogar direkt den Green Laser kaufen. Das Ding ist aber, Green Laser ist jetzt nicht die Starter-Unit, die ich haben wollen würde, auch wenn die ziemlich gut ist, bin ich ehrlich. Aber egal, kaufen wir uns jetzt erstmal den Zelda TV-Man einmal. Und okay, der Upgrade Large Laser Cameraman ist 2000 Gems wert. Ich hätte jetzt so gedacht, dass er so 1000 Gems wert ist oder so wie der Beret Cameraman. Aber nee, das ist zu viel. Aber apropos Beret Cameraman, den können wir auch mitnehmen. Ist auch eine gute Unit. Wisst ihr was, den nehmen wir sogar mit. Wählen den aus, dann aber den hier. Heißt, wir haben noch zwei Units, die wir mitnehmen können. Was halt gut wäre, wäre eine Booster-Unit. Das kann ich jetzt schon sagen. Vielleicht finden wir eine. Ja, den DJ Speakerman für 20 Gems oder halt den Announcer für 90 Gems. Ich würde sagen, 90 Gems ist ein bisschen zu viel. Wir nehmen einfach mal den 20 Gems DJ Speakerman mit und haben jetzt noch einen Slot. Das Ding ist aber, ich
will ehrlich gesagt nicht den Scientist Mac spielen, vor allem weil wir jetzt einen Brad Cameraman haben, oder nicht den Titan Present Man, weil er halt einfach auch nicht gut ist. Das heißt, wir kaufen jetzt nochmal den Toxic, damit wir ein bisschen Verlangsamung über ihn haben. Ich würde sagen, den Scientist Mac verkaufen wir für 500 Gems, den Titan Present Man für 250 einfach mal, damit wir vielleicht noch einen kleinen Profit machen können. Ansonsten haben wir halt, wie gesagt, noch zwei Slots, die wir voll machen müssen mit irgendeiner Unit. Was wäre denn gut? Eigentlich eine Timestop Ability wäre sehr hilfreich, also der Future Large. Komm, dann traden wir weiter Leute an, damit wir erstmal 100 Gems verdienen können, um uns den Future Large zu erangeln. Vor allem, wenn wir auch den Future Large hätten, müssten wir eigentlich auch nicht den Toxic mitspielen. Please sign für 1000 Gems. Ja komm, machen wir. Das Ding ist, 1000 Gems sind sogar das, was wir noch brauchen, denn dann können wir jetzt erstmal den Future Large kaufen und erstmal den Toxic aus unserem Team rauswerfen, was schon sehr gut ist. Und der Scientist Mac wurde für 500 Gems gekauft. Let's go! Ihr seht, der Timer ist zu Ende, aber machen wir das noch ganz schnell zu Ende. Holen wir uns erstmal hier einen Medic, dann nochmal den Red Laser als Starter-Unit. Dann haben wir noch 1600 Gems übrig. Mit dem wir uns erstmal die Clockwoman kaufen können als Booster-Unit. Das heißt, wir werden nicht mehr den DJ Speakerman brauchen. Und zum Schluss nochmal den Future Large. Und das ist erstmal unser Team. Jetzt sagt dir das Glücksrad, bis zu welcher Welle du kommen musst im Endlos-Modus. Als Belohnung bekommst du etwas Illegales? Okay, da bin ich gespannt, was wir als Belohnung bekommen werden. Spinnen wir dann aber erstmal das Glücksrad. Ich hoffe, wir kriegen nur 30 Wellen. Bitte gib mir einfach nur 30 Wellen. Wirklich, wir kriegen 50 Wellen. Das heißt, bis zu der Michael Jackson-Toilette. Das sollte machbar sein. Fangen wir erstmal damit an, dass wir wie immer erstmal die Center-TV-Mats erstmal platzieren. Und das Ding ist halt, warum ich den Barrett Cameraman mitgenommen habe und dann nochmal den Red Laser für den Barrett Cameraman, ist ganz einfach. Weil eben der Red Laser Cameraman eine Starter-Unit ist. Der ist aber echt teuer. 550? Ich hätte gedacht, dass er so $200 kostet und nicht 550. Das Problem beim Barrett Cameraman ist, dass er von Anfang an den Trash-Cooldown hat. Und deswegen taugt er sich nicht wirklich als Starter-Unit, sondern eher als Unit, die man im späteren Verlauf benutzt. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn jetzt können wir erstmal unsere Money-Ability benutzen, um erstmal Insider TV-Man einmal zu upgraden. Und nein, können wir nicht. Bin ich blöd. Ich kann kein Mathe, Entschuldigung. Kein Mathe für Victor. Egal, platzieren wir jetzt erstmal den Red Laser Cameraman. Dachte gerade, weil ich $200 auf der Hand hätte und eben durch die Ability $300 bekommen würde, könnte ich den Insider TV-Man einmal auf Level 3 upgraden. Aber nein, ich habe vergessen, das Upgrade kostet doch insgesamt 700 und nicht nur $500. Aber egal, das ist jetzt eh nicht das Ende der Welt. Wir müssen nämlich eh nur bis Welle 50 kommen, was jetzt nicht so weit ist. Und ich muss sagen, der Red Laser Cameraman macht einen guten Job als Starter-Unit. Deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Das sehen wir jetzt auch als kleinen Support, den Barrett Cameraman. Und ich habe vergessen, der Barrett Cameraman ist doch eine gute Unit, eine gute Starter-Unit. Denn der wirft zwar seine Granaten, so ist jetzt nicht, aber der hat ja trotzdem von Anfang an seine mittlere Range, in der er trotzdem schießt und das mit einem vernünftigen Cooldown. Das habe ich voll vergessen. Victor lost. Das heißt, tatsächlich war der Red Laser Cameraman waste, den mitzunehmen. Aber egal, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Brauchen wir uns keinen Kopf machen. Da haben wir schon den ersten Boss, nämlich die Large Glasses Toilet. Und für den würde ich sagen, platzieren wir erstmal die Clockwoman. Das Gute bei der Clockwoman ist, dass sie gemax 22% Cooldown Boost gibt und sie kann erstmal ihrer goldenen Waffe hier mit einer Chance von 1% war das, glaube ich, sogar nur Toilet stunnen, was aber trotzdem gut ist. Das upgraden wir außerdem nebenbei dem Barrett Cameraman. Jetzt hat er, glaube ich, C4, oder? Und wir sehen, ja, der schießt schon sehr, sehr schnell von Anfang an. Also das habe ich wirklich vergessen, dass er ja trotzdem schießen kann. Ich will aber trotzdem wissen, was er jetzt wirft. Ich habe gerade irgendwas mit C4 gesehen und Tatsache, das ist C4. Sehr, sehr wild. Upgraden wir außerdem einmal die Clockwoman, damit wir eine bessere Range haben bei ihr und einen besseren Cooldown Boost. Und ja, gut, okay. Der erste Boss hat es gar nicht geschafft zu überleben. Der wurde instant hochgenommen. Also ich habe schon sehr viel Zuversicht, dass wir es bis Welle 50 schaffen. Aber langsam werden die Toilets echt stark. Vielleicht sollten wir nochmal den Brad Cameraman upgraden. Wobei, der ist sehr teuer. $4000 für das nächste Upgrade ist schon sehr teuer. Vielleicht war das ja wirklich gut, den Red Laser noch mitzunehmen. Wobei, wir können doch einfach den Future Large platzieren. Da haben wir schon weniger Probleme. Also wirklich, egal wie ich es drehe und wende, am Ende des Tages war der Red Laser Cameraman nutzlos. Beziehungsweise ein Gem Waste. Und ich sehe, ja, der Future Large Clockman ist gut genug, um überhaupt wahrscheinlich alleine bis Welle 50 zu kommen. Der rasiert die wirklich ohne Probleme. Vor allem wegen seiner Hidden Ability. Die hat ja irgendwie eine 2 oder 4% Chance, alle Toilets mit einem Blitz hochzunehmen. Der irgendwie eine Million Schaden, glaube ich, sogar macht, der Blitz. Und der zerfetzt wirklich alle Toilets hier. Da zum Beispiel auch den Boss gerade eben. Ich konnte nicht mal vorlesen, welcher Boss als nächstes kommt. Die wurden schon alle hochgenommen. Das ist wirklich wild. Jetzt haben wir auch erstmal alle drei Moneymaker gemaxt. Und wirklich, das ist viel zu einfach. Der Fuckbomb hätte uns wirklich so maximal 10 Minuten Zeit oder 5 Minuten sogar Zeit geben.
geben sollen. Weil das war absolut easy. Vor allem das Einfachste an dieser gesamten Challenge ist, dass der Endlos-Modus mittlerweile, weil eben die Units so stark werden, nicht mehr so schwer ist. Vergleichen wir das wirklich mit so vor ein paar Monaten, wo der Endlos-Modus insane schwer war, merkt man, der Endlos-Modus ist so einfach mittlerweile. Beziehungsweise so einfach bis zu einer gewissen Welle. Bis Welle 50 ist er einfach. Ich meine, der geht ja wie lange mittlerweile? Bis Welle 170? Vielleicht sogar bald bis Welle 180, wegen eben der Evil Crab Toilet. Deshalb, so einfach ist er nicht, aber damals war es beinahe unmöglich, 40 Wellen zu schaffen. Mittlerweile ist es ziemlich einfach. Ich möchte kurz anmerken, wir haben übrigens die Clock Woman gemaxt und erstmal den Future Large Clockman gemaxt. Und natürlich hier nochmal einen Medic gemaxt. Also, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Wir maxen jetzt den Beret Cameraman und einfach, weil wir es können, den Red Laser Cameraman. Auch wenn er nicht so stark ist im Vergleich zu den anderen dreien. Und da haben wir schon die Flying Dual Buzzsaw Toilet. Ja, die nehmen wir hoch, kein Problem. 670.000 Leben sind nichts. Die wird sogar gestunt von der Clockwoman. Das ist wild und die ist weg. Ich sag doch, das wird easy. Außerdem die Large Heart Toilet. Die sieht ja voll verstört aus. Digga, geht's ihr gut, Leute? Was ist denn mit ihr los? Hier, die lächeln alle normal. Okay, der lächelt nicht, aber die anderen Toilets, die lächeln alle normal. Der so ein bisschen eckig, aber das auch noch normal. Der auch hier, diese Mutant Toilet. Aber die andere mit ihrem Lächeln, die sah ja richtig verstört aus. Da haben wir schon die Glitch Toilet. Und deswegen wollte ich tatsächlich auch den Future Large mitnehmen, weil wir eben eine Time Stop Ability haben. Heißt, wenn die durchdreht, können wir die einfach stoppen. Und die wird sowieso langsam sein, weil wir eben auch einen Toilet Slogan haben bei dem Future Large. Und da haben wir die auch sehr schnell hochgenommen. Das heißt, wahrscheinlich hätten wir die nicht mal gebraucht, weil eben nur 1 Million Leben hat, was jetzt nicht so viel ist. Und nein, man kann nur 4 Beret Cameramans platzieren. Bro, da müssen wir wohl weiter mal mit den Future Larges. Schade. Aber das ist krass, dass er gecapped wird, weil so stark ist er gar nicht. Natürlich, seine Nukes sind stark. Wenn er nämlich immer eine Nuke blastet, macht die, glaube ich, 50.000 Leben Schaden. Und er kann eben alle 2 oder alle 4 Sekunden Nuke werfen. Irgendwie sowas. Also stark ist er auf jeden Fall. Vor allem, weil die dann 25 Blast Range hat, die Nuke. Als kleine Veranschaulichung, 25 Blast Range sind fast die gesamte Range von Medic. Das ist schon sehr wild. Aber nun gut, ich glaube trotzdem, dass wir die Michael Jackson Toilet hochnehmen werden. Auch ohne den 5. oder 6. Beret Cameraman, sondern anstelle des Beret Cameramans einfach den Future Large Clockman. Und da haben wir auch schon die Michael Jackson Toilet. Und sobald die in unserer Range ist, was jetzt ist, machen wir einfach den Timestop an. Ihr habt doch gesehen, die meisten Toilets wurden direkt hochgenommen. Das liegt daran, dass eben auch dieser Timestop vom Future Large Clockman auch so Blitzschaden macht. Aber ich sehe, wir haben gar nicht mehr so viel Schaden gemacht während des Timestops auf die Giant's Move Toilet, sondern mehr Schaden auf die Toilets vor der Giant's Move Toilet. Aber guckt, die hat jetzt nur noch 4 Millionen Leben. Die wird das nicht übernehmen. Die wurde gestunt von der Clockwoman. Oh mein Gott. Leben vorbei. Keine Chance. Und wir haben die Giant's Move Toilet hochgenommen. Kinderfunkbumm, ich bin wieder da. Ich hab's geschafft. Was ist denn die kleine Überraschung? Kriege ich denn jetzt meine Units wieder? Nö. Schau aber jetzt in dein Inventar. Und yo, ich hab einfach Summer Crates bekommen. 1000 Stück sogar, okay. Hä, die kann man doch gar nicht bekommen. Denn falls ihr nicht wisst, Leute, man kann die Summer Crates nur aus der Summon Station öffnen. Da sieht die Summer Crate Event. Aber die kann man nicht als richtige Crate im Inventar bekommen. Das ist wild. Öffne jetzt die Crates. Bis du den Titan Sandman bekommst. Okay, dann werde ich den mal erstmal bekommen. Let's go. Vielleicht haben wir ja direkt genug und kriegen den ziemlich schnell. Ding ist aber, ich kann euch jetzt schon sagen, dass die Crates zu öffnen sehr langweilig ist. Ihr seht, die öffnen sich einfach ganz normal. Da gibt es nichts Besonderes. Die sind nicht riesig oder so. Das sind quasi Time Crates in langweiliger, würde ich sagen. Aber wir haben schon mal eine Surfer TV mehr bekommen, was nicht schlecht ist. Vor allem ist die Chance, auch den zu bekommen, 0,1%. Deswegen, wir sollten den eigentlich ziemlich einfach bekommen. Aber ich habe noch nie gesehen, wie jemand den aus der Crate gezogen hat. Ich hoffe, wir bekommen das zu Gesicht und sehen einfach nicht nur das Pop-Up. Das wäre schon sehr, sehr nice. Okay, wir sind jetzt erstmal fertig mit den ganzen Crates. Wir haben einen Titan Sandman bekommen. Ich komme aus der letzten Crate. Wo ist der? Da ist der. Der öffnet sich sogar richtig groß. Oh mein Gott, wird die Crate riesig. Da haben wir den Titan Sandman. Let's go. Aus dem letzten 10er Open. Und da haben wir den Titan Sandman. Sehr, sehr nice. Gut, ich muss aber die anderen Units, die wir gezogen haben, zuhauf gezogen haben, erstmal löschen. Denn sonst kann ich ja keine weiteren Units bekommen, denn ich habe die maximale Anzahl an Units bzw. an Inventarslots. Was jetzt nicht so gut ist. Okay, alles ist verkauft. Wir haben sogar viel Geld zurückbekommen. Let's go. Was ist aber jetzt die Challenge mit dem Titan Sandman? Jetzt musst du das Glücksrad spinnen für Units. Mit den Units musst du die Sand Isles Map schaffen. Wenn du gewinnst, kriegst du den Upgraded Titan Drillman. Okay, das wird krass. Hier haben wir erstmal das Glücksrad mit allen Units
jetzt in Toy the Tower Defense. Ich hoffe, wir kriegen irgendwas krasses. Wir bauen auf jeden Fall eine billige Starter-Unit, weil wir es ansonsten knicken lassen können. Wobei die Map aber einfacher gemacht wurde. Deswegen mal gucken. Zeitaktivierung ist erlaubt, zum Glück. Deswegen spielen wir mal das Glücksrad. Wir bekommen als erste Unit den Large Turkey Speaker Man. Ja, ist leider noch nicht so gut, wie ich gerade dachte. Keine so hohe Range, ist auch sehr teuer zu platzieren. Also so gut ist sie jetzt nicht. Wir haben aber trotzdem noch zwei Slots. Wir brauchen wirklich etwas Gutes. Denn so ein Upgraded Titan Drillman würde schon gut schmecken, sage ich ehrlich. Machen wir weiter mit Spin 2. Wir bekommen als nächste Unit, kommt schon irgendwas Gutes. Wir bekommen den Titan Cloverman. Okay, das ist interessant. Jetzt equippen wir auch den erstmal. Und jetzt noch eine gute Starter-Unit. Dann wäre es perfekt. Wir bekommen den Turkey Speaker Man. Equippen wir den erstmal. Ich kann mir vorstellen, dass wir es mit diesem Team tatsächlich schaffen. Fangen wir erstmal damit an, dass wir den Zeitaktivierer platzieren. Und wie wir hier unten sehen können, man kann jetzt mittlerweile auf die Sandman's Hideout Castle draufklicken. Man kann ihn auch erstmal upgraden. Durch das Level 1 Upgrade kostet $200 und wir kriegen dadurch 450 Leben mehr. Ist ziemlich gut, sage ich ehrlich. Gerade gegen die späteren Wellen, denn falls ihr es nicht wisst, so ab Welle 40, 45 wird es sehr schwer, denn dann spawnen einfach Astro-Toilets, die uns ohne Ende hochnehmen werden. Lass uns jetzt aber erstmal den Turkey Speakerman hier platzieren, einen hier platzieren und wir sehen, seine Range ist ja richtig trash. Oh mein Gott. Okay, das wird vielleicht kritischer, als ich dachte. Vielleicht müssen wir ja wirklich auf Hideout-Upgrades gehen. Das ist nicht so gut. Wie viel kostet es eigentlich, den Turkey Speakerman zu upgraden? Das wäre jetzt auch eine wichtige Frage. Kostet 350 um upgraden. Das Upgrade ist aber sehr gut. Damit mehr als doppelt so viel DPS bekommen, ist schon gut. Wir müssen halt einfach so schnell es geht, den Titan Cloverman platziert bekommen. Und oh mein Gott, nee, unsere Burg wird angegriffen. Das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich gerade die Turkey Speakermans upgraden und nee, das geht nicht. Wir sind zu pleite dafür. Was soll das? Ey, es ist viel zu schwer mit Turkey Speakermans. Ich dachte, die wären besser. Aber wahrscheinlich habe ich die mit dem Turkey Cameraman verwechselt, weil der Turkey Cameraman war auf jeden Fall besser als der Turkey Speakerman. Also sagst du, wie es ist, die Assassin-Toilette, das hat uns gerade richtig hochgenommen. Jetzt upgraden wir nochmal den Turkey Speakerman und dann nochmal gleich den hier. Da haben wir immerhin alle Turkey Speakermans einmal geupgradet. Ich hoffe, wir verlieren jetzt nicht. Das wird echt hart. Vor allem können wir auch nur drei Titan Sandmans platzieren. Das ist auch nicht so gut. Und wir brauchen halt auch noch Geld. Wir können nicht die ganze Zeit einfach Turkey Cameramans, Turkey Speakermans und so weiter platzieren. Müssen wir aber leider Gottes. Ich habe jetzt noch einen weiteren Turkey Speakerman platziert. Wir müssen das halt leider Gottes einfach. Weil wir sind pleite. Und hier sind die ersten Toilets mit 19.000 Leben. Wir haben verloren. Ich dachte, die Toilets reichen aus, aber nee, wir werden sowas von verlieren. Keine Chance. Jetzt nehme ich hier rechts nochmal den zweiten, gleich nochmal den dritten. Ich sag so, wie es ist, keine Chance. Jetzt go. Hier nochmal ein Turkey Speakerman, hier nochmal ein Turkey Speakerman. Wir werden natürlich, wie es sich gehört, gestunt. Oh nein. Komm schon, wir müssen das doch überleben, bitte. Und wir überleben das noch. Komm, da sind noch die 19.000 Leben Toilets. Upgraden wir erstmal hier diesen Large Turkey Speakerman. Oh mein Gott, wir upgraden nochmal die Titan Sandman's Hideout. Und ja, okay, das war wichtiger, den auf jeden Fall zu upgraden. Ne, das ist unmöglich. Wir werden sowas von verlieren. Leute sind tatsächlich nicht so gut, wie ich dachte. Oh nein. Ja, wir haben verloren. Ey, der Fuckbum, was geht ab? Kein Upgraded Titan Drillman für dich. Schau aber mal in dein Inventar. Yo, alle meine Sachen sind wieder da. Okay, das ist sehr, sehr nett. Aber ich will trotzdem, auch wenn alle meine Sachen wieder da sind, den Upgraded Titan Clockman von dir noch haben. Kannst du haben? Du musst nur die letzte Challenge schaffen. Spin das Glücksrad für Maps. Okay, hier haben wir alle Maps. Spinnen wir einfach mal das Glücksrad. Wir bekommen als Map... Okay, Palm Paradise. Zum Glück, das ist meine Lieblingsmap. Hab Palm Paradise bekommen. Schön für dich, okay? Jetzt erst spin dir Units. Zertifikat hast du zu 100%. Okay, Glücksrad Spin Nummer 1. Wir bekommen als erste Unit den Mac Cameraman. Ja gut, equippen wir den erstmal. Komm schon, wir brauchen eine bessere Unit. Wir kriegen als nächstes den Sunglasses Speakerman. Der ist sogar noch schlechter als der Mac Cameraman. Was ist denn hier los? Komm, gib mir doch eine gute Unit. Wir kriegen als nächstes den Upgraded Titan Speakerman. War der nicht auch Trash? Ja, war der. Och, Mann. Wir haben noch einen Spin. Wir bekommen als letzten Spin den Shield Cameraman. Okay, der ist immerhin solide. Equippen wir den erstmal. Wählen wir schön Nightmare aus. Und wir haben ja wirklich nur Trash bekommen. Bis auf dem Shield Cameraman haben wir ja richtigen Müll bekommen. Das ist traurig. Das Ding ist ja, wir müssen wahrscheinlich sogar den Upgraded Titan Speakerman spielen, weil er eben die höchste Range hat. Das Problem halt beim Shield Cameraman ist, dass er eben natürlich nicht gestunt werden kann, was sehr hilfreich ist, weil er eben auch nur eine Trash-Range hat. Aber immerhin ist er eine stabile Starter-Unit. Das ist halt eben der Mac Cameraman und eben der Sunglasses Speakerman nicht. Vor allem, ey, die sind auch so schlecht, die beiden. Ich weiß echt nicht, wer sich die Units ausgedacht hat, aber die haben ja beide gar keine Range. Vor allem der Sunglasses Speakerman
Speakerman ist ja schlimm. Das Ding ist halt bei Mac Cameraman, der ist halt alt. Aber der Sungast Speakerman ist ja aus dem neuesten Update und der ist so schlecht. Wirklich einfach nur eine Trash-Unit, sag ich so, wie es ist. Passen wir jetzt einmal den Shield Cameraman, damit wir den schon mal stehen haben. Und mir fällt gerade auch auf, er hat nur einen Cooldown von 1. Das ist nicht gut. Aber immerhin hält er so einen kleinen Schild hier hoch. Wie so ein kleiner Ritter. Problem ist halt, das wird uns nichts bringen. Komm, wir platzieren noch zwei weitere jetzt hier hin. Ich hoffe, die kriegen erstmal die gesamten Toilets hin. Und werden wir durch die gesamten normalen Toilets hochgenommen oder nicht? Es sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Wir haben Gradius in dem weiter Designer TV, man. Und da kommt die nächste Welle an Small Toilets. Aber die kriegen wir hin. Wir müssen wirklich als nächstes am Great Titan Speakerman aufstellen, weil er eben AOE-Schaden hat. Natürlich hat auch der Sunglasses Speakerman AOE-Schaden. Sogar 360 Grad AOE-Schaden. Aber bei einer Range von 15. Also da lohnt es sich sogar mehr, einfach Shield Cameramans zuhauf zu platzieren. Oh, die kommen langsam weiter, die Small Toilets. Das ist nicht gut. Lass uns jetzt einfach einmal den Upgraded Titan Speakerman platzieren. Und ich sehe, wir müssen die sogar einmal noch upgraden, damit er überhaupt AOE-Schaden bekommt. Aber der AOE-Schaden wird super wichtig sein. Denn die Toilets kommen sehr weit. Das ist nicht gut und die sind durch teilweise. Komm, wisst ihr was, wir platzieren hier nochmal den Shield Cameraman hin. Dann kann er immer ein paar Toilets hochnehmen. Kommen die letzte auch noch. Perfekt. Jetzt haben wir noch ein wenig Geld bekommen und der hat immer noch keinen AOE-Schaden. Bruh, Moment. Gut, dann upgraden wir einmal den Shield Cameraman. Wie oft muss ich denn bitte den Upgraded Titan Speakerman upgraden, bis er AOE-Schaden bekommt? Was soll das? Immerhin macht er jetzt erstmal bei einer besseren Range Schaden. Upgraden wir hier ihn nochmal auf Level 3 und der hat endlich AOE-Schaden. Wirklich die Rettung. Upgraden wir jetzt mal weiter Shield Cameramans. Und wir sehen, sein Schild wird pro Upgrade immer stärker. Beziehungsweise sieht doch krass aus. Außer natürlich bei dem Level 2er Upgrade. Aber ab dem Level 3 Upgrade sieht es schon krass aus. Das ist cool. Upgraden wir ihn nochmal auf Level 4 und oh, was ist denn das für ein Schild? So ein Bronzeschild, okay. Aber das Beste an ihm ist halt wirklich, dass er einfach immun ist. Jetzt haben wir den übrigens auch gemaxt. Jetzt hat er ein DPS von 10.000. Bei sogar einer guten Range. 25 ist gar nicht mal so niedrig, wie ich dachte. Also ist halt viel größer, als ich dachte. Upgraden wir jetzt nochmal den Upgraded Titan Speakerman auf Level 4. Und ich wüsste echt nicht, was wir ohne den AOE-Schaden machen würden. Schaut euch diese ganzen Toilets an, diese Spider-Toilets. Wie sollen wir die hochnehmen ohne AOE-Schaden? Das ist crazy. Wie viele das aber auch sind. Also wirklich insane. Sag ich so, wie es ist. Und nein, wir wurden gestunt. Oh mein Gott. Der Upgraded Titan Speakerman wurde gestunt. Wir haben ja auch keine Healer-Unit. Das habe ich auch wieder voll vergessen. Natürlich habt ihr das erwähnt, aber trotzdem habe ich das vergessen. Weil eben der Shield Cameraman ja nicht gestunt werden kann. Dann sollten wir vielleicht doch weiter auf Shield Cameramans gehen. Denn er wurde schon wieder gestunt. Der arme Mann. Aber dann platziere ich hier eine Wand an Shield Cameramans, damit eben der Upgraded Titan Speakerman nicht mehr gestunt wird. Und oh, der Airplane Turtle kam fast durch. Das ist echt nicht gut. Das heißt, wir upgraden doch schon mal den Shield Cameraman einmal, beziehungsweise maxen den hier. Upgraden nochmal den nächsten und dann erst den Upgraded Titan Speakerman. Wobei, können wir den jetzt schon gleich maxen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wir brauchen halt den Runden-Skip und nehmen uns für noch $900. Aber ihn jetzt zu maxen wäre, glaube ich, wichtiger. Ey, das ist so stressig, mit Trash-Units zu spielen. Wir könnten halt doch einfach gute Units aus dem Glücksrad bekommen, aber nein. Ich muss natürlich wieder Pech haben. Jetzt haben wir den schon mal gemaxt. Wir sehen, die Range ist echt gut vom Upgraded Titan Speakerman. Gefällt mir. Hoffen wir auch, dass der Schaden hoch ist. Ja, das Ding ist, wir können hier nochmal den Sunglasses Speakerman platzieren. Hier nochmal den Mac Cameraman. Bringen werden die aber nichts, außer dass die erstmal Stunts tanken werden. Was sogar ganz gut ist. Ah, oh, und die Toilets kommen sehr, sehr weit. Das gefällt mir echt nicht. Oh, die UFO-Toilets auch, die unsterblich werden. Warte mal, wir maxen nochmal hier den Shield Cameraman. Jetzt haben wir auch den hier gemaxt. Fall der Fälle. Dann maxen wir nochmal die hier vorne. Weil langsam wird es echt kritisch. Jetzt nehmen wir hier nochmal den zweiten Upgrade Titan Speakerman und hoffen wir einfach mal, dass er ein bisschen mehr rasieren wird. Weil, ey, das ist viel zu schwer. Warum ist es so schwer? Eigentlich sollte es nicht so schwer sein. Verkaufen wir uns nochmal diese Trash-Units, weil langsam sind wir am Platzierlimit angekommen. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir das schaffen werden. Es ist halt sehr, sehr anstrengend. Sehr, sehr kritisch. Jetzt nehme ich hier nochmal den dritten Upgrade Titan Speakerman. Und Max den auch direkt. Perfekt. Müssen wir noch diesen Mac-Cameraman löschen, aber wird die ganze Zeit gesandt. Ich kann den nicht löschen. Ich hätte den doch nicht platzieren sollen. Wir haben den endlich nach 3 Millionen Jahren gelöscht. Jetzt passiere ich hier nochmal den Upgrade Titan Speakerman. Und jetzt sparen wir ein bisschen, bis wir die Set TV Mans löschen können. Wette was? Wir können die jetzt schon löschen. Voll vergessen, die geben mir auch noch 3 Millionen Euro gefühlt, wenn wir die eben löschen. Aber wir sind jetzt beim Platzierlimit. Werden wir jetzt mit diesen Units gewinnen oder verlieren? Wir können nichts mehr machen. Wir können wirklich nur noch abwarten. Und wir haben verloren. Hey, da vorgebogen, willst du mir nicht zufälligerweise doch trotzdem den Upgrade Titan Clockman geben? Nö. Du bist Trash? Okay, warte, Leute. Ich habe eine Idee, wie wir ihn scammen können. Nämlich schreibe ich ihm jetzt, dass ich erstmal seinen Upgraded Titan Clockman signen kann. Und dann behalten wir den einfach. Ich kann ja auch gerne den UTCM signen. Wirklich? Okay, der hat mich angetradet. Und was? Der macht aber 8 rein. Okay, sehr wild. Dann accept
accepten wir die und behalten die jetzt erstmal. Tja, get scammed. Ich wurde einfach gebannt. You were kicked from this experience. Du wurdest gebannt. Ich bin wieder in Toyne Tower Defense drinne. Und Leute, ihr werdet niemals glauben, wen ich hier in meiner Lobby gefunden habe. Nämlich einfach einen Minion. When I met you in the summer. Das ist crazy. Also jetzt mal ehrlich. Klicken wir mal auf ihn. Und yo, was ist das? Der darf einen Upgraded Titan Clockman und einen Upgraded Titan Drillman. Okay, das ist crazy, sage ich ehrlich. Gib mir eine Banane. Warte, habe ich irgendeine Bananen-Unit? Gibt es überhaupt Bananen-Units in Toilet Tower Defense? Also das Einzige, was es halt gibt, ist halt der Food Crate, ne? Das ist aber Kaktus, Spaghetti, Hamburger und dazu nochmal Hot Dog. Dann gibt es halt noch die Coconut Crate, aber da ist auch kein Bananen-Speakerman oder so dabei. Das heißt, ich kann ihm leider keine Bananen geben. Aber ehrlich gesagt, wäre das echt crazy. Einfach ein Bananen- bzw. Früchte-Event in Toilet Tower Defense. Das wäre nice. Aber sagen wir ihm erstmal, ich habe leider keine Banane. Warte, du wurdest gekickt? Keine Banane? Na, na, na. Ich habe ja gar nichts mehr. Und null Gems. Ich wurde hier einfach gescammt. Seht ihr das hier erstmal? Über seinen Kopf, der hat jetzt wieder 30.000 Gems. Das sind meine gewesen. Er hat mich aber gescammt. Minion, gib mir wieder meine Gems und Units. Nö. Nur wenn du 3 Challenges schaffst. Wisst ihr, er will irgendwas mir von Challenges erzählen. Dabei hat er keinen Clan und nicht mal einen Pencilrang. Das ist peinlich. Aber gut, okay, was ist Challenge Nummer 1? Challenge Nummer 1 ist in 10 Minuten ein Team zusammenzustellen in der Trading Plaza. Sobald du das geschafft hast, musst du die neue Pencilwelt schaffen. Und wenn du die Pencilwelt mit durchgehendem Autoskip schaffst, kriegst du einen Upgraded Titan Drillman. Okay, das würde tatsächlich ziemlich gefährlich kommen, ein Upgraded Titan Drillman. Denn falls ich vergessen habe, ich habe meinen Golden Future Large Clockman für 120 statt 120.000 Gems verkauft. Da seht ihr erstmal unten rechts den Timer. Und Leute, ich schenke jetzt erstmal dem Stormtrooper Lix a Pencil Crate gesigned von mir. Das Ding ist halt, 2 Pencil Crates sind da geblieben. Und ich sehe tatsächlich, ihr habt mir ein paar Sachen zum Sign und auch ein paar Sachen gratis gegeben. Und yo, oha, allein die Sachen, die gratis sind ohne Designs, sind ja schon crazy. Ich meine, wir haben jetzt schon den Static Speakerman, wir haben eine Money Union Influencer, wir haben den Alpha Speakerman und dazu nochmal eine Healer-Unit, den Pencilman. Das ist gut. Dann würde ich mal sagen, signen wir kurz all diese Sachen, dann sollten wir auch schon mal fast, nee, sogar mehr als 1000 Gems haben. Das ist gut. Wir haben jetzt schon 1250 Gems. Das ist crazy gut. Diese Gems reichen uns erstmal aus, um direkt den Standard TV-Man zu kaufen. Also einen besseren Start in eine Challenge kann man nicht haben. Außerdem, warum dauert das so lange, um erstmal irgendwas zu laden in Toilet Tower Defense? Ist das euch auch aufgefallen? Es dauert ja ewig. Okay, eine Pencil Crate normal kostet 100 Gems. Das heißt, unsere gezeigt wäre so vielleicht 120. Das ist aber nicht so wild. Wie viel kostet denn der Epic? Das würde mich jetzt interessieren. Den Epic würde ich ehrlich gesagt auch mitnehmen, denn der ist nicht schlecht. 150? Der Epic ist mehr wert als eine Crate? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Dann wir trainen mal ein paar random Leute an und fragen, ob die offern können für die Pencil Crate. Ich nehme wirklich alles bis 100 Gems an. Yo, warte, das ist crazy, oder warte? Weil wenn er das mir geben würde, wäre das echt gut. Warte, dann gebe ich den extra nochmal einen Alpha Speaker Man. Einfach als kleinen Bonus, weil das Ding ist halt, das ist wirklich crazy für die Pencil Crate. Ich bin wirklich kurz davor, ihn zu scammen. Da muss ich ihm immerhin den Alpha Speakerman gesigned geben. Mit der kann er immerhin etwas anfangen. Aber ich meine jetzt ernst, das ist gut. Wir haben jetzt theoretisch die Mace Camera Woman als Verlangsamungsunit, Batman als Pushback und Large Laser als Starter. Denn ich glaube, Static ist nicht so gut wie der Large Laser, sage ich ehrlich. Könnten jetzt aber aufhören, wir haben ein gutes Team. Mich würde aber interessieren, wie viel sind denn diese gesamten Dinger wert? Ich glaube, Static Speakerman wird nicht so viel wert sein, oder? 50 Gems. Gesigned werfen wir den erstmal für 45 rein. Was denn mit dem Mythics? Den Upgrade Titan Cameraman will ich nicht haben. 200? Warte, werfen wir mal einen Gesignten für 150 rein. Wenn der für 150 gekauft würde, das wäre sehr gut. Was mit dem Mac? Der wird auch nicht verkauft, dann werfen wir den erstmal für 125 rein. Das wäre schon nice, wenn die dafür gekauft werden, weil dann haben wir so krasse Profite gemacht. Okay, der Static Speakerman wurde schon mal gekauft. Jetzt fehlen noch die beiden Mythics. Ich würde sagen, wir brauchen erstmal eine bessere Slowing Unit. Weil Mace Cameraman ist nicht so eine gute Slowing Unit, sage ich ehrlich. Aber wir brauchen erstmal natürlich auch den Setter TV-Man. Den nehmen wir direkt mit. Hallo? Jo, okay, der erste Mythic wurde gekauft. Das sehen wir gerade leider nicht, aber der wurde gekauft. Das war die Mace Camera Woman. Sehr nice. Würde ich sagen, weg mit dem Influencer, her mit dem Seller TV Man. Werfen wir den auch erstmal für
70 Gems gesigned rein. Wird schon funktionieren. Der Upgrade hat ein Cameraman wurde gekauft. Das ist sehr nice. Jetzt brauchen wir nur noch eine gute Verlangsamungsunit. Dann sollten wir eigentlich good to go sein. Frage ist, welche Unit kann gut verlangsamen? Ich weiß es wirklich nicht. Green Laser, ja, natürlich. Den können wir uns aber nicht leisten. Toxic, theoretisch. Da kostet nur 20 Gems. Nehmen wir den einfach mal mit. Ansonsten, oh, der Astro. Warum kostet der nur 1000 Gems? Wobei, okay, den müssen wir maxen für seine Verlangsamung. Aber seine Verlangsamung ist halt sehr viel besser. Wisst ihr was? Wir signen erstmal die Maze Camera und versuchen die erstmal für 100 Gems zu verkaufen. Und dann holen wir jetzt erstmal den Astro. Auch wenn wir ihn maxen müssen, um ihn erstmal auf Verlangsamung zu bekommen. Irgendwie dauert das lange, um ihn zu verkaufen. Beziehungsweise sie zu verkaufen. Wisst ihr was? Dann werfen wir die doch einfach für 50 Gems rein. Das wird schon funktionieren. Oh, die wurde gekauft. Ne, mein machen wir doch nicht. Jetzt können wir jetzt erstmal den Astro. Nein, ich kann den nicht kaufen. Den anderen auch nicht. Die sind beide erstmal in dem Trade. Okay, doch, wir haben erstmal einen bekommen. Sehr, sehr gut. Wir können theoretisch nochmal einen Large Fanman holen. Das wäre auch nochmal ein Upgrade. Und ich sag ehrlich, besser als das, was wir jetzt haben, können wir, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, wir bekommen nichts Besseres mehr. Deswegen würde ich noch zum Schluss sagen, wir verkaufen einfach mal den Toxic für 20 Gems und den normalen Fanman für 5 Gems anscheinend. Und dann gehen wir zum Minion zurück. Gut, Minion, ich bin wieder da. Was war jetzt nochmal die Challenge? Du musst den Pencil-Mode gewinnen. Mit durchgehendem Autoskip. Wenn du das schaffst, kriegst du den Upgraded Titan Drill Man. Okay, dann würde ich sagen, Attacke. Gehen wir erstmal in die Pencil World. Das Ding ist halt, die ist gar nicht mehr so schwer. 40 Waves sollte bedeuten, dass es einfacher ist als der Nightmare-Modus. Und ich würde einfach mal sagen, hoffen wir das. Let's go, Autoskip es an. Platzieren wir zum Anfang direkt erstmal Senna TV Man. Sehr wichtig. Also ich sag ehrlich, wenn wir nicht gut aufgestellt sind, um den Modus hochzunehmen, dann weiß ich auch nicht. Wir haben eigentlich alles, was man braucht. Wir haben eine gute Starter-Unit. Wir haben eine Pushback-Unit. Wir haben eine Healer-Unit. Wir haben eine Moneymaker, sogar den besten Moneymaker. Dann haben wir nochmal eine Verlangsamungs-Unit, die gleichzeitig unser Damage-Dealer ist. So, warte, bitte lass mich jetzt den Large Fairman platzieren, bitte, please. Ja gut, okay, können wir so oder so nicht. Wir können hier nochmal einen Pencilman platzieren, der wird aber keinen Unterschied machen. Dann lassen wir die doch erstmal durchlaufen. Egal, die machen eh nicht so viel Schaden. Ich glaube, 100 Schaden? Das ist jetzt nicht die Welt. Ziehen wir dann aber erstmal den Large Laser Cameraman. Und der hat direkt von Anfang an einen DPS von 800, was gar nicht mehr so viel ist. Den Punkt hätte ich sogar den Large Fairman benutzen können, weil er eben noch dazu Pushback und 360 Grad AOE hat. Komm, dann platzieren wir direkt ihn daneben. Wird schon funktionieren. Und dazu stimmt eigentlich noch den normalen Pencilman. Stimmt, wir hätten eigentlich auch uns den Gun Pencilman mitnehmen sollen. Denn er hat auch Healing, aber das eben bei einer besseren Range. Und vielleicht sogar mit einem besseren Cooldown, das weiß ich aber nicht, sage ich ehrlich. Aber egal, so schwer ist der Modus jetzt nicht. Ich glaube, wir werden das trotzdem hinbekommen. Aber grabben wir dann erstmal den Large Laser Cameraman. Denn langsam wird es auch Zeit. Dann auch erstmal den Large Fanman. Jetzt hat er auch erstmal eine bessere Range, mehr Schaden, was sehr, sehr wild ist. Aber man merkt schon daran, wie weit diese Teile zum Beispiel kommen, dass die Units jetzt nicht die besten sind. Also ein Green Laser Cameraman wäre sogar, glaube ich, wirklich besser gewesen. Aber egal, upgraden wir nochmal den Large Fanman. Ich würde einfach mal sagen, den Pencilman, damit falls eben verlangsamt wird, wie gerade eben, schneller geheilt wird. Let's go, upgraden wir nochmal den Pencilman, der ist jetzt sogar gemaxed. Das ging schnell. Oh, die kommen langsam wirklich weit. Das ist nicht gut. Wir upgraden direkt erstmal den Large Laser Cameraman. Ich hoffe, der carryt das erstmal raus. Ah, und sehr kritisch. Wir hatten nur Glück, dass die Vakuum-Toilette aber stehen geblieben ist, tatsächlich. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt schon mal den Astro-Upgrade-Titan-Cameraman und direkt extra für ihn einen weiteren Pencilman. Der direkt gestunt wird. Ja, natürlich. Aber wir machen trotzdem schon mal Splash-Damage mit ihm. Zwar keine Verlangsamung, aber trotzdem macht er guten Damage. Das ist jetzt auch nicht. Und das Wichtige bei ihm ist halt, der macht halt eben Splash-Damage. Was halt der Large Laser nicht macht. Der Modus ist echt schwerer, als ich dachte. Ich dachte, er wäre viel einfacher. Wir sind ja voll am Struggle. Ich habe gerade nochmal den Astro-Upgrade-Titan-Cameraman. Es ist halt hart. Es ist wirklich hart. Wenn man nicht mit OP-Units den Modus durchspielt. Aber sollte trotzdem noch machbar sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Upgraden wir nochmal den Large Laser-Cameraman. Jetzt haben wir den sogar gemaxed. Sehr gut. Das macht erstmal 14.000 Schaden pro Sekunde. Halt nur auf einer Toilette gleichzeitig. Das ist halt nicht das Wilde an ihm. Wir brauchen halt wirklich sehr viel mehr Geld, weil schaut euch das an. Da ist eine verdammte UFO-Toilette mit 140.000 Leben. Wie soll ich die hochnehmen? Kann euch das ehrlich nicht sagen. Ich glaube, wir upgraden jetzt einfach wirklich den Large Fanman. Und hoffen wir, dass er zurückgestoßen wird. Ja, die UFO-Toilette wird zurückgestoßen. Let's zu dem Gore. Wir platzieren nochmal kurz zur Sicherheit einen weiteren Pencilman. Upgraden nochmal alle. Seit der Team ist auf Level 7. Und dann sollten wir in der nächsten Runde, beim nächsten Skip, den Astro auf Level 4 upgraden. Was sogar seinen Schaden mehr als verdoppelt. Was sehr, sehr nice wird. Let's go. Jetzt haben wir den nochmal upgraded. Wir wollten jetzt noch 2 Level, glaube ich, war das. Um ihn eben zu maxen, damit er auch endlich Toilette zu leugnen hat. Sobald er Toilette zu leugnen hat, sage ich euch so, wie es ist. Es wird so viel einfacher sein. Let's go. Wir upgraden ihn jetzt erstmal. Und jetzt brauchen wir noch einen
18.000 Dollar Upgrade, damit wir verdammt nochmal Teune zu lang bekommen. Vielleicht wäre es doch eine bessere Entscheidung gewesen, den Toxic mitzunehmen. Sag ich ehrlich, aber ihn zu maxen, bis er Verlangsamung bekommt, dauert extrem lange. Außerdem fällt mir gerade auf, es gibt so ziemlich keine Pencil-Gegner in dieser Map. Es gibt halt den Evil C-Pen und das war's. Ich glaube zwar ehrlich gesagt, dass erstmal die Dom Studio-Serie nicht wirklich viele Pencil-Gegner gegeben hat, aber es ist trotzdem schade. Hätten die nicht einfach so ein Radiergummi als Gegner rausbringen können? So eine Radiergummi-Toilet oder irgendwie sowas? Das ist nochmal hier den Large Fanman maxen, damit auch erstmal alle Toilets hier pushbacken kann. Das wird nämlich gleich sehr wild, sobald wir den Astro maxen. Denn falls ihr nicht wusstet, sobald erstmal eine Unit verlangsamt wird, kann die viel weiter und mit irgendwie auch viel mehr Leben gepushbackt werden. Was echt wild ist. Was wir jetzt machen werden, let's go, jetzt ist er endlich gemaxt. Und schaut euch seine Range an. 65er Range, was gar nicht mal so wild ist mittlerweile. Damals aber extrem crazy war. Sein Schaden ist gut, 57.000 und dazu nochmal 60% Splash-Verlangsamung. Wir haben gewonnen. Keine Chance mehr, wir haben gewonnen. Und da haben wir erstmal gewonnen. Übrigens, Leute, werde ich erstmal all die Units, die wir hier gerade benutzt haben in der Runde, an euch verschenken. Deswegen, Leute, vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und euren Roblox-Namen in die Kommentare zu schreiben. Und dann werde ich euch jeweils eine dieser 5 Units über die Post Office senden. Das Männchen liegt tot auf dem Boden. geht's denn, Mann, gut? Der liegt einfach auf dem Boden. Okay, jetzt steht er aber. Okay, let's go. Ich möchte erstmal Minion. Meinen Upgrade Titan Drillman. Der sieht aber irgendwie voll verstört aus. Was ist passiert in der Zeit, in der ich diese eine Runde gespielt habe? Schlimme Sachen sind geschehen. Ich kann nicht mehr. Aber hier deine Belohnung. Jo, und Tatsache, er packt erstmal hier einen Upgrade Titan Drillman rein. Let's go, den gönnen wir uns erstmal. Danke, Minion. Für den Upgrade Titan Drillman. Ich würde dann tatsächlich erstmal sagen, was ist Challenge Nummer 2? Denn ich will natürlich auch erstmal Nummer 1 meine Judith zurückhaben und Nummer 2 diesen Upgrade Titan Clockman. Challenge Nummer 2 ist, du musst für 1000 Robux Pencil Crates holen und die öffnen. Und wenn du einen epischen kriegst, kriegst du deine Units wieder. Let's go, gehen wir erstmal zum Pencil Event Shop. Oh, ich kann eine Quest abholen. Das ist cool. Aber wir gehen dann hier erstmal holen uns 5000 Pencils für 1000 Robux. Also wirklich, Leute. Dafür, dass ich wieder so viele Robux ausgebe, könnt ihr wirklich das Video liken und den Kanal abonnieren. Aber dann würde ich sagen, wir holen uns erstmal ein paar Pencil Crates. Das sind nicht mal 20 Pencil Crates. Das sind irgendwie, ich glaube sogar 19. Kann das sein? Okay, 18, nicht 19. Aber let's go, öffnen wir die erstmal alle. Das sind einfach 2 8 Opens. Die sind jetzt schon vorbei. Nein, das sind doch. Stimmt, 2 8 Opens wären ja 16. Übrigens, wir haben einen Epic bekommen und das war's, glaube ich. Wir haben wirklich nur einen Epic bekommen und ansonsten nur Trash. Das ist wirklich traurig, sage ich ehrlich. 1000 Robux ausgeben, um diesen Pencil Mac zu bekommen. Das ist wirklich traurig. Aber Leute, falls ihr den haben wollt, wie gesagt, schreibt euren Roblox-Namen in die Kommentare. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Denn den werde ich auch verschenken, die anderen nicht. Aber gut, dann habe ich jetzt erstmal den Epic gezogen und 1000 Robux ausgegeben. Damit ich meine Units wieder bekomme. Wo ist der Minion? Da ist er, der läuft ja rum wie ein Idiot. Okay, der hat mich angetradet. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Ja, gut, okay. Ich denke mal, der will, dass ich den Epic zeige. Hier ist der Epic. Gut, jetzt gib. Der ist aber ready gegangen. Will er mich rollen oder was? Nein, da kriegst du nicht von mir. Ich will meine Units wieder. Na gut. Langweiler. Jetzt nennt er mich auch Langweiler. Aber immerhin gibt er mir meine Units wieder. Meine ganzen Sigma-Crates. Und das, ich habe all meine Sachen wieder. Und sogar meine Gems. Dann würde ich mal fragen, was ist denn jetzt erstmal die letzte Challenge für den Upgraded Titan Clockman? Für den Upgraded Titan Clockman musst du den Endlos-Modus schaffen. Das Glücksrad sagt dir, welche Wave. 30 bis 100. Okay, natürlich haben wir das Glücksrad. Das kann crazy hart werden, sage ich ehrlich. Und wir kriegen Wave 90. Was? Wenn wir jetzt kein Glück haben beim Glücksrad, dann sind wir einfach verloren. Wir werden einfach verlieren. Okay, ich sag ehrlich, ab hier kann es nur noch bergab gehen. Jetzt möchte ich, dass du das Glücksrad fragst, welche Units du benutzen sollst. Seiner TV und Speaker Repair Drone kannst du sofort mitnehmen. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du den Upgrade Titan Clockman. Okay, Leute, mal gucken, ob wir so viel Glück haben werden. Wir bekommen als erste Unit. Boah, das wird hart. Wir kriegen den Knife Upgrade Titan Speaker Man. Equippen wir ihn erstmal. Das Ding ist halt, so schlecht ist er gar nicht, aber so gut jetzt auch nicht. Egal, nächster Glücksrad-Spin. Ey, ich sehe da keine Hoffnung. Ich glaube, heute kriegen wir keinen Upgrade Titan Clockman, sage ich ehrlich. Large Speaker Man! Oh mein Gott! Ja, dann equippen wir den erstmal. Machen wir weiter mit dem nächsten Glücksrad-Spin. Ey, das wird nicht gut enden. Wir kriegen den Guardian Clockman. Das ist sogar okay. Equippen wir ihn erstmal. Sehe gerade sogar, der ist besser als der Knife Upgraded. Oh mein Gott. Wir haben noch eine Unit, die wir mitnehmen können. Wir brauchen eine Starter-Unit. Komm schon, gib mir bitte eine Starter-Unit. Wir bekommen den Monster Speaker Man. Es ist vorbei, Leute. Ich gebe auf. Equippen wir auch ihn erstmal. Wir spielen natürlich mit Double Speed, aber ich sag ehrlich, ich habe keine Hoffnung. 90
Wirklich, Wellen sind insane viel mit so einem Team. Hätte ich immerhin eine gute Unit bekommen, dann hätte man das vielleicht noch machen können. Aber ich habe den Guardian Clockman und das war's. Der Rest ist Trash. Jetzt benutzen wir unsere Money Ability, platzieren hier erstmal den Guardian Clockman. Und ich sage es euch so, wie es ist, Leute. Es ist vorbei. Wir haben keine Chance. Ich platziere auch erstmal direkt den Knife of Grey Titan Speaker Man, der das Ding ist, der macht AOE-Schaden. Heißt, er ist gut. Wir eher die schwächeren Units. Aber trotzdem, ne, ich glaube, daraus wird wirklich nichts. Aber wer weiß, vielleicht carryt ja der Guardian Clockman, ganz bestimmt. Upgraden wir dann erstmal den Knife of Grey Titan Speaker Man. Dann den noch einmal. Und stimmt, der kriegt ja sein Messer. Das Messer war sogar ziemlich gut. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass Toilet Tor Defense Double Speed gemacht hat. Wir spielen gerade seit 4 Minuten. Wir sind schon Welle 20. Das ist so angenehm. Das Spiel geht wirklich so schnell vorbei. Da muss ich mich nicht durchgehend foltern lassen, auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich verlieren werde. Immerhin kann ich schnell verlieren. Upgraden wir ihn dann erstmal auf Level 4. Und ja, jetzt stich halt mit seinem Messer. Der wirft es noch nicht. Wirft er das erst bei Max Level? Nee, der wirft es gar nicht. Okay. Da haben die wohl die Animation geändert, weil er hat mal sein Messer geworfen. Wir passieren auch einfach, weil wir es können, hier im normalen Large Speaker Man und hier im Monster Speaker Man. Ich glaube zwar nicht, dass sie irgendwas reißen werden, aber egal. Jetzt habe ich hier nochmal ein zweites Speaker Repair Drone und spam jetzt erstmal so gut es geht die Guardian Clockmans. Da hoffen wir einfach, dass wir bis Welle 90 kommen. Was ich aber sehr stark bezweifle. Ich sage ehrlich, wir kommen aber weiter, als ich dachte, wir sind jetzt schon Welle 50. Ich muss sagen, die machen sogar echt einen guten Job. Die Guardian Clockmans und halt natürlich auch der Knife Upgrade Titan Speaker Man. Aber man sieht schon langsam, die kommen echt weit, die ganzen Toilets. Ich glaube, Welle 60 werden wir nicht erreichen. Sag ich ehrlich. Wir sind nur bis Welle 49 sogar gekommen. Das ist nicht gut. Dann wohl kein Upgrade Titan Clockman für mich. Ich bin wieder in Toilet Tower Defense drinne. Und ihr werdet nicht glauben, wen ich gefunden habe. Nämlich einfach den Gedanke, die Gedanke. Oh, Nugget Man. Und wenn wir auf ihn klicken, Leute, sehen wir erstmal. Er hat einfach einen Hyper, einen Titan Cloverman und sogar einen Corrupted Cameraman. Und die will ich natürlich alle haben. Denn mir fehlen zufälligerweise all diese Units, wenn wir mal in den Inventar gehen, Leute. Und nach Titan Cloverman als Beispiel sehen, ich habe keinen. Titan Corrupted ist nichts. Generell, wenn ich Corrupted suche, ist nichts. Oder wenn ich nach Hyper suche, kommt da auch nichts. Deswegen würde ich gerne erstmal diese drei Units haben. Mal gucken, ob er die mir auch geben wird. Kannst du mir bitte deine OP-Units geben? Vielleicht. Was soll das heißen? Hoffen wir einfach mal, der wird mir den trotzdem geben. Und nicht irgendwas Komisches verlangen. Du musst nur drei Challenges schaffen. Für jede geschaffte Challenge, der hat geschafft falsch geschrieben, kriegst du eine OP-Unit. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir die erste Runde gewinnen, kriegen wir den Hyper. Bei der zweiten Runde den Titan Cloverman. Bei der dritten sogar den Corrupted Cameraman. Okay, das ist wild. Dann würde ich sagen, her mit der Challenge. Was ist die Challenge? Challenge Nummer 1 ist, die schwerste OG-Map durchzuspielen. Nur, dass das Glücksrad dir sagt, welche Units du spielen darfst und wie viele du spielen darfst. Santa und Speaker Repair Drone sind erlaubt, um es fair zu halten. Ich meine, finde ich sehr nett, denn ohne Speaker Repair Drone könnte kritisch werden, wenn wir irgendwelche Trash-Units bekommen. Es wird aber auch kritisch, wenn wir eben keine AOE-Unit bekommen. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für Glücksrad-Spin Nummer 1. Welche Unit spielen wir überhaupt? Mal gucken, ich hoffe mal 5 und wir kriegen 3. Dann muss die eine Unit, die wir bekommen, auch gut sein. Na, mal schauen, wir brauchen irgendwas mit AOE auf jeden Fall, sonst haben wir verloren. Wir kriegen die Clock Spider. Okay, das ist gut. Wählen wir die erstmal aus. Und theoretisch können wir sogar die Speaker Repair Drone unequippen, weil wir brauchen die ja nicht mit der Clock Spider, weil das eben eine Movable Unit ist und die eben so oder so nicht gestunt werden können. Dann würde ich sogar sagen, spinnen wir das Glücksrad nochmal. Denn ey, da standen 3 Units. Und wir kriegen den Microwave Man. Equippen wir auch den erstmal. Und ab in die Toilet HQ Map. Denn das Ding ist, wir haben eigentlich schon doppelt gewonnen durch diese Units. Nummer 1, der Microwave Man hat AOE-Schaden, wie ihr sehen könnt. Der kann dazu noch Feuerschaden machen, was sehr gut sein wird für die schwachen Units. Und dann haben wir hier nochmal die Clock Spider, die 360 Grad AOE-Schaden macht. Was echt wild ist. Da sehen wir jetzt erstmal den Microwave Man. Und ihr seht, der zerbärst ja alle Toilets. Vor allem hat auch einen guten Schaden. Also wirklich, Feuer, der hat mehr Schaden, als die Toilets HP haben, lässt sich auf jeden Fall sehen. Na, okay, wobei die Police-Toilets kommen ein bisschen weit, aber die sollten trotzdem ziemlich easy hochgenommen werden, wegen dem Feuerschaden. Lass uns dann aber auch erstmal den Microwave-Man einmal upgraden und yo, die Range wird ja auch besser. Okay, das ist gut, aber irgendwie fackelt er die Boss-Toilet nicht ab. Warum nicht? Das hätte eigentlich sehr gut geholfen bei der Boss-Toilet, aber der fackelt die ja gar nicht ab. Oh doch, jetzt hat er sie sogar gestunt. Jetzt brennt die Boss-Toilet und er hat sie sogar einmal gestunt. Okay, voll vergessen. Er kann ja auch stunnen. Okay, das macht die direkt schon 10-mal besser. Heißt,
Jetzt ist es quasi der. Mewing TV bin ein wenig schlechter, würde ich sagen. Lässt sich aber trotzdem sehen. Und vor allem, wenn die Leben gleich bleiben, der gesamten Toilet, dann sollte es ja noch einfacher sein. Wobei, okay, hier kommt schon die erste Toilet mit 23.000 Leben. Das ist viel. 23.000? Ich habe jetzt nochmal den Microwave Man geupgradet und doch, okay, das sollten wir noch hinbekommen. Wir haben einen DPS von 4.000. Vor allem, wenn er gestunt werden würde oder halt eben, ja, Feuerschaden kassieren würde, wäre es noch einfacher. Und okay, doch, er wurde im letzten Moment noch gestunt. Also, er ist auf jeden Fall eine gute Unit, sind wir ehrlich. Aber so stark jetzt auch nicht. Für die Toilets wie die Sawblade Toilet wäre es schon eigentlich besser. Hätten wir irgendeinen Titanen mitgenommen. Aber ich denke trotzdem, dass unsere Units ausreichen werden. Vor allem stimmt, wir haben ja noch keine Magnet Toilet gesehen. Es gibt ja in dem Modus auch noch Magnet Toilet. Das habe ich auch voll vergessen. Oh nein, die werden ordentlich. Das weiß ich jetzt schon. Da haben wir schon die erste Magnet Toilet mit 155.000 Leben. Die können wir nicht hochnehmen. Wir brauchen schnell Geld, damit wir den Microwave Man maxen können. Ansonsten verlieren wir. Ohne Spaß. Wir müssen die stunnen. Wir brauchen erstmal mehr Geld. Hallo? Da jetzt haben wir endlich mehr Geld. Jetzt haben wir den gemaxt. Aber selbst das reicht nicht aus. Das sind nur 13.000 DPS. Wir wurden gestunt. Hätten vielleicht doch den Spear Repair Drop mitnehmen sollen. Egal, jetzt sind wir jetzt erstmal die Clock Spider. Und ich hoffe, die nimmt die Magnet Toilet hoch. Denn die Clock Spider kann ein wenig verlangsamen. Die hat eine sehr hohe Range, vor allem wenn wir sie upgraden. Wir bräuchten dafür noch ein bisschen Geld. Und okay, doch, die Clockspider hat es noch hinbekommen. Sehr, sehr gut. Aber wirklich, vor allem vor den Magnet Toilets habe ich Angst gehabt. Aber ich denke mal, die Clockspider ist tatsächlich gut genug gegen eben die Magnet Toilet, weil die Clockspider so eine hohe Range hat. Wir sehen ja, die Range geht von hier hinten bis dort ganz vorne hin. Das ist wirklich wild tatsächlich. Welle 50 ist erreicht. Und schaut euch mal diese Armee an Clockspidern an. Wir haben hier 14 stehen. Das ist schon ziemlich wild. Und ich muss sagen, ich habe die wirklich unterschätzt. Ich dachte halt ehrlich, dass es einfach viel schwerer sein wird. Selbst mit den Clock-Spidern. Aber gar keine Toilet war ein Problem. Aber wir haben noch nicht den Boss gesehen von Welle 50. Nämlich die Magnet Scientist Toilet 3.0. Sie hat 5 Millionen Leben, glaube ich. Ja, genau. 5 Millionen und 10.000 Leben. Und die wird eigentlich ziemlich gut hochgenommen. Ja, gut. Okay, die hat keine Chance. Und wir haben gewonnen. Also, dann möchte ich erstmal meinen Hyper haben, bitte. Du hast gemogelt. Nee, habe ich nicht. Hallo, ich habe mich an die Regeln gehalten. 3 Units durfte ich benutzen. Ich habe nur 3 Units benutzt. Na gut. Okay, der hat mir einen Trade gesendet. Nehmen wir den erstmal an. Und da haben wir erstmal den Hyper-Upgraded Titan Speaker Man. Let's go. Dann nehme ich den erstmal an. Und ey, Dankeschön schon mal für die erste Unit. Ne, jetzt fehlen noch die 2 weiteren. Die Frage ist jetzt, was ist die nächste Challenge? Für die nächste Challenge musst du ein Team aus 500 Gems zusammenstellen. Wie viele Units du spielen darfst, ist dem Glücksrad überlassen. Und dann bekommen wir den Titan Cloverman. Hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Ich habe zum Glück 788 Gems. Wir dürfen 500 Gems davon ausgeben. Die Frage ist nur, bei wie vielen Units? Hoffen wir mal, dass wir 5 Units bekommen, denn ich weiß immer noch nicht, was er möchte, was wir überhaupt machen mit dem. Mal gucken. Wir bekommen als Unit tatsächlich 5. Okay, das ist wild. Schreiben wir den dann erstmal. Hab 5 bekommen. Dann bau dir ein Team zusammen und komm wieder. Du hast nur 5 Minuten Zeit, sonst gehe ich. Okay, warte mal. Machen wir erstmal unseren Countdown an. Dann haben wir nur 5 Minuten Zeit, um uns ein Team mit 500 Gems zusammen zu craften. Okay, das wird interessant. Denn ich weiß nicht, was wir mit 500 Gems machen könnten. Wir können uns theoretisch den Classic Cameraman holen. Wir haben uns dazu noch eine Starter-Unit holen. Und den Center TV-Man sollten wir eigentlich ziemlich safe sein, egal was er macht. Mal gucken, ob das überhaupt machbar ist. Wir wollen auf jeden Fall zuerst den Center TV-Man. 500 Gems, das sind nicht mal 500, das sind 502. Wie soll ich mir das leisten? Sag mir nicht, der Center TV kostet mittlerweile so viel. 490, das können wir uns nicht leisten. Warum haben wir nicht viel Zeit rumzusuchen? Ich kann jetzt vielleicht noch 1 oder 2 Server ausprobieren. Und wenn wir dort immer noch keine billigen Center TV-Mans finden, dann müssen wir wirklich auf Speaker Woman's Rose Farm oder so gehen. Das kann doch nicht sein, dass die alle so ewig teuer sind. 470 Gems. Okay, wir können tatsächlich nicht auf den Center TV-Man gehen. Aber mir fällt tatsächlich auf, wir können die Clockspider kaufen. 150 Gems sind nicht viel. Und die ist eine super OP-Unit. Er ist in einem Trade. Geh doch aus dem Trade raus. Ich brauche die. Ich weiß nicht, ob das billig ist für eine Clock Spider. 150 Gems. Die existiert 1,6 Millionen Mal. Was ein bisschen seltener als der Classic Cameraman ist. Dafür ist er aber auch besser als der Classic Cameraman. Und da ist eine Speaker Woman's Rose Farm für 220 Gems. Das ist alles zu teuer. Vor allem, weil die nicht so gut ist. Können wir den jetzt vielleicht kaufen? Nee, können wir nicht. 500 Gems für den nächsten. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt haben wir nur 2 Minuten Zeit. Wie soll ich mir dafür ein Team zusammenstellen? Wenn die Sachen, die ich bräuchte, nicht mal kaufbar sind. Also eine Clock Spider kaufe ich ganz bestimmt nicht für 500 Gems. Da, okay. Clock Spider 200 Gems. Ich weiß zwar nicht, warum
alles nicht lädt. Aber da haben wir die schon mal. Jetzt fehlt uns nur noch eine Money Unit. Aber der Sender TV Man kostet zu viel Gems. Ja, komm, wir gehen auf das Pickup mit Ross Farm. Sind wir jetzt schon bei 370 Gems, die wir ausgegeben haben? Dann haben wir noch 130 Gems, die wir in der Minute ausgeben können. Die Frage ist nur, für was? Für was bräuchten wir 130 Gems? Theoretisch Classic Cameraman? Der wäre auch schon besser als die Clock Spider. Nur halt mit einer schlechteren Range. Und theoretisch mit schlechterem AOE-Schaden, weil er eben nur ein bisschen Splash Damage macht. Was könnten wir uns also noch kaufen? Ja, eine gesignte Booster Unit. Wir brauchen aber keine Booster Unit. Für unsere Clock Spider. Ja, komm, wir kaufen erstmal noch den Classic Cameraman. Und dadurch, dass wir noch zwei Slots voll machen können und keine Zeit haben. Camera Woman und Cameraman. Nein, der ist ein bisschen crazy, du Vollidiot. Da, schnell. Nein, Countdown ist vorbei. Ich wollte doch kaufen, aber die beiden Personen, die beiden Idioten waren in Trades. Nö, das zählt noch, ist mir egal. Die sind ja beide in Trades. Das kannst du keinem erzählen. Der Einzige, der nicht in Trades ist, ist der mit 120 Gems. Egal, psch, wir kaufen uns einen Car-Speaker-Man, das zählt. Kannst mir nicht sagen, dass das nicht zählt. Okay, ich bin zurückgekehrt und wehe, du jammerst jetzt herum, weil ich eine Unit nicht voll bekommen habe, weil die beiden Personen, sogar drei Personen in dem Trade waren. Nö, geht fit. Okay, immerhin hat er Ehre. Jetzt möchte ich, dass du mit diesen Units die neue Time-App durchspielst. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir erstmal in die Time Factory rein. Das sollte aber fit gehen eigentlich. Problem ist natürlich, ja, wir kriegen nicht so viel Geld. Also müssen wir wahrscheinlich ein wenig tanken, würde ich jetzt schätzen. Das Problem ist halt wirklich, die Speaker Woman's Rose Farm gibt einfach gar kein Geld. Also wirklich, das ist so eine Trash-Money-Unit. Ey, das kann doch nicht sein, dass der Sender TV mittlerweile so teuer ist. Der war noch vor kurzem 200 Gems oder so. Vor allem wird er ja noch demnächst droppen, weil eben, sobald das nächste tolle Tornifits-Update rauskommt, auch eine neue Money-Unit rauskommen wird. Deswegen verstehe ich nicht, warum die den so teuer machen. Ich meine, von mir aus, da verkaufe ich halt eben alle meine Center TV-Mans, bevor die droppen werden. So, jetzt haben wir erstmal 5 Speaker Woman's Rose Farms platziert. Und da vorne sind ja schon die ganzen Toilets. Wir müssen jetzt 2 Runden durch Autos skippen. Also wir können die nicht dort hinten platzieren, die Clock Spider. Sondern müssen die hier hinten platzieren. Das sollte aber trotzdem fit gehen, ehrlich gesagt. Let's go. Und ja, wir haben genug Geld zum Glück. Dann würde ich sagen, upgraden jetzt erstmal weiter unsere Speaker Woman's Rose Farm und dann auch mal unsere Clock Spider. Denn eigentlich sollte das kein Problem sein. Sollten das eigentlich ziemlich easy hinbekommen. Ich würde sogar sagen, wir upgraden die hintere Clock Spider gar nicht, sondern platzieren vorne einfach eine neu. Und sobald die nächste Runde ist, haben wir auch genug Geld, die vordere auf Level 2 zu upgraden. Theoretisch hätten wir sogar die hintere verkaufen können. Das wäre aber ein kleines Problem gewesen, wegen dem Boss-Toilets hier. Aber jetzt upgraden wir die vordere Clock Spider. Und jetzt muss eigentlich nur noch die hintere Clock Spider diese beiden Boss-Toilets hochnehmen. Da können wir die verkaufen, um das Geld erstmal in die Speaker Woman's Rose Farm zu stecken, denn die sind gar nicht teuer. Also eine Speaker Woman's Rose Farm zu Max kostet vielleicht 2500 Gems. Beziehungsweise nicht Gems, sondern halt Dollar. Das ist halt nicht viel. Wir sind jetzt schon in Welle 13 fertig mit den Moneymakern. Maxen. Dafür kriegen wir aber auch nur 3000 Dollar insgesamt pro Runde. Was nicht so viel ist. Aber ich meine, es ist besser als gar nichts. Also wirklich, ist besser als gar nichts. Hätten wir keine Money Unit gehabt, hätten wir irgendeine Unit wie den Green Laser Cameraman oder so haben müssen. Damit wir überhaupt die Clock Spider spielen können. Ansonsten hätten wir die vergessen können. Aber der Modus ist auch nicht so einfach. Denn am Ende gibt es nochmal eine Magnet-Toilet-Boss, der komplett anders aussieht als die anderen. Zum Beispiel diese Magnet-Toilet ist trash. Wir können kurz nochmal den Clock Spider maxen. Schaut zu, wie sie zerberstet wird. Die ist jetzt schon weg. Ich konnte nicht über meinen Satz zu Ende reden. Die war schon weg. Lass uns daraufhin erstmal den Classic Cameraman platzieren. Mal gucken, wie gut seine Range wirklich ist. Und ach, okay, wir hätten den doch vielleicht früher platzieren sollen. Seine Range geht voll fit. Hä? Warte, dann platziere ich lieber ihn anstelle von den Clock Spider, weil er ist besser. Natürlich, okay, der hat keinen 360 Grad AOE-Schaden. Er macht aber dafür mehr Damage. Und ich meine, seine Range geht komplett fit. Wir hätten den wirklich vorher platzieren sollen. Ich habe den halt wirklich als letztes platziert, weil ich dachte, okay, der wird eh nicht gut sein. Aber so wie er ist, geht das komplett fit. Aber dann haben wir auch erstmal gewonnen. Gut, Nugget Man. Gib mir meinen Titan Clover Man, bitte. Von mir aus böser Emoji. Ich glaube, ihm gefällt das gar nicht, dass wir den so hochnehmen. Da haben wir auch erstmal den Titan Clover Man. Her damit. Perfekt, dann ist auch er erstmal unser. Jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Challenge machen. Und dann sollten wir einfach den Corrupted Cameraman bekommen. Okay, das wird wild. Was muss ich machen für den Corrupted Cameraman? Für den Corrupted Cameraman müsst ihr das Video liken und den Kanal abonnieren? Okay, Leute, dann liked das Video und abonniert diesen Kanal, damit ich den Corrupted Cameraman bekomme. Spaß. Hast du gedenkt? Leute, wer von euch will ihm erzählen, dass das gedacht heißt und nicht gedenkt? Das heißt gedacht und nicht gedenkt. Egal. Für die letzte Challenge musst du den Endlos-Modus schaffen. Wie viele Wellen du schaffen musst, findest du beim Glücksrad heraus. Okay. Die Frage ist, in welchen Abschnitten? 30 bis 100. Dann würde ich erstmal sagen, spinnen wir das Glücksrad. Ich hoffe, ich kriege 30 Wellen. Wir bekommen 70 Wellen. Okay, das wird hardcore. Wenn wir nicht die richtigen Units bekommen. Jetzt spinnen, wie viele Units du spielen darfst. Das
könnte schlecht enden für uns. Wenn wir nur 3 Units bekommen könnten, könnten wir das, glaube ich, nicht mehr schaffen. Wir brauchen 4 oder 5 Units. Ansonsten haben wir verloren. Hoffen wir mal, wir bekommen 5. Und wir bekommen 5, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur herausfinden, welche Units. Theoretisch würde sogar der Mew-TV-Man mit einem Astro ausreichen. Mal gucken, wir bekommen als Unit den Announcer-Cameraman. Das ist ein guter Start. Equippen wir den erstmal. Machen wir weiter mit der nächsten Unit. Komm schon, irgendwas Gutes, wir bekommen. Den Leprechaun-Cameraman. Das ist eine sehr gute Starter-Unit. Equippen wir auch den erstmal. Komm schon, jetzt brauchen wir eigentlich etwas wie den Astro. Ansonsten haben wir verloren. Wir müssen jetzt eigentlich nur den Astro bekommen. Ansonsten, komm, da gibt es keine Alternativen. Wir kriegen den Hype-Upgraded Titan Speaker-Man. Equippen wir auch den erstmal. Das kann richtig schief gehen. Aber er hat nicht gesagt, dass wir mit durchgehend Autoskip spielen müssen. Das heißt, wenn wir mit manuell Skip spielen, könnten wir das sogar schaffen. Ich würde sagen, am Anfang Autoskippen wir, weil wir einfach Geld brauchen. Und stimmt, vor allem haben wir auch noch unsere extra Money-Ability, die eigentlich nicht so gut ist. Wir könnten uns zwar einen kleinen Vorsprung damit holen, aber ich lasse es einfach sein. Denn jetzt holen wir jetzt erstmal den Vorsprung, indem wir jetzt schon den Leprechaun-Cameraman platzieren und deswegen ein kleineres Problem bei den normalen Toilets haben. Ihr seht, der hat eben auch Piercing-Damage und er hat eine kleine Range im Inneren, der auch erstmal später den Hyper boosten kann. Ich denke aber, selbst mit ihm können wir bis zur Welle 40 oder 50 Autoskippen. Problem ist natürlich, dass halt auch der Hyper-Upgrade Titan Speakerman eine sehr teure Unit ist. Und selbst wenn wir unsere Money-Ability bis später aufsparen, bringt es nichts. Die Money-Ability bringt einfach zu wenig. Da haben wir schon die Large Glasses Toilet. Ich glaube, für die sollte sogar ein Level 1 Leprechaun Cameraman ausreichen. Aber wir upgraden den trotzdem schon mal auf Level 2 zur Sicherheit einfach. Let's Go ist jetzt auf Level 2 geupgradet. Und das sollte auf jeden Fall ausreichen. Für die Large Glasses Toilet. Aber man muss tatsächlich auch sagen, der Leprechaun Cameraman ist sogar eine gute Unit für den Anfang. Natürlich wäre der Mew-TV-Man besser gewesen. Auch wenn der Mew-TV-Man, glaube ich, weniger Schaden macht. Dafür hat aber der Mew-TV-Man im Vergleich zum Leprechaun Cameraman 360 Grad AOE-Schaden mit einer besseren Range. Und der Leprechaun Cameraman hat halt immerhin seinen Piercing-Damage. Ohne Piercing-Damage hätten wir verkackt. Wir hätten verloren. Aber dann lass uns den auch nochmal auf Level 3 upgraden. Und wir können theoretisch, bis wir eben genug Geld bekommen für den Hyper, einfach viele Leprechaun Cameramans hintereinander platzieren. Vor allem, weil die eben auch nicht gestunt werden können. Dann würden wir halt eben richtig viel Schaden machen, bis wir eben genug Geld bekommen. Vor allem, weil wir auch einen Announcer haben. Es wäre sogar eine machbare Strategie. Vor allem ist auch diese Strecke die perfekte Länge für den Leprechaun Cameraman. Das seht ihr an seinem Strahl. Die Länge ist genauso lang wie eben sein Strahl. Also wenn ich, glaube ich, die wirklich hier auf so einem Haufen oder hintereinander platzieren und dann in denen rein einen Announcer platzieren. Maxen wir dann aber erstmal den Leprechaun Cameraman. Und ich merke, das ist doch nicht die perfekte Länge. Denn sein Strahl geht ein bisschen weiter. Er geht ungefähr bis hierhin. Aber wird schon passen. Passt ja auch perfekt für die, die ich hier hinten dann platzieren werde. Ich glaube, wir fangen aber schon mal an, indem wir den Announcer hier in die Ecke platzieren und den erstmal maxen. Weil dann hat er hier schon mal einen 20% Cooldown Boost. Und das sollte für den Anfang ausreichen. Bis wir eben die Standard TV-Mans gemaxt haben. Da ist auch schon die Mutant Toy 2.0. Die werden wir easy hochnehmen. 170.000 Leben gegen den DPS von 24.000. Da hat er keine Chance. Wirklich. Und das, obwohl wir nur einen Leprechaun Cameraman stehen haben. Er hat keine Chance. Da kommt er auch schon an. Angedackelt wie so ein kleines Opfer. Schau dir das an. Keine Chance, keine Chance. Und er ist weg. Das war einfach. Dann wird es aber auch Zeit für die Armee an Leprechaun Cameramans. Das war schon die Flying Duel Buster Toilet. Ich habe bisher hier schon 6 Leprechaun Cameramans platziert, von denen 5 gemaxed sind. Und falls ihr euch fragt, warum ich hier 3 platziert habe und hier 3, ganz einfach. Wenn die erstmal hier vorne stehen, die Duel Buster Toilet, seht ihr zum Beispiel hier, die schießen dann einen perfekt geraden Strahl auf die Duel Buster Toilet. Und das sollen die eben machen. Und das währenddessen sie immer noch im Announcer Cooldown Boost sind. Aber ja, habt ihr gesehen, die Flying Duel Buster Toilet war gar kein Problem. Ich bin wirklich gespannt, wie weit wir kommen mit durchgehend Autoskip. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, es wird ein Problem sein, dass wir keine Units haben, die entweder stunnen können oder eben verlangsamen können. Aber ich hoffe einfach mal, dass das fit gehen wird, wenn wir einfach irgendwann aufhören, durchgehend zu Autoskippen und mit den manuellen Skips anfangen. Da ist auch schon die Glitch Toilet. Die sollte easy sein. Wir sind außerdem kurz davor, die maximale Anzahl an Leprechaun Cameraman zu platzieren, bis wir den Hyper platzieren müssen. Wir müssen halt einfach nur jetzt einen Leprechaun noch maxen und dann wird Zeit für die Speaker Repair John und den Hyper. Wobei wir die Speaker Repair John noch nicht so schnell platzieren und maxen werden. Platzieren werden wir die schon mal. Noch ein bisschen upgraden, aber nicht maxen. Aber dann wird es auch erstmal Zeit für den Hyper Upgraded Titan Speaker Man. Ihr seht, der ist am Anfang nutzlos, weil er eben eine richtig schlechte Range hat. Aber wenn wir den upgraden, ist er immer noch Trash. Und wenn wir den nochmal upgraden, ist er immer noch Trash. Bei langsam kommen die Toilets an, denen wir Schaden machen. Ja, guck, der hat sogar seinen ersten Schaden gemacht. Ich bin so stolz auf ihn. Aber
Aber wenn wir den jetzt noch upgraden, ist er immer noch mehr oder weniger nutzlos. Er ist auf jeden Fall besser geworden. Die Range ist auf jeden Fall besser geworden. Keine Frage. Und die Toilets sind aber auch besser geworden. Solange die aber nicht bis zu dieser Ecke kommen, ist mir das ehrlich gesagt mehr oder weniger auch egal, dass sie so stark sind. Weil einfach vom AOE-Schaden, vom Hyper-Upgrade Titan Speakerman geschmolzen werden. Keine Chance für sie. Und oh mein Gott, okay, langsam kommen wirklich viele Toilets an. Das ist aber noch machbar, denn gleich können wir erstmal den ersten Hyper-Upgrade Titan Speakerman maxen. Und seine Range ist gar nicht mal so krass. Ich dachte, sie wäre krasser, sage ich ehrlich. Vielleicht müssen wir auch den Announcer neu platzieren. Vielleicht habe ich den einfach schlecht platziert. Das sehen wir erstmal hier neu. Ja gut, okay, der ist leider nicht in der Range von den Leprechaun-Cameramans. Dafür können wir aber erstmal hier, hoffentlich ja genau hier. Nein, können wir nicht, weil wir broke sind. Beziehungsweise in den Unit verkaufen müssen, was ich nicht möchte. Aber machen wir das einfach mal. Aber trotzdem können wir den erstmal hier platzieren. Und er wird erstmal, wenn ich ihn nicht mehr platzieren könnte, 20% Cooldown und 10% Range haben. Was auf jeden Fall sehr gut ist. Und die Toilets kommen mir langsam zu, weil wir machen Outskip aus. Das ist auch schon die Michael Jackson Toilet. Hoffen wir einfach, dass wir das jetzt überleben, weil die kommen echt weit. Okay, das sieht kritischer aus, als ich dachte. Das sollte aber noch mit manuellen Skip machbar sein. Da ist auch schon die Michael Jackson Toilet. Sobald die Parasite Toilets hochgenommen wurden, sollte die, glaube ich, auch schnell hochgenommen werden, weil die eben nur 6 Millionen Leben hat. Ja, die kommt aber schon sehr weit. Okay, nee. Ich habe gar keine Zuversicht, dass wir 70 Wellen schaffen. Wir haben die jetzt zwar hochgenommen, aber die kamen viel zu weit. Wir hätten wirklich irgendeine Verlangsamungsunit mitnehmen müssen. Weil so packen wir das, glaube ich, echt nicht. Will zwar schaffen, aber ich glaube, wir schaffen das tatsächlich nicht. Ah, das sieht schon wieder richtig kritisch aus. Wir brauchen ein bisschen Geld, dann können wir erstmal den zweiten Hyper maxen. Aber wenn das schon bei Welle 50 so kritisch aussieht, habe ich ja gar keine Zuversicht, dass wir es bis Welle 70 schaffen. Das wird schwer. Also richtig schwer. Und nicht mal, weil der Hyper schlecht ist, sondern einfach, weil er zu teuer ist. Der kostet zu viel für seinen Schaden. Kann halt eben nicht verlangsamen. Und da kommt schon die erste Toilette durch. Die kriegen wir, glaube ich, aber noch hin. Die ganzen hinteren Toilets, die kriegen wir hin. Easy. Wir können skippen. Da haben wir auch schon die Four Skeleton Toilet. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir die überhaupt erreichen werden. Ich skippe gerade aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber 13 Millionen Leben sollten machbar sein. Wir können skippen. Dadurch, dass wir geskippt haben, können wir erstmal hier nochmal den Leprechaun Cameraman verkaufen, um den nächsten Hype-Up zu platzieren. Problem ist halt nur, wir haben halt wirklich ein Platzproblem, weil der Hyper nimmt schon gut Platz ein. Aber ja, die Four Skeleton Toilet sollten noch machbar sein. Also wir brauchen nur noch 10 Wellen und dann den Welle 70 Boss. Und oh mein Gott, wird der zerberstet, die Four Skeleton Toilet. Die hat ja gar keine Chance. Wisst ihr was? Wir kommen, wir skippen wieder den Wave. Einfach, um es ein bisschen interessanter zu machen. Ja, und sie hat verloren. RIP Frost Skeleton Toilet an der Stelle. Giant Turkey Toilet. Der Welle 70 Boss. Ey, sobald wir den hochnehmen, haben wir gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange überlebe, sag ich ehrlich. Das einzige Problem, was eben die Giant Turkey Toilet für uns sein kann, ist, dass wir eben gestunt werden. Wobei, die hat es gerade probiert und sie hat nicht gestunt. Wir haben gewonnen. Safe, oder? 22 Millionen nehmen, das ist doch absolut machbar. Und ja, Leute, wir haben gewonnen, endlich. Okay, Nugget Man, her mit dem Corrupted Cameraman. Na gut. Und da haben wir auch den Corrupted Cameraman, der ist sogar gesigned. Das habe ich gar nicht mitbekommen, der ist ja sogar gesigned. Ja, dann her damit, let's go. Dann würde ich aber sagen, Dankeschön an der Stelle für die 3 OP-Units. Ich bin wieder in Toilet Tower Defense drinne. Und ihr werdet es nicht glauben, wen ich hier gefunden habe. Nämlich einfach die originale Skin in die Toilet. Und nicht nur das, Leute. Nämlich, wenn ich auf ihn draufklicke, seht ihr erstmal, er hat den Hyper, den Titan Cloverman, den Corrupted Cameraman und zum Schluss den Speakerman. Und ich meine, vor allem den Speakerman möchte ich ja haben. Aber wenn das wirklich ein Speakerman wäre, den man traden könnte, wäre das sogar wirklich cool. Schreiben wir dabei erstmal, gib mir deine Unit sofort. Okay, aber bitte schrei nicht mehr. Von mir aus, solange ich die Units bekomme. Also gib her. Nö. Nur wenn du ein paar Challenges schaffst. Für jede geschaffte Challenge kriegst du eine Unit. Hashtag, Hashtag, Hashtag. Außer den Speaker, wollte ich sagen. Also meint er wahrscheinlich den Basic Speaker Man. Den kann man nicht bekommen, wahrscheinlich, weil er nicht tradebar ist. Was ist Challenge Nummer 1? Ich hoffe, du hast ein paar Gems. Ja, ich habe fast 30.000 Gems. Ich hoffe, die reichen aus. Ich möchte, dass du 500 Gems in die Hand nimmst, um mit denen, die ein Team zusammenstellst. Du hast 5 Minuten Zeit. Ist gar nicht mal so viel, sage ich ehrlich. Okay, Leute, Timer ist an. Ich denke mal, wir sollten von Anfang an erstmal auf Money Unit gehen, dann eine Healer Unit. Ding ist aber nur, wir können mit 500 Gems uns leider nicht den Zelda TV Man holen. Da kostet nämlich 580 mittlerweile. Was sehr schade ist. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir gehen auf Nummer 1, den Medic für 2 Gems. Nummer 2, wir gehen auf die Speaker Woman's Rose Farm. Dann haben wir schon mal eine Money Unit und eine Healer Unit.
Unit, was schon mal sehr gut ist. Jetzt haben wir noch circa 250 Gems übrig. Was können wir denn mit 200 Gems machen? Wir könnten uns eine Clock Spider holen. Dann hätten wir jetzt noch 190 Gems übrig für eine Damage Dealer Unit. Und ich denke, der Toxic Upgrade Titan Cameraman wird sein. 20 Gems plus Verlangsamung ist halt schon sehr gut. Jetzt haben wir noch einen Slot frei. Den brauchen wir für irgendeine Starter Unit. Ding ist halt, Green Laser Cameraman können wir uns nicht leisten. Wir haben jetzt nur noch 170 Gems, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Heißt, wir brauchen irgendeine Starter-Unit für gerade mal 100 bis 200 Gems. Gibt es denn hier irgendwo eine? Large Laser Cameraman wäre gut, da kostet aber 200 Gems. Das ist schlecht. Wie sieht es denn mit dem Red Laser Cameraman aus? 150 Gems. Ist er eine gute Starter-Unit? Seine Range ist halt trash. Warte mal, vielleicht finden wir einen billigeren Large Laser Cameraman, wenn wir einfach den Server switchen, weil der sollte doch nicht so teuer sein. 150 Gems können wir noch machen. Und das wäre dann perfekt. Dann hätten wir genug Geld für noch eine weitere Starter-Unit. Dann hätten wir halt, wie gesagt, erstmal eine gute AOE-Unit, einen guten Titanen und halt eben eine gute Starter-Unit. Ja, hier kostet er 300 Gems. Ja, wahrscheinlich zahle ich 300 Gems für den Müll. Aber hier ist der Red Laser nur für 150 Gems. Der macht theoretisch auch mehr Schaden, hat aber eine niedrigere Range. Komm, wisst ihr was? Nehmen wir den mit. Ist egal. So, ich bin zurückgekehrt. Was ist der nächste Schritt für die Challenge? Jetzt möchte ich, dass du den Endless-Modus schaffst. Wie weit du kommen musst, sagt dir das Glücksrad. Okay. Die Frage ist nur, wie viele Wellen? 30 bis 100. Also, ich sag ehrlich, wenn er wirklich möchte, dass ich Welle 100 erreiche mit diesen Units, dann hat er sich geschnitten. Niemand erreicht mit diesen Units Welle 100. Maximum Welle 60. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Units weiter als Welle 60 kommen. Deswegen hoffe ich einfach mal mit Welle 40 oder 30 im Idealfall. Mal gucken, was bekommen wir. Wir bekommen 50. Das ist machbar. Das sollte machbar sein. Fangen wir dann aber erstmal an mit den Speaker Woman's Rose Farms natürlich. Denn wir brauchen erstmal schön unsere Kohle. Und ich sehe auch, der Red Laser Cameraman kostet 550 Dollar. Das geht fit eigentlich. Denn wir können zum Glück diese erste Welle an Toilets einmal durchlaufen lassen. Das sind vielleicht 50 Schaden oder so. Nee, das sind 660 Schaden, die wir kassieren. Das ist ja nicht die Welt. Jetzt haben wir auch schon 5 Speaker Wounds Rose Farms, also die maximale Anzahl platziert. Unser Problem werden dann, wenn überhaupt, diese Toilets hier sein. Aber 50 Wellen erreichen, das ist machbar. Wir upgraden jetzt nochmal eine Speaker Wounds Rose Farm. Und dann sollten wir in der nächsten Runde genug Geld haben, hoffe ich mal, dass wir hier den Red Laser Cameraman platzieren können. Und Tatsache, wir haben genau genug Geld. Das ist wild. Jetzt haben wir den erstmal platziert. Und der ist tatsächlich keine schlechte Starter-Unit, bin ich ehrlich. Er macht natürlich nur Single-Damage, dafür hat aber einen Cooldown von 0,5. 800 Schaden für den Anfang, was komplett fit geht. Also als späte Unit, die man im Laufe des Spiels spielt, ist er jetzt nicht das Wahre, bin ich ehrlich. Aber für den Anfang, für die ersten paar Toilets, bis wir eben genug Geld für Clock Spider und den Toxic haben, sollte er auf jeden Fall ausreichen. Wir haben ja auch nochmal zur Sicherheit unsere extra Money-Ability, die wir im Fall der Fälle auch benutzen werden, um den Red Laser zu maxen. Denn jetzt würden wir eigentlich schon genug Geld bekommen, durch die Money-Ability, dass wir direkt erstmal den Red Laser maxen können. Aber brauchen wir noch nicht. Können bisher noch unser gesamtes Geld in die Speaker Woman's Rose Farms stecken. Zum Glück. Solange halt eben alle Toilets unter 800 Leben haben. Ja gut, okay, da sind doch schon die Spider-Toilets. Die könnten kritisch werden. Wobei, wisst ihr was, wir upgraden den doch erstmal. Die Spider-Toilets mit fast 800 Leben gefallen mir nicht, weil wir One-Hitten die ja nicht. Wir Two-Hitten die. Jetzt, wo wir den geupgradet haben, One-Hitten wir die. Aber davor, nö. Aber seine Range ist auch tatsächlich gut. Die ist natürlich nicht so gut wie von einem Large-Laser-Cameraman. Aber ich meine, der Large-Laser ist so viel teurer. Ich weiß nicht mal, warum er so viel teurer ist. Die müssten eigentlich beide aus demselben Zeitraum sein. Der eine ist halt marginal älter, wodurch eigentlich gar kein Unterschied existieren sollte zwischen den beiden. Da haben wir aber schon die Large Glasses Toilet. Die wird easy hochgenommen. Wir müssen einfach wirklich beim nächsten Autoskip den erstmal upgraden. Was wir jetzt auch erstmal getan haben. Jetzt haben wir einfach einen DPS von 4000 und wer das mit einem DPS und dieser Range nicht hinbekommt, den hochzunehmen, dann peinlich. Dann ist er einfach eine Enttäuschung. Wir haben auch schon fast alle Speaker Woman's Rose Farms gemaxt. Das Problem ist bei denen halt leider Gottes, selbst wenn wir alle maxen, haben wir insgesamt nur 3000 Dollar, die wir pro Runde bekommen. Was immer noch, ich glaube, 3000 Dollar weniger sind, als was wir bekommen würden, hätten wir 3 gemaxte Center TV Mans. Ich meine, selbst der Scientist Clockman ist besser als die Speaker Woman's Rose Farm. Was sehr schade ist. Das ist doch nochmal den Red Laser Cameraman auf Level 4 upgraden. Und der ist besser, als ich dachte. Und ich denke auch, dass erstmal er die Minigun Toilet hier richtig hochnehmen wird und absolut gar keine Chance. Wie viele DPS hat er denn jetzt? Der hat erstmal 7500 Schaden pro Sekunde. Das geht fit. Lässt sich sehen, bin ich ehrlich. Jetzt können wir den, glaube ich, sogar maxen. Genau. Und oh mein Gott, die Range wird ja viel besser. Natürlich immer noch die Large Laser Cameraman Range ist immer noch besser. Aber die geht ja voll fit. Ich dachte, die wäre viel kleiner. Nee, die geht komplett fit. 18.000 DPS. Das ist nice. Machen wir dann aber als nächstes mit der Clock Spider weiter, die ich eigentlich hier schlecht platziert habe, bin ich ehrlich. Wir hätten eigentlich hier den Toxic platzieren müssen, was wir jetzt einfach machen. Aber wir werden den noch nicht maxen, sondern wir fangen erstmal mit der Clock Spider an. Ich frage mich, welche von den beiden Units sollen wir eher maxen? Den Toxic oder die Clock Spider? Weil die Clock Spider hat halt eben eine insane hohe Range.
Ihr seht es ja. Die Clocksperre hat drei Ranges quasi. Einmal hier diese gelbe Range, das ist die AOE-Range. Dann hat sie erstmal diese weiße Range, das ist die Range, in der sie rumlaufen kann. Und dann hat sie erstmal diese rote Range und das ist die Range, mit der sie erstmal mit ihren kleinen Kanonen hier auf die Toilets schießt, wie ihr hier sehen könnt. Da haben wir schon die Mutant-Teil 2.0. Ja, der hat gar keine Chance. Der hat wirklich gar keine Chance. Die wird jetzt erstmal zerberstet. Ja, aber ich frage mich, sollen wir lieber die benutzen? Weil die hat halt eine insane hohe Range, was wir jetzt auch erstmal sehen. Seht, der weiße Radius ist insane hoch und der rote und gelbe Radius. Oder sollen wir den Toxic spielen, der eben den höheren DPS hat, Toilets auch noch verlangsamen kann, dafür aber eine etwas niedrigere Range hat. Wir können ja mal ausprobieren, beziehungsweise nachgucken, wie gut seine Toxic Range ist. Wenn seine Toxic Range hoch ist, lohnt sich, glaube ich, sogar der Toxic mehr als die Clock Spider. Aber wenn nur seine Kernrange oder eben seine Kopfrange 65 beträgt, ist halt Trash. Es ist auch gut, dass wir bisher keinen Medic brauchten. Das gefällt mir. Mal gucken, wie lange können wir spielen, bis wir einen Medic brauchen. Lass uns daraufhin aber erstmal den Toxic nochmal upgraden. Und wenn halt, wie gesagt, erstmal die Toxic Range irgendwie 55 oder 60 ist, dann wird der Toxic besser sein. Wenn die aber niedriger ist, viel niedriger ist, dann lohnt sich das halt nicht. Denn dann ist halt einfach die Clock Spider mit ihrem AOE-Schaden viel besser. Aber egal, wir haben den immer noch nicht gemaxt. Wir upgraden den nochmal. Man merkt halt auch auf jeden Fall, diese 25% Verlangsamung sind nicht so viel. Also da wäre auf jeden Fall auch ein Astro besser, aber haben wir nicht. Zu teuer alles. Upgraden wir daraufhin erstmal den Toxic auf Max Level und ja, okay. Das ist so eine 45er Range, würde ich schätzen. Sein Toxic, ja, ist das gut? Ich denke mal, das geht noch fit. Wisst ihr was? Wir behalten den außerdem, dass die Flying Tool Buster Toilet, die ist ja schon weg. Das ging schnell. Aber komm, wir spielen dann doch eher den Toxic. Auch wenn mir seine Range nicht so sehr gefällt. Der hat jetzt drei Ranges. Einmal seine Toxic Range, das ist die gelbe. Dann hat er nochmal zwei weiße. Eins davon ist eben sein Kern, eins davon sein Kopf. Beziehungsweise, nein, nicht sein Kopf, das sind die Kanonen hier oben. Das war wahrscheinlich bei dem Saw Upgrade Titan Cameraman der Kopf. Ja, gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Ich hätte mir eine größere Toxic Range gewünscht, vor allem, weil das eben nur 25% Verlangsamung ist. Platzieren wir daraufhin aber erstmal den zweiten Toxic und den stellen wir auf Strongest, damit erstmal die Bösse verlangsamt werden. Warum brauchen wir auch erstmal unsere extra Money Ability nicht zu benutzen? Wisst ihr was, benutzen wir die einfach jetzt? 3.400 Dollar, okay, das ist nicht viel. Wir hätten die wirklich am Anfang benutzen sollen, weil später bringen die tatsächlich wenig. Bringen halt viel mehr dann was, wenn man eben am Anfang die Moneymaker-Units upgraden muss oder wenn man am Anfang die Starter-Units upgraden muss. Ansonsten bringt die Ability halt gar nichts. Ich sehe auch, die Toilets kommen sehr, sehr weit langsam. Das gefällt mir. Daran merkt man auch zum Beispiel, dass die Speaker Wounds Rose Farm nicht so gut ist. Weil wir brauchen halt so viel Geld für die Toxics. Wäre das vielleicht sogar wirklich besser, wenn wir die Crocs weiter platzieren, weil die einfach billiger zu maxen ist. Und wir eben mehr DPS pro Dollar quasi bekommen. Deswegen, ja, wir upgraden erstmal den zweiten Toxic auf Max und dann machen wir weiter mit den Clock Spidern. Das lohnt sich aber nicht. Die sind halt wirklich einfach zu teuer. Jetzt haben wir den erstmal gemaxt und jetzt machen wir weiter mit den Clock Spidern. Da haben wir auch schon mal die Glitch Toilet. Ja, ich denke mal, die wird kein großes Problem sein. Das Gute bei der Glitch Toilet ist halt, dass sie sich die ganze Zeit festsetzt bei irgendwelchen Units. Deswegen ist auch eigentlich eine gute Idee, wenn wir jetzt erstmal schon mal den Medic platzieren, den direkt auch erstmal so gut wie es geht maxen. Denn wir wollen natürlich nicht erstmal, dass die Glitch Toilet uns wirklich stunt, aber die hat nicht mal die Chance gehabt. Kam bis hier vorne, nicht mal durch die Ecke, das ist schon wild. Da ist auch schon die Giant Smooth Toilet. Die sind auch schon in Welle 50 angelangt. Und ich muss sagen, die Toilets kommen schon ziemlich weit. Das gefällt mir nicht. Ich habe erstmal den Auskip ausgemacht. Wie gesagt, wir müssen nur Welle 50 schaffen. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Denn das Gute ist natürlich erstmal, dass die ganze Zeit selbst die Giant Smooth Toilet verlangsamt wurde von eben dem Toxic. Und die hat gar keine Chance, Leute. Wir haben es ja geschafft. Wir können sogar hier nochmal die letzte Clock Spider maxen. Und Leute, wir haben es offiziell geschafft. Okay, ich bin wieder da, Skibidi Toilet. Dann würde ich mal sagen, her mit dem Hyper. Okay, der hat mich angetradet. Komm schon, her damit. Hier hast du den traurigen Emoji. Und Tatsache, da ist tatsächlich der Hyper. Upgraded Titan Speaker Man. Und das ist bisher nur die erste der drei Units. Vor allem auch die billigste der drei Units, lustigerweise. Und der geht ready. Perfekt. Dankeschön an der Stelle für den Hyper. Als nächstes können wir erstmal den Titan Cloverman bekommen. Boah, locker auch 30.000 Gems oder so wert. Da bin ich gespannt. Was ist Challenge Nummer 2? Für Challenge Nummer 2 müssen deine Zuschauer das Video liken und den Kanal abonnieren. Also, Leute, habt ihr gutes Skibidi Toilet gehört, Leute? Like das Video, abonniert den Kanal, dann kriege ich erstmal den Titan Cloverman. Lol, hast du gedacht, haha. Noob. Dann nennt er mich doch ein Noob dazu. Ja, komm, okay, gib mir dann die richtige Challenge Nummer 2. Oder Challenge Nummer 3 dann? Challenge Nummer 3 ist in der Trading Plaza nach Free Units zu fragen für 10 Minuten. Und der Person, die dir die besten Units gibt, musst du 5.000
1000 Gems schenken. Das klingt tatsächlich nach einer ziemlich witzigen Challenge, sage ich ehrlich. Okay, Leute, Timer ist an. Dann schreibe ich erstmal in den Chat, ob mir jemand Units schenken kann. Ich schreibe außerdem in den Trade. Ich bin pleite. Kannst du mir bitte was geben? Ja. Okay, was gibt er mir? Einen Pendulum 2, 3 Pendulum Clockmans. Und den Future Large oder was? Okay, nevermind. Okay, doch nur 3 Pendulums. Was? Okay, doch noch einen DJ. Okay, das ist schon nicht schlecht, sage ich ehrlich. Der DJ ist tatsächlich stabil. Der ist über 100 Gems. Okay, nevermind. 50 Gems ist der DJ wert. Aber trotzdem kein schlechter Start, sage ich ehrlich. Und der Typ schreibt, dass er gescampt wurde. Komm, wisst ihr was? Wir geben ihm den Pendulum Clockman. Und wisst ihr was? Na, warte mal. Wir geben ihnen erstmal den DJ Speakerman. Let's go, komm. Wurde es gescampt, guter Mann? Da ist der DJ Speakerman. Aber eigentlich will ich was geschenkt haben, weil bisher haben wir nur eine Person nach 3 Minuten gefunden, die mir was schenkt. Oh, und der Typ meint erstmal, dass er mir was schenken kann. Okay, ich bin gespannt. Glitch Cameraman, let's go. Das sind 100 Gems. Okay, der ist momentan auf Platz 1. Da hat er 111 Gems. Oh, und der will mir, glaube ich, einen Alarm-Clockman geben oder will er die für die Pendulums trainen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ach nee, der fragt nach Gems. Schade, ich dachte es gerade, aber das Ding ist halt, Alarm-Clockman wäre trotzdem schlechter als eben die Glitch-Toilet. Obwohl, nee, der gibt mir den doch gratis. Okay, let's go. Ich glaube, Alarm-Clockman ist halt leider nicht viel wert. Deswegen, er wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, guckt, 8 Gems. Rest in Peace an der Stelle. Okay, und er gibt mir erstmal ein Paco Clockmans. Aber das Ding ist halt, ja, das ist leider auch nicht genug wert. Das ist zwar besser als der von vorher, aber leider nicht genug wert, um erstmal die 5000 Gems, war es, glaube ich, ne? Ja, das müssten 5000 Gems gewesen sein, um die 5000 Gems zu gewinnen. Nein, er hat gecheckt, dass ich Gems habe. Ja gut, Timer ist auch vorbei. Ich glaube, aus dem Typen wird auch nichts. Ja gut, okay, er hat auch nochmal den Trade abgelehnt. Dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch an Hi, I'm James2023, der mir insgesamt einen Glitch Cameraman im Wert von 100 Gems geschenkt hat und deswegen jetzt 5000 Gems von mir bekommt. Let's go, viel Spaß mit dem. Und wisst ihr was? Komm, ich gebe ihm sogar noch den Glitch Cameraman zurück. Hab gemacht. Nur 5 Leute, die dir was geschenkt haben. Geizig. Ja, es ging. Also man hätte mir das echt nicht mal viel geben müssen. Es hätten wirklich einfach nur so 150 Gems oder so sein müssen an Units oder irgendwie sowas in der Art. Dann hätte jemand einfach 5000 Gems gemacht. Aber ey, den Typ hat mir immerhin, wie gesagt, den Glitch Cameraman gegeben und hat jetzt erstmal seinen Glitch Cameraman zurück. Und dazu nochmal 5000 Gems. Und der letzte Typ, der erkannt hat, dass ich sogar Gems habe, hätte mir wahrscheinlich sogar was Krasses geben können, denn er hatte einen Hyper. Aber egal, damit sind wir jetzt auch durch. Deswegen möchte ich erstmal meinen Titan Cloverman haben. Und yo, trade mich an. Komm, let's go. Gib mir den Titan Cloverman. Und da haben wir auch den erstmal. Let's go. Her mit dem. Dankeschön an der Stelle. Jetzt brauchen wir nur den Corrupted Cameraman. Der übrigens locker 80.000 Gems wert ist. Deswegen würde ich den gerne mitnehmen. Das ist einfach vom Wert her fast ein DJ TV-Man. Oder ein Chief Clockman. Deswegen, was soll ich für den Corrupted tun? Für den Corrupted musst du das Glücksrad spinnen, um zu wissen, welche Units du spielst, wie viele du spielst und welche Map du spielst. Santa plus Speaker Repair sind erlaubt. Okay, dann würde ich sagen, equippen wir die erstmal direkt und spinnen wir erstmal, um herauszufinden, wie viele Units wir spielen dürfen. Komm schon, bitte 5. Also wirklich, wir kriegen 4. Nicht schlecht. Das müssen halt nur die passenden 4 Units sein. Machen wir daraufhin weiter mit Unit Nummer 1, mit der ersten Unit, die wir erstmal bekommen. Wir bekommen den Guardian Clockman. Okay, das ist gut. Equippen wir den erstmal. Jetzt fehlt uns nur noch die passende Starter-Unit. Let's go, bitte gib mir irgendeine Starter-Unit. Und wir kriegen den Flamethrower-Cameraman. Equippen wir dann auch ihn erstmal. Der ist ganz cool, denn der kann Feuerschaden machen und erstmal auch verlangsamen. Dann würde ich noch wissen wollen, spielen wir auf einer OG-Map oder auf einer normalen Map? Let's go, spinnen wir erstmal das Glücksrad. Wir bekommen OG, okay. Die Frage ist jetzt noch, welche der OG-Map ist. Wir haben übrigens da auch erstmal die Time Factory-Map dabei, die ein bisschen schwieriger sein wird und wir kriegen Desert? War das nicht die einfachste Map? Und oh mein Gott, das war die einfachste Map. Okay, Leute, wir haben gewonnen. Keine Chance. Also, wenn wir diese Map verlieren, peinlich. Aber schaut euch die Map an. Die sieht schon ziemlich hässlich aus. Und man muss auch sagen, die neue Desert-Map hat einen komplett anderen Pfad. Denn dieser Pfad ist echt schlimm. Also wirklich, du kannst eine Unit mit hohem Radius hier platzieren und fertig ist. Mehr musst du nicht machen. Das ist halt Trash. Können wir jetzt erstmal aber den Flamethrower-Cameraman platzieren? Und nein, wir sind noch zu pleite dafür. Aber egal, komm, die ersten können wir durchlaufen lassen. Das sind ja auch nur 50 Leben, die wir abgezogen bekommen. Diese, die jetzt erstmal kommen, möchte ich im liebsten Fall hochnehmen. Let's go. Genau, wir platzieren ihn jetzt erstmal. Ihr seht, der hat AOE-Schaden, der Flamethrower-Cameraman. Kann, wie gesagt, erstmal Toilets verlangsamen und die quasi anbrennen, was schon ziemlich gut ist. Also ich muss ehrlich sagen, der ist keine schlechte
schlecht. Die Unit, vor allem für den Anfang. Gut ist er jetzt zwar auch nicht, aber schlecht ist halt ehrlich nicht. Jetzt kommen wir Grain, den erstmal auf Level 2. Ihr seht, seine Range wird höher gemacht. Er hat jetzt einen höheren Schaden, aber leider auch keinen höheren Cooldown. Der sollte aber mit dem nächsten Upgrade schon kommen. Aber der ist schon teuer. 1400 für ein Upgrade ist schon viel. Wir haben halt das Geld nicht. Das ist das Ding. Wir müssen uns erstmal auf die Sailor TV-Bands fokussieren. Aber zum Glück sind die Toilets nicht so stark. Also, obwohl er erst Level 2 ist, one-hittet er fast alle Toilets. Außer jetzt zum Beispiel die Spider-Toilets. Die verlangsamt dabei erstmal. Und fackelt mit etwas Glück die auch ab. Aber leider Gottes irgendwie nicht. Der macht keinen Feuerschaden. Schade. Aber upgraden wir ihn doch erstmal. Jetzt hat er nochmal eine bessere Range bekommen, besseren Cooldown, besseren Schaden. Was schon ziemlich gut ist. Und das vierte Upgrade kostet schon 2600 Dollar. Das ist nicht mal das letzte Upgrade. Ist halt ehrlich teuer. Also da sehe ich auf jeden Fall einen Negativpunkt hinter dem Flamethrower Cameraman direkt. Aber sind das auch viele Units? Also man merkt auf jeden Fall bei den OG-Maps, bei den damaligen Toilet Tower Defense, wurden Units bis zum Ende gespawnt. Lass uns laufen aber erstmal den Flamethrower Cameraman auf Level 4 upgraden. Und jetzt kostet das letzte Upgrade 5000 Dollar. Das ist ein wenig. Bei Inman hat er dann erstmal einen besseren Schaden, eine bessere Range. Und könnte dann dementsprechend die schwachen Toilet ziemlich gut hochnehmen. Aber selbst die Large Toilet hat er gut hochgenommen. Also macht schon einen guten Job. Für den Anfang taugt er auf jeden Fall was. Lass uns da auf ihn erstmal maxen. Und ihr seht, der hat schon eine stabile Range. Vor allem, weil es eben AOE-Schaden ist. Wirklich starke Range ist es jetzt nicht, aber eben wegen dem AOE-Schaden lässt sich das schon sehen. Er kann Toilets in dieser Range verlangsamen, was auch schon ganz gut ist. Also der ist schon nicht schlecht. Lass uns daraufhin aber erstmal den Guardian Clockman platzieren. Und sein Problem ist, dass er erstmal auch mega teuer ist natürlich. Und erst gut wird, sobald wir ihn maxen. Ihr seht, der hat nur einen Cooldown von 3 Sekunden. Das heißt, er schlägt nur alle 3 Sekunden. Das ist nicht gut. Dafür hat er aber Piercing Damage und kann eben Toilets sogar nicht nur um 25% wie der Flamethrower Cameraman verlangsamen, sondern sogar um 60%. Sein Problem ist aber eben, wie gesagt, dass sein Cooldown bei 3 Sekunden liegt. Aber wie gesagt, dafür macht er halt auch Piercing Damage. Lass uns auf ihn einmal upgraden. Jetzt hat er einen Cooldown von 2 Sekunden. Da rasiert er diese Boss-Toilets mit 31.000 Leben komplett. Aber normal, der macht 20.000 Schaden pro Schlag. Und lol, sein Piercing Damage geht einfach durch diese Lücke durch. Das heißt, wenn er eine Toilette hier steht, kriegen sogar die Toilette hier auf den Deckel. Okay, das ist krass. Lass uns ihn aber darauf erstmal auf Level 3 upgraden. Jetzt hat er erstmal wieder einen besseren Cooldown. Ihr seht, der hat eine echt gute Range. Und er hat pro Schlag einen Schaden von 36.000. Was wild ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit ihm erstmal gleich verlieren werden. Lass uns den daraufhin erstmal max. Jetzt hat er erstmal einen Cooldown von einer Sekunde, was echt gut ist. Einen Schaden von 45.000 pro Sekunde, währenddessen er erstmal um 60% verlangsamt und eben Piercing Damage macht. Und der rasiert schon echt stark. Der kann wortwörtlich alle Toilets one-hitten. Das bei seiner 60er Range. Schaut euch an, wie riesig der ist. Das ist wild. Also wir sind jetzt schon in Welle 30 angelangt, was die letzte Welle sein müsste, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Ich weiß nicht, bis zu welcher Welle es geht, aber es sieht auch aus, als ob es die letzte Welle wäre, weil da kommen nur noch starke Toilets raus, die instant hochgenommen werden. Ihr seht ja, da kommen irgendwelche Toilets mit 50.000, 100.000 neben da eine Magnet-Toilet raus und so weiter, die instant hochgenommen werden. Und wir haben gewonnen? Ohne eine Magnet-Scientist-Toilet? Der Boss war einfach nur die normale Magnet-Toilet. Okay, das ist krass. Dann würde ich sagen, skippe die Toilet. Her mit dem Corrupted. Und da haben wir auch jetzt mit dem Corrupted Cameraman, der sogar gesigned ist. Von Code-Igromanchik. Okay, komischer Name, sage ich ehrlich. Aber Dankeschön an der Stelle. Das bedeutet ja, dass er sogar noch wertvoller ist, als ich dachte. Das ist wild. Ich bin wieder in Toilet Tower Defense. Und Leute, ihr glaubt nicht, wen ich gefunden habe. Nämlich einfach einen Talachun. Machst du dich etwa über mich Scherze? Ich meine, ja, er kann nicht mal richtig Deutsch sprechen. Was ist das bitte für ein Deutsch? Machst du dich bitte über mich Scherze? Okay. Ja, ich mache über dich Scherze. Das wirst du bereuen. Vergiss nicht, ich bin ein Talahun. Ich meine, was will er bitte machen? Ich meine, ich bin Partner. Kann ich hier so Crates sein und so weiter? Was will er bitte machen? Schau dich seinen Drip an. Was ist das denn bitte für eine hässliche Gucci-Hose? Hässlicher Gucci-T-Shirt? Sogar mit einer Goldarmband? Tattoos? Eine Fake Louis Vuitton? Maske und oh mein Gott, schau euch an, wie schlecht die Qualität ist. Das sieht ja richtig schlimm aus. Seht ihr, wie verpixelt das ist? Das ist crazy. Aber auch hier das hier, wie schlecht das Gucci-Logo aussieht. Da mit einer Billig-Sonnenbrille, den blauen Haaren und erstmal dieser roten Kappe hier oben. Eieiei, also dieses Outfit ist cringe. Da sehe ich erstmal viel fresher aus. Mit der Bananenskibidi-Toll, der chinesischen Flagge auf dem Kopf, Wassermelonen-Frisur, dem Base-Merch, das alles
alles in Rot. Der kann nicht mal Outfit matchen. Das ist alles kreuz und quer. Embarrassing. Na, warte du. Schau mal in dein Inventar. Was soll ich denn da bitte sehen? Ja, gut, okay, mein ganz normales Inventar. Was soll ich sagen? Hör, meine Gems sind weg. Und auch alle meine Units. Was soll denn das? Ha! Wer ist hier jetzt der Talerhohn? Ja gut, immer noch du, sage ich dir ehrlich. Ich habe zwar meine Sachen jetzt nicht mehr, aber du bist trotzdem der Talerhohn. Was soll ich sagen? Bruh. Egal. Ich möchte jetzt, dass du wie ein wahrer Talerhohn in der Trading Plaza battlest. Danach kommst du hier wieder. Du hast 10 Minuten Zeit, um dir ein gutes Team zu erbetteln. Okay, Leute, unten rechts ist erstmal der Timer. Und zum Glück habe ich hier erstmal niemand 5, der mir eine July 4th Grade gibt. Danke an der Stelle. Gehen wir daraus direkt erstmal den Titan Firework Man. Mal gucken, wir bekommen nichts. Immerhin eine Starter-Unit. Bugger Cameraman ist jetzt keine schlechte Starter-Unit, sage ich ehrlich. Wir brauchen aber trotzdem eine gute Unit. Beziehungsweise eine Moneymaker und halt einen Titan. Shoutout auf jeden Fall an Noisy XD. Das ist crazy. Mir einfach eine Booster-Crate zu schenken, ist wirklich wild. An der Stelle würde ich sagen, wir signen erstmal alle July-Crates und versuchen, die Booster-Crate einfach mal für 1000 Gems oder so anzubieten. Dann haben wir schon mal unsere Money-Unit drin. Und sogar einen guten Titanen. Das ist crazy. Ich sehe hier gerade eine Crate für 999 nur. Okay, das ist billig. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber okay. Dann würde ich einfach mal gesigned für 900 Gems rein. Sind die so wenig wert mittlerweile? Dann werfen wir nochmal diese Crates für 50 Gems rein. Und nochmal den Large Fanman für 90 Gems einfach mal. Hoffen wir mal, dass er gekauft wird, wenn er gesigned ist. Oh, und erstmal der Large Fanman wurde gekauft. Sehr nice. Fragen wir mal nach einem Opfer für die Booster Crate. Und er macht erstmal den Trade für 950 Gems. Wir machen theoretisch Minus, ja. Aber das ist jetzt nicht das Ende der Welt, dass wir erstmal ein bisschen Gems Minus machen. Lass uns dann erstmal, sehr wichtig, den Santa TV mal für 670 Gems kaufen. Ich meine, von mir aus, das ist zwar sehr, sehr teuer, aber okay. Und was können wir uns dann nochmal gönnen? Large Laser Cameraman wäre schon eine sehr gute Starter-Unit. Bräuchten wir nur noch einen Titanen. Die Frage ist nur, welchen? Oh, Future Large. Natürlich Future Large, bin ich blöd. Welchen sollten wir sonst bitte mitnehmen, hä? Dann brauchen wir nur noch einen Medic. 34 Gems nehmen wir mit. Sieht sehr gut aus. Dann ist das erstmal unser Team. Okay, Talerhuhn, ich bin wieder da. Was willst du, Poser, jetzt von mir? Ich möchte, dass du den Nightmare-Modus auf Pawn Paradise schaffst. Wenn du das schaffst, kriegst du deine Units wieder. Und wenn du die nächsten zwei Challenges schaffst, kriegst du auch eine Überraschung. Okay, was soll bitte die Überraschung sein? Wählen wir erstmal den Nightmare-Modus aus. Und wir fangen natürlich erstmal damit an, dass wir erstmal ein paar Center Team V-Mans platzieren. Das Ding ist ja, ich würde sogar sagen, unsere Units sind ziemlich krasser Overkill für den Nightmare-Modus. Also wenn wir den verlieren, dann weiß ich auch nicht, was ich bitte falsch gemacht habe. Aber die Pawn Paradise Map ist auch so schön seit dem Rework. Kann man sagen, was man will. Die sieht richtig fresh aus. Könnte auch ein bisschen Spanien sein, wenn ich jetzt nicht falsch schicke. Sieht ein bisschen aus wie Spanien. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich frage mich aber, ist die Map aus der Skibidi die Toilet-Serie? Ich glaube nämlich nicht. Ich erinnere mich an keine Strand-Map oder an ein Strand-Szenario in Skibidi Toilet. Da ziehen wir dann aber erstmal den Large Laser Cameraman und ja gut, okay. Wir haben jetzt erstmal die ersten Toilets ohne Probleme hochgenommen. Da hinten kommen doch erstmal die schwachen, kleinen Small Toilets. Die kriegen wir eh easy hin. Die sind gar kein Problem für uns. Und yo, die Dual Claw Toilet hat uns nicht gestunt. Das ist sehr gut. Ich wusste, dass der Large Laser Cameraman eine gute Wahl ist. Wir können sogar die Toilets ein bisschen mehr nerven, indem wir jetzt erstmal hier den Large Fanman platzieren und der pusht die einfach zurück. Schaut euch das an. Die Boss-Toilet wird einfach zurückgepusht. Das ist nice. Also wirklich. Das Gute auch vor allem beim Large Fanman ist, dass er nicht wie der normale Fanman Trash ist, sondern er hat sogar einen guten DPS. 22.000. Selbst er könnte theoretisch eine Starter-Unit sein. Large Laser Cameraman ist aber trotzdem eine bessere Starter-Unit, weil er eben eine gute Range hat. Und das von Anfang an. Das hat ja leider der Large Fanman nicht. Außerdem wird er gestunt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal einen Medic platzieren und platzieren wir jetzt erstmal nochmal einen Future Large Clockman. Damit wir erstmal die Time-Stop-Ability haben, falls sie ein bisschen weiterkommen. Aber ich sag so, wie es ist, die haben verloren, die haben keine Chance. Die Units sind einfach zu stark. Upgraden wir daraufhin erstmal den Large Fanman zweimal direkt. Und stimmt, eine gute Sache auch an einem Large Fanman ist, der hat im Vergleich zu einem normalen Fanman 360 Grad AOE-Schaden, was sehr, sehr nice ist. Heißt, er ist quasi der Mewing TV-Man mit mehr Schaden und Pushback anstelle von Stun. Ich glaub, eine Zeit lang war er sogar schlechter als der Mewing TV-Man, aber mittlerweile, entweder wurde er gebufft oder nicht, das weiß ich nicht, aber mittlerweile muss ich sagen, ist er auf jeden Fall besser als der Mewing TV-Man. Was ich sehr gut finde, weil ich finde es auch ein bisschen langweilig, dass der Mewing TV-Man so eine Meta-Unit ist quasi.
easy. Natürlich, sein Stun ist immer noch sehr, sehr stark, weil er eben 360 Grad Stun hat. Und der Large Fairman nur bis zu einer gewissen Stärke auch pushbacken kann. Aber trotzdem muss man sagen, der Large Fairman ist schon sehr, sehr stark. Und zumindest in diesem Modus kann ich sagen, ist es wert, diese 7000 DPS mehr zu haben. Dafür dann aber keinen Stun, aber dafür erstmal Pushback zu haben. Das Schöne ist vor allem auch noch, weil wir eben den Future Lunge mitgenommen haben, haben wir auch erstmal die Möglichkeit, egal wie stark eine Toilette ist, die zurückzustoßen. Denn falls ihr es nicht wusstet, Leute, wird die Push-Distanz auch daran gemessen, ob die Toilette verlangsamt wird oder nicht. Ich weiß zwar nicht, was für einen krassen Impact das hat, aber ich kann sagen, ungefähr das Doppelte an Leben kann er dann pushen, wenn die Toilette verlangsamt wird. Was schon ganz stark ist. Wir haben übrigens den Large Fairman gemaxed und ihr seht, die Range ist gut. Aber er hat auch zwei Ranges. Das liegt daran, dass seine weiße Range so eine Schlagrange ist. Damit macht er guten Schaden. Dann erstmal seine äußere Range und das ist seine Push-Distanz-Range. Das ist außerdem erstmal, bevor wir den Future Large maxen, weil das wäre ein bisschen Overkill. Nummer 1 natürlich Medic maxen, aber sobald der Medic gemaxt ist, den Large Laser Cameraman maxen. Stimmt eigentlich. Wir hätten theoretisch wirklich auf den Large Laser verzichten können, dafür eine Booster-Unit wieder in Nauze mitnehmen können. Ich meine, Gems hatten wir ja noch genug. Aber den Bre haben wir erstmal für Level 3 geupgradet. Wir sehen, seine Range ist sehr, sehr stark. Das Ding ist halt bei ihm, der ist sehr billig zu maxen, hat eine extrem hohe Range. Ich möchte kurz sagen, das ist seine Range. Das sieht man zwar kaum, aber hier dann sieht man das sehr gut. Seine Range ist von hier bis dort hinten. Das ist crazy. Und das hat vielleicht 10.000 bis 15.000 Dollar gekostet. Also das ist nichts. Weswegen er einer meiner lieblingsbilligen Starter-Units ist. Wirklich für Challenges ist er perfekt. 100, 200 Gems ist er wert. Nicht mal eigentlich. 100 Gems passt da eher. Und dann ist er einfach so gut. Das ist crazy. Wortwörtlich die perfekte Starter-Unit. Und dann haben wir auch erstmal den Future Large Clockman gemaxed. Und ich sag so, wie es ist Jover. Es ist wirklich vorbei für die Future Large Clockmans. Da sind wir auch erstmal in Welle 50. Und ich sag so, wie es ist, das war wirklich viel zu einfach. Wir haben jetzt sogar die maximale Anzahl an Units platziert. Das ist crazy. Und da ist ja auch schon die Michael Jackson Toilette. Hey, die hat ja gar keine Chance. Die wird ja komplett zerberstet. Wir haben gewonnen. Okay, Talahun, ich habe deine Challenge gemeistert. Dann möchte ich erstmal meine Units wieder her. Okay, der hat mir Trade gesendet. Und Tatsache, da packt er erstmal alle meine Crates wieder rein. Sehr wichtig. Und okay, hat er wirklich alles reingemacht, was ich habe? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Nee, absolut nicht. Da fehlt meine Spider-Crate. Warte, das schreibe ich ihm jetzt. Gib mir meine Spider-Crate. Bruh. Na gut. Ich habe doch gesagt, der hat mich gescammt, beziehungsweise wollte mich scammen. Ja, tatsächlich, da unten ist die, sieht man fast gar nicht. Und der hat mir noch meine Gems gegeben. Okay, die hätte ich tatsächlich vergessen. Hatte ich Glück, dass er mir die doch gegeben hat. Aber sehr nice, da habe ich erstmal alle meine Sachen wieder. Weißt du, auch wenn du ein Talahun bist, bist du immerhin ehrenvoll. Ja gut, okay, der hat mich versucht zu scammen. Der ist doch nicht ehrenvoll. Aber gut, was ist Challenge Nummer 2? Denn er hat gesagt, ich könnte eine kleine Überraschung bei Challenge 2 und 3. Und yo, was hat er denn? Einen Upgraded Titan Clockman und einen Upgraded Titan Drillman? Okay. Was ist deine Überraschung? Nämlich ist Challenge 2 den Endlos-Modus schaffen. Nur sag dir das Glücksrad, welche Unit du spielen sollst und wie weit du kommen sollst. Eine Moneymaker-Unit darfst du mitnehmen. Welche muss dir aber das Glücksrad sagen? Und wenn du gewinnst, kriegst du den Drillman. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Spinnen wir erstmal, welche Moneymaker-Unit wir mitnehmen dürfen. Wir kriegen den Scientist Cameraman. Den habe ich lange nicht gespielt. Equippen wir ihn erstmal. Machen wir weiter mit dem Glücksrad, was uns sagt, wie weit wir überhaupt kommen müssen im Endlos-Modus. Let's go. Ich hoffe nur 30 Wellen, das wäre perfekt. Wir kriegen 60 Wellen, das wird ein bisschen kritisch. Aber egal, spinnen wir dann erstmal das Glücksrad für unsere erste Unit. Let's go, wir bekommen. Okay, den Titan Cloverman, das kann huge sein. Equippen wir den erstmal. Machen wir weiter mit dem nächsten Glücksrad, den wir bekommen. Oh, den Green Laser Cameraman, das ist tatsächlich gut. Equippen wir den erstmal. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir erstmal eine Starter-Unit und einen Titan und schon mal eine Moneymaker-Unit. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Healer und eine Sloan-Unit, theoretisch. Let's go, wir bekommen als nächste Unit. Okay, den DJ Speakerman. Ey, nehme ich an, eine Booster-Unit. Equippen wir den erstmal. Also ich sag ehrlich, eine Healer-Unit würde jetzt noch gefährlich kommen. Wir bekommen als nächstes. Okay, den Guardian Clockman. Da haben wir den erstmal. Auch gut, dass wir den bekommen haben, denn jetzt haben wir erstmal eine Verlangsamungsübung. Jetzt fehlt uns wirklich eigentlich nur ein Healer oder vielleicht ein weiterer Boost. Ich bin gespannt, was kriegen wir als nächstes, beziehungsweise als letztes? Den DJ TV Man. Okay, das ist wild. Equippen wir auch den erstmal. Na gut, eine Sache, die jetzt schade ist, kann ich direkt sagen, ist, dass wir halt eben eine Waste-Unit haben. Wir haben halt jetzt den DJ Speakerman und den DJ TV
TV-Man. Das Ding ist halt, die stacken nicht miteinander. Das heißt, wir haben nur den DJ TV-Man quasi. Außer natürlich, wir wollen den DJ Speaker-Man benutzen, was aber dumm wäre. Aber an sich, wir sind trotzdem gut aufgestellt. Wir haben den Guardian Clockman, macht Piercing-Damage und kann verlangsamen. Das heißt, zwei von denen werden wir auf jeden Fall platzieren. Und dann haben wir noch mal den Titan Cloverman, der kann Lucky-Blöcke spawnen. Ja, das war's eigentlich. Ding ist ja, der Titan Cloverman war mal stärker, denn er konnte mal Rainbow-Lucky-Blöcke platzieren, die einfach jede Toilet gekillt haben auf der gesamten Map. Was schon ziemlich crazy war, sage ich ehrlich. Aber das kann er leider Gottes nicht mehr, weswegen wir uns jetzt mit Fortified-Lucky-Blöcken zufriedenstellen müssen. Ein Problem, was wir aber auf jeden Fall haben könnten, wäre, dass wir zu Tode gestunt werden. Ich hoffe, das passiert mal nicht. Aber das wäre halt unser Problem. Das wäre jetzt meine Bedenken, die wir haben, weil wir haben eben keine Healer-Unit und beide Guardian Clockman plus Titan Cloverman sind keine Units, die nicht schwer gestunt werden. Beide werden wirklich einfach gestunt. Und nein, ich habe die Smite-Ability mitgenommen anstelle von der Emergency-Ability. Oh mein Gott. Einfach Waste. Weil das Ding ist, die Smite-Ability ist Trash. Die Time-Stop-Ability würde schon hart gehen. Das Problem ist aber, wir leider nicht bekommen. Dafür haben wir aber trotzdem erstmal den Guardian Clockman. Man hat da Verlangsamung. Aber bisher muss ich sagen, der Green Laser Cameraman macht einen echt guten Job. Und stimmt eigentlich, der hat ja auch Verlangsamung. Deswegen, ihn dürfen wir auch nicht unterschätzen. Denn er carried uns gerade bis Welle 8. Und dabei haben wir ihn nur einmal geupgradet. Der ist echt gut. Und wisst ihr was? Weil er so gut ist, werden wir ihn jetzt extra mit dem DJ TV Man buffen. Das heißt, jetzt hat er erstmal 10% Boost, beziehungsweise 5% Damage und 5% Cooldown Boost. Was dann insgesamt 10% mehr Schaden von seinem Originalschaden machen. Das was schon sehr witzig ist. Ist natürlich nicht so viel, weil er hat nicht so einen krassen Schaden. 9000 DPS, das wären halt 10%. Nur 900 Schaden mehr. Aber das ist trotzdem schon sehr witzig. Wir können ihn nochmal upgraden. Oder kann er erstmal die Large Glasses Toilet rasieren. Und oh mein Gott, wird hier langsam. Keine Chance. Upgraden wir außerdem erstmal den Green Laser Cameraman auf Level 4. Und der ist halt wirklich gut. Wir können auch weiter erstmal den DJ TV Man billig upgraden. Und jetzt haben wir nicht mehr 10% Buff, sondern 20% insgesamt Buff. Was echt gut ist. Von der Cooldown Buff ist auch sehr, sehr nice, weil er ihn eben auch schneller die Toilet switchen lässt, wenn halt eben eine neue Toilet da ist. Das heißt, er kann jetzt mal schneller Toilets verlangsamen, was echt gut ist. Und oh mein Gott, da ist die Minigun-Toilet. Wird die rankommen an uns, um uns erstmal zu stunnen? Oder werden wir die vorher hochnehmen? Und die wurde hochgenommen. Was mit der Dual-Claw-Toilet? Hochgenommen, hochgenommen. Ja gut, okay. Von dem werden wir, glaube ich, nicht gestunnt. Zum Glück. Aber langsam kommen hier echt viele Toilets. Lass uns ihn erstmal aushelfen. Dem kleinen Green-Laser-Cameraman mit einem Guardian-Clockman, der noch gerade nichts Besonderes macht. Der schlägt ja einfach nur. Und trotzdem kann er Toilets mit Piercing-Schaden treffen und dann sogar noch mit Piercing-Schaden verlangsamen. Und das, obwohl er erst auf Level 1 ist. Aber sein Cooldown ist Trash. 3 Sekunden Cooldown hat er von Anfang an. Dadurch, dass wir aber den DJ TV mehr platziert haben, können wir erstmal natürlich den Cooldown ein wenig buffen. Und da haben wir auch schon die Mutant Toilet 2.0, den zweiten Boss, den wir hier haben. Und 70.000 Leben ist ein bisschen, aber das können wir erstmal komplett hochnehmen, indem wir den Guardian Clockman einmal upgraden. Jetzt macht er pro Schlag 22.000 Schaden. Das ist crazy. Noch einmal den DJ TV Man upgraden. Jetzt macht er sogar 23.000 Schaden pro Schlag. Das nicht mit einem 2er Cooldown, sondern einem 1,7er Cooldown. Aber da haben wir auch schon die Mutant Toilet 2.0. Werden wir die easy hochnehmen. Ich meine, 170.000 Leben sind nicht wenig, aber der kassiert schon sehr, sehr viel. Und nein, der hat uns gestunt. Okay, das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ich glaube, es wird langsam Zeit für den Titan Cloverman. Let's go, platzieren wir ihn erstmal. Upgraden wir ihn direkt doch erstmal. Beziehungsweise, nee, tun wir nicht, weil ich broke bin. Und nein, der DJ TV Man wurde gestunt. Wir brauchen wirklich langsam den Titan Cloverman wegen seinem AOE-Schaden und seinen Lucky Blocks. Damit wir eben nicht mehr gestunt werden. Jetzt haben wir den nicht upgraded, weil ich 1000 Jahre lang kein Geld hatte. Sehr, sehr nice an der Stelle. Aber ihr seht, was der Titan Cloverman macht. Er macht erstmal AOE-Schaden. Es sieht zwar aus, als ob er Piercing-Schaden macht. Stimmt aber nicht, macht er nicht. Und er kann erstmal Lucky-Blöcke platzieren, die desto weiter wir ihn upgraden, auch stärker werden. Was sehr, sehr nice ist. Upgraden wir ihn nochmal für Level 3. Und wir sollten auch langsam anfangen, alle Scientist-Cameramans zu maxen. Ja, und das ist schon ein großes Problem, dass sie so weit kommen, weil die stunnen uns. Da kriege ich Angst, dass wir das doch nicht schaffen werden. Das Gestunnen ist halt wirklich unser Problem. Sobald alle Scientist-Cameramans gemaxed wurden, was jetzt ist, müssen wir so schnell es geht einmal den Guardian Clockman upgraden, beziehungsweise maxen, damit er quasi auf der gesamten Map Leute verlangsamen kann. Da müssen wir halt so viele Titan Clovermans, wie es nur geht, platzieren und maxen, weil langsam wird es ein bisschen kritisch, aber da ist auch schon die Flying Dual Buster Toilet, der dritte Boss. Das heißt, wir sind gleich, sobald wir den hochnehmen, zur Hälfte durch, was sehr gut ist. Und der Guardian Clockman wurde wieder gestunt. Deswegen, das ist hart und nein, der Titan Cloverman wurde gestunt. Das ist nicht gut. Wir upgraden nochmal den Guardian Clockman und der Green Laser wurde auch gestunt. Also wir haben ein riesengroßes Problem, weil wir eben keine Healer-Unit haben. Der Guardian Clockman
Rockman wurde wieder gestunt. Upgraden wir nochmal den Titan Clover, man. Das wird hart. Das wird wirklich hart. Und die kamen durch. Nein! Sag mir nicht, dass wir verlieren. Das kannst du mir nicht erzählen. Das Dual Flying Bastard Toilet, die wird wieder verlangsamt. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber du kannst mir nicht sagen, dass wir an so läppischen Toilets verlieren. Weißt du was? Smite Ability. Aber ich sag ehrlich, ich glaube, wir werden das nicht überleben. Ich musste einfach meine Ability gerade eben benutzen. Es war also doch gut, dass wir die Smite Ability benutzt haben, beziehungsweise mitgenommen haben. Und nicht die Emergency Ability. Aber das sieht sehr kritisch aus. Jetzt haben wir schon mal einen DJ TV-Man gemaxt. Jetzt können wir erstmal den Guardian Clockman maxen, den ersten. Den zweiten upgraden wir erstmal auf Level 3 und stellen erstmal auf Strongest. Ich hoffe, den können wir auch auf Strongest lassen. Und was machen die mit dem DJ TV-Man? Der wurde gerade eben wieder gestunt. Jetzt wird der Guardian Clockman gestunt. Ey, das ist wirklich ehrenlos. Und jetzt wird der andere Guardian Clockman gestunt von der Claw Toilet. Was soll ich machen? Wir hätten wirklich den Speaker Repair Drone oder so gebraucht. Selbst Camera Repair Drone wäre gut gewesen, aber so wären wir einfach nur hochgenommen. Wir haben keine Chance. Warum kommt jetzt noch eine Glitch Toilet, wenn die wirklich durchspeedet? Haben wir verloren. Oh, wir platzieren noch erstmal Money Lucky Böcke. Voll vergessen, die existieren ja auch. Geben uns erstmal extra Cash, wenn eine Toilet da durchläuft. Und ich glaube, stirbt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Maxen wir auch den Bre erstmal. Und ich glaube, wir sollten tatsächlich erstmal mit Guardian Clockmans weitermachen und nicht Titan Clovermans. Denn das Problem bei Titan Clovermans ist, die sind teurer als Guardian Clockmans. Und ich glaube, wir brauchen schnell viel DPS. Und das kriegen wir nur, wenn wir erstmal Guardian Clockmans ohne Ende spammen. Das heißt, wir maxen jetzt erstmal den Bre und dann platzieren wir erstmal weitere. Aber wir sind immerhin schon zwei Drittel des Weges durch. Uns fehlt jetzt wirklich nur noch ein Drittel. Let's go, jetzt können wir erstmal den hier maxen. Platzieren wir noch einen weiteren, der instant gemaxt wird. Ne, wir haben verloren. Keine Chance, wir haben verloren. Platzieren hier nochmal einen weiteren. Ich hoffe, der wird nicht gestunt. Und der wird gestunt. Okay, wir haben verloren. Unironisch, wir haben keine Chance. Wir haben wirklich keine Chance. Ja, wir haben verloren. Schau euch das an, Leute. Wir haben verloren. Die UFO-Toilets werden uns hochnehmen. Da ist es, Leute. Wir haben verloren. Wir haben es nicht bis Welle 60 geschafft. Ja, gut, okay. Wir haben verloren. Aber er hat immer noch mir die Chance gegeben, den Upgraded Titan Clockman in der dritten Challenge zu bekommen. Deswegen, ich wollte den Upgraded Titan Drillman eh nicht, okay? Was ist aber Challenge Nummer 3, damit ich den Upgraded Titan Clockman bekomme? Ganz einfach. Ich will, dass du die Sand Isles Map schaffst. Glücksrad sagt dir, welche Unit du mitnehmen darfst. Santa ist erlaubt. Ich meine immerhin, da müssen wir uns immerhin keinen Kopf um eine Money Unit machen. Wobei auch der Scientist Clockman dazu zu bekommen sehr nice wäre. Aber egal. Spinnen wir erstmal das Glücksrad. Wir bekommen als erste Unit den Golden Future Large Clockman. Okay, das ist huge. Equippen wir ihn. Das ist ultra wichtig, denn ein Future Large Clockman oder theoretisch auch der Guardian Clockman, aber Future Large Clockman ist eben wegen auch der Timestop Ability besser, aber generell eine Verlangsamungsunit mit einer hohen Range und sogar einem Timestop wird so wichtig sein in dem Modus. Bitte gib mir noch eine gute Starter-Unit. Large Laser Cameraman. Equippen wir auch ihn erstmal. Wobei ich bei ihm mir nicht so sicher bin, ob wir den überhaupt benutzen werden, denn das Ding ist halt, der ist halt schon teuer. $450. Brauchen halt eine Starter-Unit, die so $100, $150 kostet. Maximum $200. Bitte gib mir jetzt eine Starter-Unit. Okay, wir haben den Turkey Cameraman bekommen. Equippen wir ihn erstmal. Problem ist, der ist halt auch wieder so teuer. Komm schon, gib mir bitte noch eine gute Starter-Unit. Und wir kriegen den Chief Clockman. Equippen wir auch ihn erstmal zum Schluss. Das Ding ist, es kann extrem gut laufen mit diesen Units. Es kann aber auch extrem schief laufen mit diesen Units. Das ist das Ding. Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, das kann ich jetzt schon sagen, ist den Titan Sandman's Hideout so schnell es geht zu upgraden. Nämlich werden wir ihn jetzt erstmal einmal upgraden. Jetzt hat er 750 Leben und wir können ein wenig durchtanken. Problem ist halt auch, wenn erstmal wir etwas durchtanken, kriegen wir kein Geld. Das ist ja das Schlimme. Deswegen müssen wir so schnell es geht genug Geld zusammensammeln für den eigentlich Large Laser, aber ich habe jetzt einfach einen Turkey Cameraman platziert. Es muss getan werden. Wir brauchen halt wirklich ein bisschen Geld. So verdienen wir immerhin ein wenig Geld. Let's go, jetzt können wir gleich den Large Laser Cameraman platzieren. Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir aber weiter erstmal Titan Sandman's Hideout upgraden. Oh mein Gott, wir werden verlieren. Nein, wir werden sowas von verlieren. Wir haben einfach verloren. Mit so einem Team. Also wirklich, der Modus ist unmöglich ohne einen Green Laser Cameraman. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Man muss einen Green Laser Cameraman als Starter-Unit mitnehmen. Es geht nicht anders. Ich habe sogar versucht, mit dem Titan Sandman's Hideout upgraden. Es hat nicht funktioniert. Okay,
Metalahun, ich sag dir ehrlich, auch wenn ich deine Challenges nicht geschafft habe, bis auf die erste, gib die beiden Ultimates her. Ich weiß auch ganz genau, dass du die eh abgezockt hast. Du hast die nicht selber verdient. Du hast die sowas von irgendjemand anderem gescammt oder abgezockt. Sei ehrlich. Ja, hab ich, lol. Aber ich fühle mich schlecht. Okay, dann bin ich wieder angetradet. Warte, was? Der hat mir erstmal Upgraded Titan Trim und Upgraded Titan Clock mit dem Inventar gegeben. Okay, das ist crazy. Und yo, er packt erstmal diese 5 in den Trade. Wisst ihr was? Ich gebe ihm dafür erstmal 5 July 4th Crates. Ich finde, das ist ein fairer Trade. Was? Er nimmt den Trade an? Okay, das ist crazy. Hey, ich habe aber keinen 9 im Inventar. Die waren gedupt. Der hat die nicht mehr selber. Seht ihr das? Da ist nichts mehr. Der hat kein Ultimate mehr. Die waren alle gedupt. Weil ich habe immer noch dieselben 2, die ich davor hatte. Ich habe keine 9 Ultimates. Tja, an der Stelle würde ich sagen, get wrecked, Talahun. Hätte es weniger abzocken sollen. Schaut euch dann aber nochmal dieses Video an. Ansonsten, Leute, bleibt stark und ciao.